mitzugehen. Bei einem Race wird der Einsatz erhöht, wobei die anderen Mitspieler dann wieder mindestens gleichziehen müssen. Der Spieler, der den Big Blind gesetzt hat, hat als letzter die Möglichkeit zu checken, zu folden oder zu erhöhen. Geht ein Spieler all in, setzt er all seine Chips in den Pot. Haben alle Spieler gesetzt, deckt der Dealer drei Gemeinschaftskarten auf, den sogenannten Flop. Mit ihnen kann jeder Spieler sein Blatt kombinieren. Nun können die Spieler wieder checken, raisen, callen, folden oder all in gehen. Checken alle Spieler, dann wird weitergespielt, ohne dass etwas gesetzt wurde. Danach legt der Dealer eine vierte Karte, den Turn, zu den Gemeinschaftskarten und jeder Spieler hat wieder dieselben Einsatzoptionen wie in der Runde zuvor. Anschließend wird die fünfte und letzte Gemeinschaftskarte, der sogenannte River, gelegt. Es folgt die finale Setzrunde. Schafft es ein Spieler, seine Gegner trotz eines schlechten Blattes zum Fold zu drängen, gewinnt er mit einem Bluff, ohne dass er seine Karten zeigen muss. Wenn mehr als ein Spieler nach den Einsätzen übrig bleibt, kommt es zum Showdown. Dabei müssen die verbliebenen Teilnehmer ihre Karten offenlegen. Derjenige, der aus seinen zwei Handkarten und den Gemeinschaftskarten die beste Fünferkombination legen kann, gewinnt die Partie und damit den Inhalt des Pots. Nach jeder Partie wandert der Dealer-Button eine Position weiter nach links. Royal Flush! Der höchstmögliche Straight Flush. Straight Flush! Fünf Karten gleicher Farbe in Reihe. Vierling! Vier Karten gleichen Werts. Full House! Ein Drilling und ein Paar. Flush! Fünf Karten gleicher Farbe. Straße! Fünf Karten in Reihe. Drilling! Drei Karten gleichen Werts. Zwei Paare! Zwei Paare. Ein Paar. Ein Paar. High Card. Die Karte des höchsten Werts. Es ist echt nicht so einfach. Es soll sogar schon Teilnehmer bei uns am Final Table gewesen sein, die gesagt haben, ich bringe mir das Spiel, wenn ich hier hinkomme, auf dem Weg hier in der Bahn bei. Ich weiß nicht, ob das bei unseren Teilnehmern heute der Fall ist. Wir starten die Runde mit Janine. Für sie ist Pokern. Ihr dürft ruhig applaudieren. Ja, die anderen. Janine Michaels ist bei uns. Herzlich willkommen. Hi. Wie sind denn deine Poker-Skills? Hast du dir das auch in der Bahn beigebracht? Ich kann nichts. Ich kann wirklich das gar nicht. Das sagen aber viele bei uns. Ja, ist richtig. Für dich ist aber Pokern ein lauer Sommerregen, hast du geschrieben. Ja. Sahne. The walk in the park. Die Kirsche auf der Sahne. Die Kirsche auf der Sahne. Ja, die Schokostreusel auf dem Frühstückstoast. Kannst du wirklich, also gar nichts oder sagst, spielst du auch mal zu im Hause? Im Leben jetzt grundsätzlich? Auch das? Da ja. Nicht, nee. Ja. Aber Poker richtig. Nein, ich habe das durchaus, also grundsätzlich die Regeln habe ich mal im Vorbeigehen auf so einer Milchpackung gelesen. Mhm. Und ich habe Karten auswendig gelernt. Ich weiß jetzt, was für Karten gibt. Und ich weiß jetzt auch, dass man bei 7 nicht 2 ziehen muss. Und deswegen glaube ich, wird es für mich ein erfolgreicher Abend. Ich glaube auch deshalb wirst du ganz weit nach vorne ins Feld gespült. Ich bin für die Quote hier. Ach so. Ich bin für die Quote hier. Ja. Dann nimm Platz. Ich glaube, du hast auch den besten Platz. Ich habe den allerbesten Platz. Da wo vor allen Dingen mir der Köppen und der Budi schön in die Karten gucken. Wir drücken dir die Daumen. Ja, nächste bei uns ist Kev. Pokern ist für ihn nämlich eine lustige Aktivität mit Freunden. Ja, hi. Einige sagen auch Psychokrieg, du genießt das und sagst, das ist ein lustiger Abend. Also ich habe damit Spaß, das letzte Mal mit der Familie und Freunden gepokert. Also ich habe einfach nur Bock auf Spaß, Bock auf Pokern. Wir werden sehen, wie es läuft. Wie weit wirst du kommen heute? Du hast dir natürlich das Teilnehmerfeld angeguckt. Also ich glaube, das ist ein bisschen Glückssache. Also je nachdem, weil die sind ja nicht alles Profis, da weiß man immer nicht, kann man nicht einschätzen, wie die Gegner sind. Aber die letzten Pokerturniere lief es ganz gut, also als erster bin ich noch nie vom Tisch gegangen. Kannst du denn damit leben, vorzeitig auszuscheiden oder sagst du, nein, heute will ich Erster werden? Ich kann damit leben, aber no risk, no fun. Also ich gehe auch all in, wenn es sein muss. Okay, dann drücke ich dir die Daumen, nimm Platz. Unser zweiter Gast, Jan Köppen, ist bei uns. Er sagt, beim Pokern muss man unbedingt die Ruhe bewahren. Ja. Kannst du das immer? Ja. ich versuch's. Ich werde es tun. Wie sind deine Skills? Homerunden, online? Ja, ich hatte auch einen Psychologen, nachdem ich das 4 Jahre intensiv gemacht habe, sehr viel Geld verloren habe tatsächlich. Und ja, mal gucken, wie es heute wieder läuft. Erste Mal seitdem. Wo siehst du dich im Feld?
Also am Ende natürlich. Platz 3 sitze ich gerade. Und am Ende? Vorne. Ganz vorne. Ganz vorne, natürlich. Erstmal ohne Quatsch, bist du heiß, also, oder kannst du auch sagen, ich gehe auch als Zweiter raus? Nee, ich habe jetzt schon Bock, also einen gewissen Ehrgeiz habe ich, wenn es um Spielen geht auf jeden Fall, und bin jetzt einfach nur gespannt, aber sind ja nur Flachpfeifen dabei. Ja, dann nimm Platz da, du weißt, wo du hin musst. Wir drücken dir die Daumen, Ingo Mess ist bei uns. Ihn kennt man natürlich unter anderem durch viele Vertonungen, ja, und deine Stimme ist ja bekannt, logischerweise. Kannst du den auch pokern? Ja, ich denke schon. Also ja, also mit Menschen ist das nochmal was anderes. Ich habe ja generell nicht so viel mit Menschen zu tun, deswegen ist es ja eigentlich immer so, jetzt auch mal neu, aber ich glaube, das ist so dieses so eine Art fotografisches Gedächtnis, was ich ja habe, hilft mir da sicherlich bei, dass ich jetzt viel Fotografien von Pokerturnieren mir auch nochmal angeguckt habe und studiert habe, wie da Gesichter. Das heißt, du hast die ersten 4 Folgen auch geguckt, das wird dir nichts helfen, weil das sind alles andere Spieler heute. 4 Folgen und dann noch, ich habe so eine Live-Schalte zum Casino Timmendorfer Strand immer. Ja. Und das ist eigentlich das, was mich jetzt so richtig nach vorn gebracht hat, wo ich sage. Aber ich glaube, am Timmendorfer Strand, da wird doch nur diese komischen anderen, diese Dattelautomaten gespielt. Ich glaube, die machen gar keinen Poker. Aber das ist doch. Nimm Platz, ich drücke dir die Daumen und viel Spaß auf alle Fälle. Danke. Okay, komm zu uns. Der muss in seinem Handy noch eine WhatsApp abschicken, weiß ja, Flugmodus, ne? Heute Flugmodus. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, du bist aus Hannover gekommen und trotzdem pünktlich. Ich bin aus Berlin gekommen. Aus Berlin heute, aber du wohnst in Hannover, bist du mit der Bahn gekommen? Ich wohne in Berlin. Bist du mit der Bahn gekommen? Ja, ich bin mit der Bahn gekommen. Aber die Bahnfahrt hast du nicht benutzt, um dir nochmal die Regeln. Ja, also Poker ist sowas wie mein Ersatzvater, also Poker und ich, wir gehören irgendwie so zusammen in der Bahn, klar, ich lese eigentlich nichts anderes außer Pokerregeln, seit ich geboren wurde. Poker ist mein Leben. Was hast du dir heute vorgenommen? Was ich mir vorgenommen habe? Folgendes, pass auf, ich habe mir vorgenommen, hier, da siehst du schon so ein paar Leute, und ich möchte die ein bisschen emotional auf eine schöne Reise schicken und hoffe, dass mich das zum Sieg bringen wird. Wir drücken dir auf alle Fälle die Daumen, dahin wird schon kräftig gelacht. Ich hoffe, das wird ein harter Fight. Nimm Platz, danke, dass du da bist. Und sein Bruder war schon hier. Ich weiß gar nicht mehr, welchen Platz er gemacht hat. Ich glaube, 4. oder 5. Zweiter sogar. Colin, komm ran. War der im Heads up, dein Bruder? Jetzt im Vorfeld quasi, ne? Also sippenhaft. Habt ihr denn in der Familie gesagt, du musst besser werden als dein Bruder? Nee, wir haben seitdem, glaube ich, tatsächlich nicht telefoniert oder geschrieben oder irgendwie Kontakt gehabt. Okay. Deine Poker-Skills? Das kann ich ja. Mit sich selbst beschäftigt. Also ich sag mal, zwischen ausbaufähig und schon ziemlich gut und je nachdem. Also ich bin auch sehr flexibel, muss ich sagen. Schauen wir einfach mal. Ne? Nimm Platz, ich drück dir auf alle Fälle die Daumen. Guck dein Bruder zu. Ich habe ihm zumindest auf die Mailbox gesprochen, im verzweifelten Versuch, mich mal wieder mit ihm zu unterhalten. Aber der hat bestimmt Wichtigeres zu tun. Okay, und da kann sich die Blöße nicht geben. Wir wollen da nicht in die Familientiefe gehen. Budi, komm ran. Sehr schön, dass du es geschafft hast heute. Ja, hallo. Ich weiß, bei dir ist immer viel los, der Terminkalender ist voll. Nee, eigentlich nicht. Ich bluff eigentlich nur. Also sowohl was Pokern angeht, als auch Terminkalender, Arbeiten, eigentlich alles. Das ist alles ein großer Bluff. Guck dir den Tisch an. Ja. Reicht das für den ersten Platz für dich heute? Heute Abend oder was? Ja. Ich bin immer noch in einer Zeit. Nee, ich bin immer noch in einer Psychoanalyse. Also ich ziehe mir gerade den Podcast von Florentin Will rein. Da geht es um, der heißt Lacasse und es geht um Lacante. Und da geht es um so ein bisschen wie Psychoanalyse ist das. Würde mich überhaupt nicht weiterbringen heute Abend, glaube ich. Aber wer weiß? Ich weiß es nicht. Also ich habe schon das Gefühl, dass... Also Aurel zum Beispiel, der auch gerade rüberguckt, ne? Ja. Ja, der ist... ich glaube, den kann man verunsichern. Du hast auf alle Fälle einen super Platz da, ne, muss ich sagen. Also zwischen Janine und Aurel... Das ist ein guter Platz. Ja. Ich drücke dir auf alle Fälle die Daumen. Ja, ich habe gehört, du hast hier auch private Pokerrunden mal gespielt und warst gar nicht so schlecht, ne? Ich glaube, ich war gar nicht so schlecht, nee. Also ich kann mich an nichts mehr erinnern, das ist das Problem, ja. Ich drücke dir die Daumen, Budi. Dankeschön, bis gleich, und jetzt wirklich absolut größter Respekt und liebe Freunde am Pokertisch. Jetzt begrüßen wir nämlich unseren Wildcard-Gewinner, der es tatsächlich geschafft hat. Marc, komm rein. Der es tatsächlich geschafft hat, sich durch vielen, vielen 100 Spieler, komm ein Stück näher, durchzusetzen. Du kommst, glaube ich, aus NRW, Neuss-Grevenbroich, ne? Und hast dich durchgesetzt. Wie war es, mal ehrlich? Das war das erste Turnier. Du hast die Wildcard gekriegt. Wie hast du es geschafft?
Das war auf jeden Fall sehr aufregend. Also gegen mehrere hundert Spieler sich durchzusetzen und wirklich am Ende den Platz 1 zu machen, war schon aufregend. War viel Glück oder sagst du, nee, das war alles mein Können auch? Gehört auf jeden Fall Glück dazu. Also das ist im Poker, sagt man zwar immer, ist halt viel mit Können etc., aber es gehört auf jeden Fall auch Glück dazu. Am Ende muss halt einfach der Coinflip halten und dann passt das. Das heißt, du hast auf alle Fälle schon mal Poker-Sachverstand, was man nicht vielleicht von allen behaupten kann. Deshalb, wenn ich auf jemanden setzen würde, ich würde auf dich setzen. Nimm Platz. Hast du was vorgenommen für heute? Also nicht als erstes vom Tisch zu gehen, das wäre dann peinlich. Also von daher. Ich drücke dir die Daumen, hab viel Spaß und danke, dass du da bist. Unser Dealer Carsten kann natürlich jetzt auch schon mal Platz nehmen, weil ohne den Dealer geht's natürlich nicht. Der hat die letzten Folgen Unglaubliches geleistet. Der sitzt hier immer 7 Stunden am Tisch und sorgt dafür, dass hier alles regulär zugeht und hat auch das lange Heads-up aus der letzten Folge überstanden, muss man sagen. Und ihr habt natürlich auch wie in den anderen Folgen die Chance, auf euren Favoriten immer vor jeder Runde zu setzen. Dazu kriegt ihr 10.000 Startchips und wie das Ganze geht und was ihr am Ende gewinnen könnt, das zeigen wir euch jetzt. Beim Final Table könnt auch ihr mitspielen. Geht dazu einfach auf watch.rocketbeans.tv und meldet euch dort mit eurem YouTube- oder Twitch-Konto an. Beim Start des Pokerturniers habt ihr 10.000 virtuelle Chips zur Verfügung. Von denen könnt ihr zu Beginn jeder Runde einen selbstgewählten Betrag auf die Person setzen, von der ihr glaubt, dass sie gewinnen wird. Tippen könnt ihr ab dem Moment, an dem die erste Karte an die Spieler ausgegeben wird, bis zu dem Zeitpunkt, wenn die erste Karte des Flops aufgedeckt ist. Liegt ihr mit eurem Tipp richtig, bekommt ihr den doppelten Wetteinsatz zurück. Liegt ihr falsch, sind die gesetzten Chips verloren. Die 3 Spieler, die am Ende die meisten Chips gesammelt haben, gewinnen jeweils ein individuelles, bunt gemischtes Rocket Beans Paket. Also, wir wünschen euch viel Spaß beim Mitmachen und ihr drückt euch natürlich die Daumen. Es geht immerhin um Merchandise-Pakete von uns, von Rocket Beans und natürlich auch von unserem neuen Partner PokerStars. Jobstairs ist heute auch wieder mit an Bord. Die unterstützen uns auch mal tatkräftig. Vielen Dank, ohne die wäre das Ganze hier nicht möglich. Gleich geht's also los und gleich erklären Felix und ich auch noch, wie ihr die Chancen habt, auf die Bahamas mit uns zu kommen. Da steht natürlich noch so ein 16.000 Dollar, ich nenne es mal Gutschein, im Raum. Mehr dazu gleich, kurze Pause und dann geht's hier los. Erhöht sich das? Machst du das spontan? Oder? Spieler raus ist verdoppelt. Das sagt nur die Regie dann durch. Ah, ja, okay. Das ist so zeitlich also einigermaßen begrenzt. Die minimale Erhöhung meinst du damit? Genau. Die minimale Erhöhung, die man geben muss. Ja. Achso, von den Blinden. Dicke Blinde. Wir sind nur eine Zeitdruck. Ich dachte, wir können nur 6 Stunden spielen. Ja. Immer mindestens das Doppelte. Die zweite Erhöhung ist immer nur die vorherige Erhöhung. Nur das, die reine Erhöhung, die draufgesetzt wurde. Das heißt, es wurden 1.000 gesetzt. 2.000 erhöht. Die Erhöhung ist ja nur 1.000. Ja. Ja. Das heißt, wenn Jan jetzt noch erhöhen wollte, müsste er mindestens 3.000. Das verstehe ich nicht. Was? Achso, ja, wenn ich erhöhen. Oder ich kann aber auch 2.500. Kann ich nicht? Nein. Warum? Nee. Du musst dann nicht mehr. 3.500 kannst du ja, kann immer nur das Doppelte erhöhen. Nee. Nein. Die erste Erhöhung ist doppelt. Das heißt, hier ist 1.000. Das ist der Big Blind. Die erste Erhöhung. Small Blind. Die erste Erhöhung muss mindestens das Doppelte sein. Wäre 2.000. Die zweite Erhöhung ist nur die reine Erhöhung von der ersten. Das heißt, hier sind 1.000 nochmal draufgegangen. Er müsste Minimum auf 3.000 erhöhen. Warum kann ich nicht 2050 setzen? Weil das keine komplette Erhöhung wäre, weil das Peanuts wäre. Aber wenn ich raise, geht das aber. Das ist ja erhöht. Das musst du mindestens so immer erhöhen wie die Minimal. Jetzt wissen wir alle, jetzt weißt du Bescheid, wie es am Tisch aussieht. Jetzt. Gleich schmeißen alle wie die Chips rein, egal. Ja, ja. Die haben hier viele Fragen. Genau. Kann man sich noch dann einkaufen? Wenn jetzt Ingo auf 3.000 aber erhöht hätte. Dann müsste er ja noch 6.000 erhöhen. Nein, ich erkläre noch. Ja. Ist Daumen runter, was eine scheiß Runde oder was? Wäre ja die reine Erhöhung 2.000. Das heißt, wenn Jan erhöhen wollte, müsste er mindestens 5.000 reinmachen. Du erfindest hier die ganze Zeit Zahlen. Aber what? Okay. Ach so, aber weil erhöhen rein. Plus der. Ah. Genau. Okay. Aber rein, also mal nur so für Mathe-Idioten wie mich, in dem Moment, in dem ich raisen will und nicht genau weiß, um wie viel ich
Raisen müsste Minimum, kann ich dich einfach fragen. Ja, okay, sag ich gut. Das Minimum also, an oder kann es noch höher gehen? Okay, dann kann ich dann auch noch mal sagen, nee, doch nicht. Nein. Sobald der Race den sagst, Mund Raise, verlässt, dann... Aber wenn ich sage, so, hey, ich überlege... Ist das eine Ansage? Ich noch mal so ein bisschen, wenn du sagst, wenn ich jetzt raisen jetzt, würde, um wie viel müsste ich mindestens raisen? Ja, nee, das ist einfach nur Big Blind. Das kannst du machen. Der Big Blind bei 1000 Knüppen. Aber du kannst fragen, was wäre jetzt der Minimum Raise, oder nicht? Das kannst du auch fragen. Weil der Small Blind ist immer die Hälfte vom Big Blind. Aber dann ist das Wort Raise. Und der ist ja nicht setzbar. Das Minimum ist immer der Big Blind, wenn man das setzt. Aber sag mal, wenn ich dich frage... Was wäre jetzt der Minimum Raise? Dann Raise. Ist das nicht. Hey, dann ist es aber nicht genau. Dann hallo, dann habe ich ja noch nicht geraised. Ja, dann kannst du mir den Betrag sagen fragst, und dann kann ich mir überlegen. Genau. Ich sage, ich will raisen, dann ist vorbei. Aber wir wissen ja trotzdem schon was. Mal kurz wissen, was du. Hey, kann ich dich auch, du da so drauf ja. kann ich deswegen auch, immer reden, bis du damit bist auf der sicheren Seite. Dann einfach etwas machen. Weil da waren nämlich auch die inkompletten Raises. Wenn jetzt hier 1000 gesetzt ist, Ingo raised auf 3000. Bitte, das sind ja nicht deine. Das ist meines. Aber sein Minimum Race wären aber zwei. Also sein Minimum Race wäre die 1000 nee, plus nochmal 1000. Oder er muss um 2000 raisen dann, ne? Geht's eigentlich schon los? Ja. Ja, okay. Wir spielen schon. Das heißt, Jan muss... Die Community ist komplett eingebrochen. Schon in der Deckenfilm. Okay, Jan muss... Also wenn er hat jetzt... Er zahlt 1000 Race ums Doppelte um 2. Das heißt, Jan zahlt dann 3000 Race ums Doppelte. Nachfolgenden Sendungen verspäten sich um... Obwohl, noch nee, noch. Wenn er raisen soll. Wenn er jetzt aber stillgeschweigend einfach nur 4000 rein wird. Dann gehst du davon aus... Nee, ist ein inkompletter Race, weil er müsste ja mindestens auf 5000. Da gilt die Regel, wenn 50% erreicht sind von diesem Race, dann gilt es als Race. Das heißt, er muss noch 1000 nachzahlen. Ja, weil er dafür ausgeht, dass er sich einfach vertan hat. Genau. Okay. Wenn es allerdings unter diesen 50% sind, 4000 wäre ja genau diese 50%-Grenze. Wenn er nur 3500 reinwirft, sind es nur 25%. Ja. Denke ich mir, hat einfach nicht aufgepasst, kriegt er die 500 zurück und er hat nur gecallt. Also. Ach, okay. Ja. Es gibt und wenn ich jetzt. Achso, das habe ich nicht gesehen. Schon wenn ich jetzt mal in mache. Ja, dann ist egal. Dann ist ja alles, was du hast. Wenn ihr so viele 1000 habt, kann man sich immer noch Gedanken mit überhaupt. Weil das ist ja immer nur das Minimum, von dem wir eben gerade gesprochen haben, so hoch. Kannst du gehen, wie du kannst, wie viele Chips du noch hast. Plus, solange ich bezahlen kann, wenn ich quasi... Kann sie mitgehen. Keine Ahnung, ich gehe auf dem Flop All-In, ich habe nur noch 3000. Das wird geteilt. Und schmeiß alles rein, dann bin ich ja eh bis zum Ende dabei. Ja, geht das auch. Aber sind wir eigentlich schon drauf? Ich glaube schon, ja. Ah, cool. Ja, gut, ja. Cool, dann können wir ja anfangen. Ja, dann geht das ja richtig los hier. Mit dem fünften Spiel. Jetzt geht's los. Gut. Dann spielen wir eine Proberunde. Legst die direkt. Die atmet wieder aus, das geht nicht. Direkt. Oh, nimm alle. Nehme ich nochmal für die Zuschauer. Die Chip-Wertigkeiten. Die haben nämlich 10.000 Chips, genau wie ihr, die sie auf euch setzen können. Haben wir die Fliege, Violett 50, Kral in Grün 100, Schlange in Grau 200, Schlüssel in Blau 500 und der Sternpentagramm Braun 1000. Darf ich offiziell sagen, dass man die bitte umbenennt? In Trimagischer Pokal, Slytherin und... Müsste ich mir neu merken, wäre zu kompliziert. Der Schnatz. Frage mich nur, was die Fliege mit Harry Potter zu tun hat. Ist der Schnatz oder nicht? Mir egal, Hauptsache ich bin Gryffindor. Gryffindor! Weil er Illuminati ist. So, jetzt los mal eben schön den Button aus. Geht's jetzt los gleich? Ja. Jetzt wird erstmal ausgewählt, wer den Button kriegt. Der Bruder. Ich nicht. Bei Jan. Plum. It's you. Okay. Das heißt Big Blind. Exakt, Woody. Warum macht ihr zwei verschiedene? Er ist, hier ist jetzt stark der Dealer, weil er den Button hat. Das heißt Small Blind, Big Blind und du bist der Erste, der sagen kann, ich möchte meine Hand spielen oder nicht. Darf ich vorher noch was verteilen an alle? Ich habe auch Karten mit. Das war so klein. Ich habe so Sammelkarten mit. Die unterscheiden sich von diesen hier. Wenn ich nicht scheiße. Ist auch eine Glitzerkarte dabei. Also jeder eine, bitte. Hier, zieh doch mal eine Karte, jeder. Ach, toll. Okay, ganz unten ist Schalke, nur dass ihr Bescheid wisst. Könnt euch an die Stirn kleben. Ja. Ich hasse Fußball. Ich trau dem Jan nicht, Mann. Der weiß nicht, was er kann. Aber die gib die einfach weiter. Ja. Alter, der Eugen, ey. Ich hasse ein Gewinnspiel. Ah, habt ihr Niklas Süder. Ja, wir fangen dann mal an. Kann ich tauschen? Ich hab die Glitzerne. Ich hab Schalke. Ah, ja, cool. Ich hab Alex. Wer ist der Glitzerne? Konzentriert euch bitte auf die anderen Karten. Dankeschön. Ach, wir sind schon drauf. Wir sind schon einige Minuten drauf. Ja, sind wir drauf. Wohl schon lange drauf. Alle Schimpfworte, die du gesagt hast, wurden schon live übertragen. Also ich würde sagen, der ist 1000 wert, der Glitzern, oder? Auf jeden Fall. Glitzert. Ich will den jetzt wirklich irgendwie haben, weil ich.
Liegen eigentlich. Swap weg, ich nehme eine auch mit. Sieht man so, dass ich hier nass verstehe. Ich so nochmal aus dem Kästchen raus und wieder rein. Nee, du bist der Erste, der sozusagen entscheiden kann, ob du checkst oder ob du was setzt. Ja, ja, okay. Also, oder ob du foldest. Genau. Ein Glück. Aber die Technik funktioniert. Ari, würde ich das jetzt machen? Ne? Musst ein Grün spielen. Zwei davon kann ich aber auch. Ja. Oder ich mach lieber einfach ein Grün. Also, mach wie du willst. Aurel, du kannst auch den Grauen durchbeißen. Ganz kurz, Janine, ich bin nervlich am Ende. Jetzt schon? Nein. Nein. Colin foldet. Kev foldet. Alle überrascht. Du jetzt. Ah, da spielen Mark sie schon folded. Konservativ. Ingo foldet. Ja? Oh, ich meine, ohne. Das heißt ja ein Konservativ. Jan, raised auf Flop, 200. Ne? Heißen die ersten drei Flop? Ja. Ja. Janine foldet. Small blind. Woody called. Oh, sweet. Aurel called. Achso. Raise? Geht das? Ist das fertig genug? Weil das sind jetzt ja 40 und das sind. Nee, das sind 200 halt, ne? Also das sind 200, ein Race wäre auf mindestens das sind 300. Also und das ist ein 200, also ist es korrekt. Ist korrekt, ne? Wenn du racen willst, das wäre nur das Minimum. Ja, genau. Das auf 300. Ich, ja, genau, das habe ich. Okay, nee. Kev, Race auf 300. Re-race? Jan, Re-Race auf 600. Was ist denn los? Fold. Seinen Zettel geguckt. Scheiße, ich muss nochmal drauf gucken. kann nur ja sein. Habe ich wirklich nur die passenden Karten da? Okay. Warte, ich habe Mainz 05 und Schalke. Fold. Aurel fold. Ich calle. Ja. Kev called. Und das alles noch vorm Flop. Ja, kann ist alles möglich. Ja, Mann, Alter, was tut du? Heads up. Alle sind zögerlich. Jan hat irgendwie Ribéry oder so. Nee, der ist aggressiv. Einfach aggressiv. Oh nein. Check. Kev checkt. Jan bet 500, Kev fold. Das ging schnell. Nice move. Flop hätte gut sein können. Herzlichen Glückwunsch. Muss ich dir jetzt zeigen? Nee, nein. Nein. Wenn du willst, kannst du komm, zeigen. Komm, zeig. Zeig, damit wir wissen, wie du gleich. Oh, die Pocket Rockets gleich in der ersten Hand. Die kommen den Abend nicht wieder. Aber so ein Pärchen, das hat auch, ist auch tückisch. Ne? Ja, da lagen schon zwei Fünfer auf dem Tisch. Wenn du nur eine Fünf haben müsstest, hätte dich weggestochen. Das ist so geil, wenn du jetzt einen billigen Magic-Trick hast. Wer hat von euch eine Fünf? Hätte die weggestochen? Aber du hast die Glitzerkarte. Du hast Schalke, was da gerade. Ja, genau so. Nein! Der Big Blind vom Herrn Merz, bitte noch. Ja. Dann der Big Blind, ne? 100. Genau. Cool. Schwab, schwib, schwab. Colin called. Ich wäre eigentlich dafür, dass jeder einfach so einen Witz erzählt, um einfach so ein bisschen das Eis zu brechen. Witz. Ja, den Witz hast du aber vorbereitet, oder, Carsten? Mit Colin called? Ja. Soll ich einfach einen Witz erzählen, um die Stimmung aufzulockern? Wie schwer ist ein Eisbär? Ich habe nur einen für Ingo, habe ich. Wie schwer ist ein Eisbär, Buddy? Mark foldet, Ingo called. 4 Tonnen. Schwer genug, um das Eis zu brechen. Oh. Jan called. So gut. Fold. Oder auch nicht. Janine called. Warte, ich muss mich konzentrieren. Alles ist angespannt, um so flache Witze zu Aurel habt die Option. Du bist häufiger auf Turnieren und am Start. Nee, eigentlich nicht. Aber ich bin einfach nur so lustiger. Alles gut. Spaßvogel. 6 Spiele. Do it. Was hab ich denn überhaupt? Check. Woody checkt. Was ist Minimum Race? 100. Wäre in dem Fall nur ein Bett, da ja noch nichts gesetzt wurde. Dann mache ich das. Das Geräusch ist ja ganz gut. Aber reden mit 100. Ticking. Dann musst du die Karten wegwerfen. Ja, mit die Karten. Warte, jetzt hat sie gemacht. Colin Fold. Hast du einen und Witz? Ist knatschig. Kevin Fold. Ein Fahrer ohne Sitz? Zum Beispiel. Nee, der ist nicht. Dingo called. Jan called. Eine spannende Runde hier. Psst. Okay, ich sag nichts mehr. Komm. Woody called. Yes. Muss ja auch sagen, du bist der erste und, glaube ich, einzige, der bisher Alkohol am Tisch. 4 Spieler. Stimmt nicht. Nee. Nein, oh. Nicht. Nee. Das ist gleich ein Berufstrinker hier. Alkohol am Tisch? Au. Some more? Hm, wie viel? Oh. Stopp. Nee, nicht zu spät. Sweet. Zu spät, genau. Ja. Woody, Bett 200. Habe ich das noch nicht gemacht? Hm?
Nee, das war eine andere Runde. Das ist die nächste Runde. Aurel called. Ingo fold. Und Jan called. Zu dritt. Was für ein Murkskarte? Jeder weiteren Karte kommt eine neue Setzrunde. Mhm. Wird immer wieder resettet auf den Big Blind. Und bei 8 das nicht aussetzen. Ach, was heißt dann? Heißt dann immer die 200? Nee, 100 ist der Big Blind. Du musst immer, wenn du bettest, musst du immer den Big Blind. Budi hat jetzt Minimum 100, aber Budi bett 700. Oh, da schlottern die Knie. Das heißt, ich muss? Du musst jetzt, wenn du mitspielen willst weiter, musst du 700 zahlen oder du musst raisen auf 14. Und lieb sein, wenn du mitspielst. Die Frau hat es verstanden. Aurel called. Jan called. Showdown Budi. Was für Motherfuckers. Da haben wir nach. Hat er die Straße? Nein, ein Damenbällchen. Triggered. Ein Neunerpärchen ist nicht mehr gut. Und die Dame und mit die fünf. Fünf Two-Pair von Jan. What? Schöne ach, Two-Pair. Ja. Ja. What? Ich habe kurz gedacht. Geil gewonnen. Aber zwei Runden hintereinander schöne Karten bekommen. Wobei, ja, tatsächlich. Vom Anfang an kann man ja nicht ersehen. Ich hatte vorher auch angerufen. Ja, war ein bisschen berufen. Aurel, du hättest nicht zeigen müssen. Ah ja. Weil Budi ist in der Pflicht gewesen. Er hat die letzte Aggression gebracht mit seinen 700. Mega aggressiv war ich. Richtig aggressiv. Aber bist du immer das heißt, wenn du schon geschlagen bist, kannst du auch einfach verdeckt weg. Ja. Ah, okay. Du musst keine Informationen preisgeben. Naja, vielleicht siehst du ja was, was ich nicht sehe. Schmeißt du weg. Also, leider aber zwei Asse gehabt, aber gedacht, nee. Also Gregor hat das letzte Mal einen Flush und die sichere Hand weggeworfen. Ja, das hab ich gesehen. Nein. Ehrlich? Die Blinds bitte. Genau, no, muss eine Fliege setzen. Ja. Was war das jetzt, meins oder? Ja, mach ich. Bin dabei. Der Mark, du bist total defensiv. Mark Fold. Noch keine guten Karten. Ja. Ingo Colt. Jan Fold. Die sind alle Janine da drüben. Raise auf 200. Tempo wird angezogen. Ja, ohne, schnell. Ohne Flop kannst du sowieso nichts sagen. Kann ja der größte Move sein. Fold. 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 Aurel Fold. Also ich habe nur Aurel nachgemacht. Das ist dumm. Colin geht mit. Ich war noch nie auf so einem richtig professionellen Poker-Turnier oder sowas. Merkt, macht man keinen Spaß, oder? Was? Das ist kein Spaß. Das ist doch nur Kohle. Es ist eher ruhig am Tisch. Also da wird wenig geredet. Colin. Colin checkt. Gav checkt. Ingo checkt. Danny checkt. Check. Uli checkt. Oh, das ist sweet. Colin checkt. Raise. Bet von Kev 500. Ingo fold. Janine called. Nee. Doch, ein Chip. Habe ich erklärt. Mhm. Ist nicht das Doppelte. Stimmt, das sind ja. Also lieber die Regel mit dem vorher sagen, was man macht, ist eigentlich ganz sinnvoll. Oh nein, teuer. Ich habe mich verrechnet. Soll ich den einfach tauschen? Du viel von den Dingen. Weil ich kannst du machen, ja. Wenn der Challenge gewechselt. Ja. Kev hat gesagt, ich soll einen Janine call, ja. Ja. Los Angeles. Fold. Aber du musst die Grünen aufeinander stapeln. Ja, ich tausche gleich. kann ich bitte nur die kleinsten haben? Connor? Nimm nur die braunen. Achso, ich bin selbstverständlich nicht mehr. Aber. Heads up. Na, Straße sieht's nicht aus. Taui. Kev, Bett 1000. Nee. Kann man ja die Scheinwerfer fallen hören hier, ne? Frau Michaelsen called. Showdown, Kev. Achso, Showdown, ich dachte. Sweet. Ein König Pärchen. Oh. Ah. Ein König Pärchen, aber die 10 nice. Kickt. Schön. Freut mich voll für dich. Ka-ching. Was bist du denn am Anbahnen? Ich hätte aber noch vielleicht schenkt sie dir Geld. Schon irgendwas im Flop. Du kannst deinen Rolex auch machen. Wenn du Bock hast, dann mach das.
Glück gehört dazu, ne? Zum Golliklax und Gollitektik. Ich werde so. Ich habe noch den Maffrei. Nee. Mal also ganz ehrlich, nee, aber nee, auf gar keinen Fall. Aber nee. Ey, mir fällt kein Witz ein. Wirklich nicht. Um einen Klopf jetzt. Der Klopf-Klopf-Witz. Ne? Meiner war doch so schlecht. So ein schlechter fällt dir doch auch ein. Hast du schon einen gemacht? Ja. Achso, hab ich nicht mitgekriegt. Okay, dann nochmal für dich. Wie schwer ist ein Eisbär? Die Karten bitte. Und wieder ist doch egal, schwer genug, um das Eis zu brechen. Und er war beim zweiten Mal noch unwitziger, wenn ich zuschaue. Schön, dass den. Aber wenn wir den viermal erzählen, Jetzt reicht es aber auch ein drittes Mal nicht, ob wir hier dazugehört. Ja. Ich habe eher ein ganz anderes Problem. Mich macht das so kirre, dass das nicht bündig ist. Dass das nicht bündig ist? Ja, da bist du. Das kannst ja die Karten zusammenschieben. Ich genau das gleiche habe ich vorhin auch gedacht. Mach mich kirre. Bob. Booty called. Booty called, jetzt ist aber nur Bob. Aurel fold. Colin called. Kev. Also. Checked. Oh, so. Vier Spieler. Komm, irgendwer muss einen Witz haben. Die Stimmung ist angespannt hier. Findest du angespannt? Überhaupt nicht. Trifft ein Walfisch einen Thunfisch, fragt der Walfisch den Thunfisch, sollen wir Thunfisch, sagt der Thunfisch, habe ich den Walfisch. Gut. Der ist natürlich nicht schlecht. Colin checkt. Okay. Check. Carsten lacht. In sich hinein. Ingo, Bett 1000. 1000. Das 100. Bis er bei mir ankommt, weil so später, wenn ja, ich die Reihe durchhält er jetzt. Lachlaula. Also Ingo, Bett 100. Budi, Race 300. Colin Fold, Kev Fold. Mhm. Ingo. Ingo called. Ingo. Da wird sehr passiv gespielt. Auf jeden Fall. Heads up. Besser. Ach komm, jetzt habe ich genau getroffen. Ich weiß genau, was Ingo checkt. Ich hatte 3 Fünfen auf der Hand. Ich glaube, den hat keiner verstanden. Doch, doch. Woody Bett. Er war smart, aber. Aber er war wieder schlecht. Keine Ahnung, ist gar nicht so. Schon zu Beginn, wie wird es später? Ingo called. Ingo checkt. Wollen wir tauschen? Budi, Bett 1000. Oh, da ist auch einer. Wieso hast du zwei? Warum hast du zwei? Warum hat er zwei und auch noch eine davon Glitzer? Was ist da los? Willst du beide haben? Ingo fold. Christian Gentler? Nee. Okay. Gentner? Ja. Oh ja. Ja, aber das ist. Das könnte auch also der so Dönerverkäufer ist sein. Ein Politiker. Ja. Also ich bin absolut kein Fußballfan. Von Harry das hat man gar nicht gemerkt. Genau. Aber du hast die Glitzerkarte, ey. Der ist im Zeichen. Quidditch. Glitzern ist immer wertvoll. Ja, genau. Deswegen sammle ich Alufolie. Als Helm trägst du die, ne? Dann machen wir auch so ein Cape oder so. Warten bitte weiter. Okay. So dann. Small und Big Blind. Oh, ohne Witz, ich kann wirklich jemand haben, weil ich ihr Keks geschenkt. Du jetzt? Ja, also auch ein bisschen. Du hast nicht aufgepasst. Na, ich bin ein Idiot. Ey. Guck mal, als Dealer ja, hängst du doch viel in so Casinos so ab, ne? Geht auch viel los ab bei dir, oder nicht? Nicht, wenn ich ja, da fest, richtig nicht, krass. Wenn ich hier fest arbeite. Jetzt, in diesem Moment. In diesem Moment. Doch, jetzt in diesem Moment. Das ist in meinem Kopf. Aber ich hab mal fest in einem Casino gearbeitet. Guck, da sind wir doch. Seine Frage. Ja. Und hat man dann so reale Karten da? Hat man dann so nasty, kaputtes Nightlife-Leben? Ja. Einfach nur ja. Also, du hast auch schon mal so ein Hinterzimmer. So, Ingo called. Jan folded. Das Leben aus Janine ja. Folded. Hast du auch schon mal so ein Hinterzimmer, wo Zigarren geraucht werden, alles so richtig verqualmt ist? So. Russisch Roulette? Komm schon, hau mal aber, die Haken. Aber das musst du jetzt sagen, ne? Weil das ist ja illegal. Das du warst schon. Ich raise. Und zwar Mindestraise ist ja 200, ne? Bitte? Ich kann raisen, kann ich machen. Ich hatte vorhin am Bahnhof noch überlegt, ob ich einen Taschenrechner mitbringe. Minimum 200. Ja. Tatsächlich habe ich das überlegt, ob ich einen Taschenrechner kaufe. Konzentriert euch. Aber du hast auf deinem Handy schon auch einen Taschenrechner drauf, nicht? Ich habe das ja. Aber du wolltest einen Casio. Ja, so einen richtig coolen, der hier so. Aber der auch so Belege ausdruckt. Nee. So rattert. Ingo Kold. Gefällt zum ersten Mal spielt er mit. Jetzt muss ich ja, bin ja im Weg blind. Ah ja. Ja. Das hat die anderen nicht davon abgehalten, rauszugehen. Ja, stimmt. Und der Race. 6 Spieler. 6 Spieler. Ja. Wie heißt der Kack nochmal? Weiß ich nicht. Etikettiermaschine. Jawohl. Ja. Nice. 3 Treffer. Ja. Jetzt genau. Geht los mit dem. Ich hab schon jetzt 3 Pärchen. Kev checkt. Marc checkt. Ingo checkt. Checkt. Udi checkt. Ich will raisen. Ah, dann mach. Raisen. Muss ich rein? 200, ne?
Minimum ist 100, aber ansonsten so viele willst. Ja, ich mach in die Höhe. All in, komm. Aurel, Bett 100. Mhm. Aurel. In, nee, es funktioniert nicht. Der funktioniert. Das ist forget it. Aber es ist schön, dass du es selber machst. Ja, bevor ich Erfolg. Nee. Ach, ich wollte. Wie, was wolltest du? Was denn? Mark genau Follett. Das, was ich gemacht haben wollte. Kann ich mit irgendwie Ingo Faulen? Da steht ein Mann unten an der Tankstelle raus, ne? So, und drückt die ganze Zeit auf den Ampelknopf. Kev. Drückt und drückt und drückt und drückt und drückt. Wie viel sind nochmal die 500? Ne? Kommt, ja. Kannst du mir 5 Grüne geben? Oder muss das dich gehen? Ah, sagt, was machen Sie denn da? Ich würde gerne tauschen, weil ich keine Grüne mehr habe. Ich klingel, aber es macht gar keiner auf. Können wir Kleingeld wechseln? Nach der Antwort. Und sagt, verstehe ich gar nicht. Ist doch jemand da? Ist doch alles richtig ablaufen. Ich raise. War nicht schlecht. Was Minimum 100, aber der will immer noch. So Witze sind echt schwer. Warte, ganz das ernst, war jetzt, ja nicht das war jetzt zu spät. Was? So schlimm, weil du es schon reingeworfen hast und nichts angesagt hast. Aber so richtig ernst kannst du das ja nicht meinen. Aurel, Bett 100. Wieso fragst du Mama, ich will Kekse. Keine Arme, keine Kekse. Colin, Race 500. Ja, ist jemand richtig ernst. Geht nicht. Ich kann sowas auch nicht. Mann, ich muss hier mal was reißen. Aurel, reißen Sie. Komm, Mann in eine Bar. Den kennst du, Janine, auf jeden Fall. Komm mal in den Bar. Den Mann sagt, oder ich hätte gern 2 Martini, sagt der Barkeeper. Dry? Nein, 2. Wieso kenne ich den auf jeden Fall? Weiß nicht. Aber den finde ich geil. Ganz gut. Crazy. Vom Niveau her. Genau das. Achso, und jetzt muss ich. Ich habe das erstmal vor 10 Jahren, glaube ich, nein, haben wir noch nur 100. Ach, es wird immer resettet, ob das der Mini hat er bestimmt schon mal erzählt. Das ist der Big Blind, das wäre 100. Du bist ja im Witze-Modus. Kannst natürlich auch 500. Komm, ich bin lang. Das hat 4 Beine, ist grün und haut dich um, wenn es dich trifft. Colin Cold. Showdown. Aurel. Jetzt aber, guck mal hier, Aurel ist. Du versuchst es zu entziffern, ne? Aurel. Da haben wir den Pair. Die 7er sind leider nicht mehr gut. Und ein Full House. Fuck! Alter! Schade, Schokolade. Grilling. Nee, Full House. Alter. Ja. Das ist aber weich. Da callt er nur 100. Guck mal, du guckst jetzt. Nee, aber du hast den 500er im Block. Das war ganz nett, dass du. Du Hund, du. Grün, 4, was? 4 Beine und schlägt um sich. Nee, 4 Beine, grün und haut dich um, wenn es dich trifft. Dürfen wir wechseln? Ein Billardtisch. Ja, genau. Ich hol dich halt weg. Das ist doch. Mann, okay. Ist halt nämlich, also denkst du so und dann geht er. Ist gut, ist gut. Man denkt halt standardmäßig an ein Tier, aber. Hat ja keiner gesagt. Was war's jetzt? Ein Billardtisch. Billardtisch. Also es ist grün, hat 4 Beine und haut dich um, wenn es dich trifft. Wenn es dich trifft. So, gibt es irgendwie Duschchip wieder drin, oder was? Kein Problem. Bestimmt. I'm coming for you. Ja, ey, du. Habt ihr so welche eigentlich noch in der Regie? Das würde ich mir gerne in mein Zimmer stellen. Ja, ich will mein Zimmer stellen. Wo ist denn dein Zimmer? Wie auf die 2 Quadratmeter im Salon? Nee, mein Gaming-Zimmer habe ich. Jan? Habe ich Platz für sowas? Ich glaube, ich bin dann später einfach da mit, okay? Leute. Wenn jetzt keiner Nein sagt, called. Ich glaube nie, nee. Ich glaube, das müsste gehen. Bin dran, ne? Mhm. Aber richtig. Woody called. Aurel fold. Nein, Janine ist raus. Aurel dann auch fold. Colin called, Kev called. Mark called. Ingo hat die Option. Ich mag das erstmal dabei, ne? Mhm. Zweite Mal schon. Zweite Mal. Guckt, Alter. Steiger mich langsam. Oh nein. Zu 6. Der macht mir irgendwie Angst, weil der kommt dann irgendwann. Oh, die Karten sind auch Käse heute. Marc checkt. Käsekarten. Ingo checkt. Jan checkt. Das ist genau, wenn man diesen. Dann fühlt sich richtig. Genau das habe ich gerade gedacht. Checkt. Dafür, dass ich vorhin erst im Zug so ein paar Sachen gelesen habe, ist das ganz schön cool, was hier passiert. Ich bin ganz schön cool, wie ich hier so check. Marc Bett 200. Oh. Ich habe nicht mehr so viel, ne? Das ist immer eine gute. Naja, das geht so. Ingo und Jan Fold. Dann schmeiß ich die 2 Asse mal lieber weg, weil genau. Wer weiß, was da passiert. Udi called. Colin Fold. Das sind 200, richtig? Jo. Würde ich gerne auf 500 raisen. Kev, raise auf 500. Kannst du mir mal einen Call von geben? Mark, ja. Udi, Fold. Muss man das offiziell machen wieder hier? Wenn muss man das anmelden? Wenn wir Chips tauschen. Solange sich niemand betrogen fühlt. Alter, wieso hat der Jan so viele Chips? Heads up. Ja, der hat ja die ersten beiden Runden direkt. Das sind alles nur 100er. Das sind doch die Grünen sind doch 100er. 500, genau. Grünen sind 100, stimmt das? Ja. Ja.
Du willst anstatt. Marc checkt. Wir können nochmal 500 ja, draufhauen. Das ist okay, ne? Weil ich brauche auch 500. Du hast ja 500 angesagt, von daher ist so. Egal, was du rein. Nee, weil ich dachte jetzt, weil ich ja letztens das gesagt Einkaufszentrum. Den Minimaleinsatz. Ach, ach, die Brille ist schon rausgekommen. Auch, oder ist es nur am Blind? Wie kommt das geht? Das wird immer resettet. Ja, das ist okay. Immer wenn er foldet, setzt er kurz die Brille auf. Als würde mich da noch keiner sehen. Damit kannst du mir 4 Grüne geben, bitte? Ja, klar. Marc, fold. Ich reveale einfach mal eine Karte. Was ich Spaß ist halber, aber. Was ich an der Brille auch nicht zeigt 1, 2. Du siehst ja nicht an den Augen, was jemand denkt, sondern am Gesicht. Das ist auch mit die schönste 2, die ich in langer Zeit gesehen habe. Sehr schöne 2. Wir waren ja auch nur zu zweit. Deswegen. Aber ich glaube, er hat schon verstanden. Ich greife erst wieder ein Spiel. Er hat es auf jeden Fall schon verstanden. Ich hoffe nur, du hast irgendwas getroffen, von daher. Eine andere 2 habe ich getroffen. Das ist gut. Guck mal, das hier ist der Maze Bank Tower. Bist du das denn? Ich weiß es nicht. Kann, nee, ja, bei diese glaub, knapp ja, noch knapp. Boss, ne? Ja, Janine hat aber auch die eine Runde. Unterschätzen Sie bitte nicht Jan meine bitte Tausende. Noch. Oh ja, stimmt. Oh, okay. Aber ich glaube, für dich ist es schwer, so als Profi uns einzuschätzen, weil egal wer was macht, das ist ja für einen Laien her, du kannst das ja gar nicht einschätzen. Weil Profis haben ja bestimmte Verhaltensmuster, aber so ein Laie, der macht einfach mal YOLO. So also ich bin auf jeden Fall kein Profi, davon abgesehen. Aber es ist schon, ja, schon schwierig ja, halt. Ich sag mal, Leute, die alle spielen, 10-2, 10-3, 10-4, dann ist es halt schon schwierig, das einzuschätzen. Geh kurz rauchen. Der rechts ist wieder da. Ich geh kurz pullern. Gehen die alle rauchen, echt? Ja. Vielleicht fange ich auch an heute. Ja, komm. Generell auch eine Starter an 2 Könige schon. Du hast auch gedacht, vielleicht kommt das ja noch. Ne? Vielleicht, alles rein. Ja. Vielleicht kommt das ja nochmal, hast du gedacht. Ja, ja. Ich kommt das ja nochmal. Ich habe noch den Heller von Augsburg. Und den Geist von Schalke. Maffrey und einen Scout habe ich, Leute. Scout? Guck, also ich kann Scout. So ein Manager oder was? Ich habe nur meinen. Scouten ist ein richtiger. Warum habe ich denn von dir so eine Gewinnspielkarte dann nur bekommen? Ach so. Ist das die Wildcard? Ja, du bist doch Wildcard. So, ja. Hier kommst du nochmal ein. Dann hast du einen echten Fuß. Oh, ja, super. Vor der Tür sagst du es so. Was hast du noch? Moment, so, hast du noch so einen Geist und den Maffrey und einen Scout? Das ist ja alles scheiße. Dann behalte ich meins. Heike. Das ist ja echt witzig, mal zu wissen, wie die Zuschauer denn so auf uns setzen. Also ich habe gerade gelesen, in der ersten Runde hat jemand 10.000 auf mich gesetzt. Gute also Sache. Glückwunsch! Glückwunsch! Ja, nice. Die Leute sehen ja die Karten. Die können ja vorm Flop können sie ja noch setzen. Euro, ach scheiße, doch, doch. Nein, nein, nein. Das ist verbunden doch mit so einem Online-Casino. Genau. Weiß ja nicht, das wollte ich ja fragen. Meinst du, wie sich Rocket Beans finanziert? Ey. Sondern die Karten vom Kästchen und tust wieder rein. Was? Vom Kästchen kurz runterschieben. Wir alle? Und wieder rein. Ich bin auf dem Kicker, hä? Ja. Oder Technik, auf jeden Fall. Vielleicht aber auch Super RTL. Wow! Ich raise. Du hast ihn so klar. Natürlich. 200. Das heißt, so, sobald die Könige zum Beispiel vorhin bei Colin gesehen haben, haben wahrscheinlich alle auf Colin gesetzt. Mhm. Klar. Hätte ich auch gemacht. Rudi Kott. Yes. Aurel Fold. Ey, so eine witzige Randinfo. Oder kümmere diesen 10.000 Pots für dich. Colin Fold. Kev Colt. Marc Colt. Ingo Fold. Ich falte. Marc, soll ich hier tauschen? Jan Fold. Was? Soll ich hier gleich vertauschen, was? Das sind ja noch. Damit fast seid noch. Ihr zu viert. Ich gewinne ja jetzt am Boss nicht. Gute Einstellung. Fuck! Damit wäre eine schon mal raus. Bitte während des Spiels sorry, nicht ja. über die letzte Hand reden. Sorry. Ja, vielleicht hat er auch vielleicht ich über was anderes geschimpft. Janine wett 200. Rudi called. Schnaufen. Wir gucken nur zu und ich finde es viel spannender, dir zu gucken. Alle Call bisher. Weil Marc ich so mit Janine mit Fieber. Marc Folded. Das macht schon Spaß. Zu dritt. Aber wie ist jetzt, weil er hat ja gecallt das eine Mal, aber hat er einen 500er reingeworfen statt 200. Er kriegt die gleich, wenn hast du das alles sind? Im Kopf oder wird da umgerechnet? Was? Ich nicht, ich hatte, das waren 200. Ja, das waren 200. Ach, hoppala, wir falten. Nee. Hoppala. Ja.
Können die Zuschauer auch jetzt setzen oder nur vor dem Flop? Nur vor dem Flop. Okay. Jan, das wäre ein bisschen zu einfach. Gibt es eigentlich auch Bier von Wolwig? Die Karten sehen und dann sehen sie schon, dass einer einen Flush hat oder sowas. Wir arbeiten dran. So, Janine, Bett 400, Booty Race 1400. Wolwigstein. 50% Slytherin. wie viel muss ich minimal setzen, wenn ich raisen will? 1000. Er hat ja bei 1400. Einem Race wären das 2400. Ja, dann minimal. Mach ich 2500. Kev Re-Race 2500. Das ist ja aber Spannung am Tisch. Warm hier. Das wird ein Pott, Leute. So haut's hin, ne? Nee. 1000er noch drauf, ein Brauner noch drauf. Ja, genau. Janine called. Du hast die Runde richtig abgehalten. Ich seh's dir irgendwie an. Richtig? Woody called. Komm, mit diesen Chips sind wir nicht klar. Slytherin Illuminati. Scheiße. Sind 2400. Musst du gleich wieder mitmachen. Das ist aber schon. So stressig der Abend. Ordentlich Knatze drin, hä? Ja, voll, endlich was getroffen. Ja, Aurel ist wirklich so. Check. Janine checkt. Als ob er noch was auf der Hand hat und Glück haben. Jetzt aber. Das ist doch schön, oder? Was oder freust du dich, weil auf der einen Karte ein A drauf ist, wie dein ja, wie mein Name. Ich bin irgendwie auch dabei. Stabe A. Wow, A, cool. So heiß ich ja fast. Das ist eigentlich immer ein Punkt für mich. Und 9 Jahre alt bin ich. Und ein Junge. Ein Junge. Booty, Bett 4000. Alter. Ich denke, ich gehe mit, aber ich muss nur kurz rumrechnen. 2, 3, 3, 5. Das sind 200, ne? 5? Kev called. Nee, Ed. 4 gelegt, ne? 4. Ach, ups, dann habe ich mich verzählt. Nee, doch, es sind 4000. 1, 2, 3, 500. Was machst du jetzt für Taschenspielertricks, Mann? Oh, jetzt hier 2, aber. Oh, wer von uns jetzt verliert, das ist schon ärgerlich. Das ist schon ärgerlich. Transferleistung 1. Da kann man sich ein Bierchen gönnen gleich. Das wäre schön, dass du nur eine Schlange da liegen hast. Ja. Mensch. Der letzte Slytherin-Punkt, die muss ich loswerden. Hoppala. Verloren. Willst du wieder 100er in 500er tauschen? Weil so ein 500er in der Tasche fühlt sich immer besser an. Nee, ich gewinne, deswegen. Ich krieg die gleich wieder. Ja, Alter, hier. Musst du Booty sparen. Und das noch. Ja, ich mach das. Janine, folded. Showdown. Booty. Wie, du hast einen Flush. Exakt. Fuck. Da haben wir ein Ass und 9er Pärchen. Ist aber nicht gut gegen den Karo Flush. Teufelisch. Aber ich hatte echt Angst, ne? Weil ich dachte mir... Okay, der hat einen Flush, aber Full House wäre ja auch möglich gewesen. Aber dann dachte ich mir, okay, aber wie ist die Wahrscheinlichkeit? Halt Flush wäre Splitpot im Zweifel, ne? Ja, genau. Ja. Oder ist bei Flush auch High Card? Ich hätte nicht gedacht, dass es über 4000 mitgeht. Das heißt, hätte er zum Beispiel jetzt eine 5 und eine 8 gehabt, ja, hat dann hätte er einen höheren Flush. Genau. Das zählt auch, das habe ich nicht kalkuliert. Ich habe nur gedacht, Flush, Flush, ja, dann Splitpot, das war schon. Das wäre alles anders gewesen. Das Glück ist mit den Dummen. Das war dumm. Ich hätte nicht, ich hab gehofft, dass 4000 reicht, dich rauszukriegen. Nee, aber ich war schon zu sehr drin. Das heißt nur, dass du zuerst rausfliegst, wenn deine Mats kommt. Fuck, was geht denn hier ab, ey? Achso, die Prozentzahl. Sexy Schwabe habe ich nur gehört. Oder hat er aber einfach. Hast du? Ich glaube, du wirst nochmal angekündigt, auch reden. Ja, weil die denken, dass ich als Erster rausfliege. Bleibst du hier bitte? Nee, ey. Ja, jetzt bist du ja. Das wussten wir vor einer Minute noch nicht. 50. Genau. Illuminati ist höher als Schlüssel, oder? Schlüssel ist... 500, Illuminati ist 1000. Du hast richtig Patte, Alter. Eine Macebank Tower wächst. Scheiße. Ja, 4000 ist aber echt eine Frage. Der Booty, der kann halt nur mit Würfeln, nicht mit Karten. Das war das die Booty GmbH. Nee, das ist nur Kniffel. Booty-Mann, Würfel. Also in einem Monat das große Würfel. Kniffelturnier, oder was? Da mach ich euch... Nee, mach ich auch nicht platt. Du hast die Aktion. Du, you're not. Du or not. Du, du. Ich mach Woody called. Ich bin noch dabei. Aurel fold. Muss vielleicht jetzt möglicherweise ein bisschen vorsichtiger spielen. Meinst du wirklich? Colin called. Mann, Kev, ey. Marcus raus. Tut mir leid, du bist mitgegangen. Ich hätte ihn nicht auf 4000. Ich dachte mir vielleicht, ich hab gecheckt. Lege ich nochmal nach, aber... Komm. Das ist halt nur ärgerlich, ne? Ja. Achso, check. Es war, wie gesagt, Flush ist... Wenn du gleich vom Tisch gehst, dann gehe ich all in und trinke mein Bierchen zusammen. Genau, ich könnte nochmal re-raisen und ihr seid zu sechst. Könnte ich euch nochmal bezahlen lassen, wenn ich das wollte. Alter Verwalter. Straße incoming. Jan, Bett 200. Janine called, Woody ist raus. Scheiße. Nein. Colin ist raus, Kev ist raus.
Ich weiß, ich weiß. Ich muss überlegen. Ein bisschen. Da denkt er. Brot, Nudeln. Nudeln. Linden. Ingo called. Entschuldigung. Ich hab's verstanden. Bedeutet zu dritt. Scheiße. Jan, Bett 500. Ich hatte Angst, in deiner Situation zu sein. Hm? Davor hatte ich Angst, in deiner Situation zu sein. Ich war kurz davor, rauszugehen. Ich dachte, ja, scheiße, ne? Hat sich gelohnt, ey. Ja. Ingo called. So ein bisschen heftig, ne? Mit 4000, wobei die Blinds erst 100 sind. Ja, das war halt irgendwie, ach, keine Ahnung. Ich wollte auch nicht all-in gehen und so ein Schwachsinn. Also, naja. Du bist ja fast all-in gehen, sozusagen. Exakt, ja. Jan, Bett 500. Ich freue mich jetzt schon, ja, wie die anderen zerreißen. Ja, Ingo called. Oder Jan. Was macht er denn jetzt? Das ist doch einfach nur dumm. Ich bin so ein Comeback-Typ. Aber ich auch. Da haben wir Highcut. Ass. Ich gar nicht, du hast ein Pärchen, ne? Ass. Aber nur ein Pärchen? Egen, krass. König, ich dachte, Treffer. Du hast wenigstens das Drilling mit Buben. Da war ja schon Pärchen am Tisch, ne? Nee. War. Ist gut. Stumpf. Schwab. Wir müssen ein bisschen schneller spielen, so gegen 10 fangen meine Medikamente. Ego, jetzt kommt da. Don't mess with the mess. Ah, nie gehört. Ich kannte bisher immer nur super. Was für Medikamente sind das? In welche Richtung geht das? Das ist aber so ein 90er-Jahre-Erbe. Ne? Ebenso, oder das meinst du auf Kettung? Ich glaube, er dreht dann auf. Super. Nee, Diesel. Ich bin small blind, ne? Zeit für ein Comeback. So, wenn der Button ist, kapieren die jungen Leute, was uns zuschaut. Der Button ist gut. Ja, ist er. Der Button ist gut. Wann ist genug? Eine Stunde kann ich auf den Karten spielen. Das war erleichternd, ne? Also, ich muss sagen, ich hatte gerade echt einen Stift in der Hose. Aber jetzt kann ich beruhigen. Ja, das war natürlich super. Aber übrigens, Ingo, das mit den Chips ist mein voller Ernst. Die heißt das, genau. Die wurde hier schon gesehen. Okay, ich hab den aber das ist nicht Extremform nicht. In der letzten Sendung ist mir der Knopf geplatzt. Welcher Knopf? Hier von meinem Jacket hier. Hatte ich schon. Ja. Ach, weil die Leute immer die Chips so weit hinten liegen hatten und ich musste die ganze Zeit aufstehen. Ja, okay, und okay. Plötzlich in einer Runde Pow. Ich werde darauf achten. Ja? Pow. Ich habe ja lange in der Krankenpflege gearbeitet. Die gute Laura hat es zwar wieder angenäht, aber die hat mich irgendwie schlanker gemacht, als ich bin. Deswegen sitzt noch alles sehr eng. Deswegen. Ist noch immer gefährlich. Aurel, bitte. Der denkt danach. Ach so, ich bin das schon wieder. Nee, ich wollte. Aurel raus, Colin raus. Kev Kott. Ein trimagischer Pokal. Marc ist raus, Ingo ist raus. Jan called. Janine called. Uli checkt. Langsam ernährt sich das Eichhörnchen, nachdem es all seine scheiß Eicheln weggeschmissen hat. Oder woanders vergraben. Die vergraben. Ich kann dir eine Eichel abgeben. Alter. Verstehe. Ich sag nur noch ein Wort, dann belasse ich dabei. Janine, Bett Hydra. 200. Oh Gott, oh Gott. Wer das nicht versteht, hat sich. Rudy Fold. Oh oh. Was ist das? Löpp nicht. Löpp nicht, ne? 200 angesetzt. Gleich eine, einmal gutes Blatt, einmal all-in. Kevin Fold schon? Nee, nee, nee. Bei uns, wir sind aber 18 hier. Jan Fold. Ist das so? Ja. So wird's kommen. Ja. Schwab gewonnen. Ach, guck. Geht flott. Ach, guck. Ab 21. Was ist los mit euch? Ab 35. Alle vorne. Ich verstehe so die Witze. Das hat sich ja nicht mal gelohnt. Hier, the button move. Wo die gleich jetzt All-In-Zug, ne? Kannst du mir schon mal Tipps geben, wenn ich nachher dabei sein sollte, in dieser moralischen Situation zu stecken, wo man ja. Kann man Geld verschenken? Die Möglichkeiten. Nein. Nee. Also dein Kann Geld, ja, gerne. Trinkgeld nehme ich auch wenn gerne. Der, wenn der Budi dem Jan jetzt mal ganz entspannt den Nacken massiert, damit er sich besser, dann ist es ja schon eine Dienstleistung. Was ist denn mir gesagt, Budi, mir gefällt deine Cappy? Ist es dir das wert? Darf ich die Aurel haben? Beckmann? Ist das dann okay? Für, sag ich mal, 1000 Euro. Nicht käuflich. Ich wäre nicht dich, ich will deine Cappy haben. Ah, come on jetzt. Hast du den Anzug an deinem letzten Arbeitstag mitgehen lassen? Das ist ja meiner. Keine Leihgabe gewesen. Also. Colin ja, called. Kev called. Hm? Marc ist raus. Echt nicht? Ingo ist raus. Was mit, also, ey, was mit dir? Was, wenn ihr bei Ninja Warrior den Parcours seht, Jan ist raus. Als Produktion, dann das Ding called. Wird aufgebaut, etc., das wird getestet, dann springst du da auch mal. Ja, wir dürfen auch mal rein, so, aber auch an... Dürft ihr auch vorher? Wir durften erst beim... Ich habe nicht Ninja Warrior, also was ähnliches. Wir durften erst, als alles vorbei war, weil die Angst hatten, dass wir uns wehtun. Ja, genau, wir haben es auch am relativ... Kannst du, wenn du Big Blind zum letzten Tag in Race, also kurz vor Finale oder so. Weil das wirklich die Angst ist. Schauen wir erstmal. Ne? Ich verletzt tatsächlich. Ja, weil das echt... Auch nicht so ungefährlich ist. Halleluja. Mist. Checke. Da hat es die 1 auch, ne? Uli checkt. Ja.
Check. Die Aurel checkt. Ja, aber ich war jetzt in, ich war jetzt in Japan. Ja. Und seitdem habe ich einfach gefühlt gestoppt. Colin Bett mit Sport und hat Fresse Uli überhaupt so viel? Sehr gut. Aber man darf doch maximal so viel legen. Nein. Du darfst so viel legen, wie du willst. So viel du hast. Für aber Uli kann immer all in. Hier gegen. Das echt? Ja. So. 200 waren das, ne? Das muss ich halt nur rausrechnen, wenn jetzt auch einer über seinen Betrag. Ich weil ich in der Familie gespielt habe und nicht so, könnte ich mehr setzen, als einer hat, weil er dann im All-In geht. Kev Colt. Ja, Mittwoch 15. Ich gesehen. Bin ich schon mehr dran? Ja. Achso, ihr seid bei 200? 200, genau. Okay. Man kann nicht so wirklich anfangen zu sprechen, weil irgendwer immer noch 400? Ja, total nervig. Das ist ätzend. Können wir nicht einfach reden und das Spiel abbrechen? Ja. Ich bin kurz davor, Mann. Cool. Janine, Race auf 400. Udi ist raus. Ich habe immer noch die Hoffnung zu Aurel Colt. Wie ein sehr kranker Colin Phoenix. Colin Colt, Kev Colt. Er ist ein sehr kranker Phoenix. Ich finde auch schon was im Bot, ne? Sehr kranker Phoenix. Sobald er hier drin landet, ist meiner, ne? Ja. Nein. Ja. Es wird. Es wird. Oh, Alter. Nur wenn ich damit nach dir werfe, dann gehört's dir. Was ist höher, Drilling oder zwei Pärchen? Oder bitte? Was ist höher, Drilling oder zwei Pärchen? Drilling. Boah, eine Eselsbrücke dafür. Bei Full House weiß ich, Full House ist fuller. Das ist dann als die ganzen anderen Sachen. Aber also im Leben wären zwei Pärchen. Das wären ja dann vier. Ich kann raisen, ja. Ne? Du kannst ja betten. Als ja. Hätte ich also auch so gesagt. Ne, weil also Minimum wäre 1.000. Aber 1.000 von Aurel. Das weiß ich nicht. Kommt drauf an. Zwei Zwillinge, wenn die so 1 und 3 sind. Colin Fold. Race auf 2.000. Ich muss jetzt wieder an Dreier nehmen und so. Aber Kev Race 2.000. Oh, jetzt geht die Luzi ab. Janine called. Ham! Fuck, Alter! Fuck, Alter! Wie so schnell war das? Was? Du musst das durchziehen und am Ende 4.000 setzen. Ja. Richtig scheiße ab. Haben sie gar nichts beigebracht. Ja, aber wenn du gar nichts hast. Ja, das darfst du nicht erzählen. Ja, ich fange an. Ja. Ja, mach mal 10.000. 100. 100. Einfach all in. Okay, ich möchte mit 500 dabei sein. Kev, Bett. 500. Raise auf 1.000, ne? Wenn du es ansagst, noch rechtzeitig gemacht. Raise von Aline auf 1.000. Kev called das Showdown Janine. Muss er nicht zuerst? Nee, du hast geraced noch. Ah, okay. Pam! Ja, das war das Einzige, Flush was ich gerechnet habe. Zwei Pärchen. Aber ich hätte kappen können. Nie. Pam, ja, ich hab halt gedacht, so, wieso warst du nach dem Flop so zögerlich? Du hättest viel mehr rausholen können. Aber dann wäre jetzt vielleicht auch einfach alle raus. Wenn ich jetzt schon einen Flash gehabt hätte, dann wäre die. Kam noch wie gerufen für sie. Der, Bett, genau. Der Bluff von Aurel. Ja, eigentlich schon. Du raced noch drüber. Also, ich wollte ihn auch schon, wusste ich, dass er nichts hat. Da hat man schon gesehen. Aber. Naja. Race, yo. Ich muss die ganze Zeit an Bon Jovi denken. Glück gehört dazu, wenn noch ein Pick ist. Per se ist schon schlimm genug. Was ist denn da los, Mann? Zählt beim Flush nur die höchste Karte an sich oder die Gesamtwertung? Weil ich hatte. Flush vergisst man auch. Weil nein, sie hatte keinen, ja. Sie hatte was dazu als Karte. Die höchste gibt es dann nur einmal, ja. Von da. Ja. König. Außer, König, ja, wir haben sowieso verloren. Aber es zählt dann nur für sie König oder Blinds für mich, ne? Okay, hättest du das. Hättest du einen Pick Ass? Hätte ich sowieso verloren. Hättest du aber einen Flush gehabt, einen Pick Ass, dann hättest du groß aufgeschrieben. Aber was wäre, wenn ein Pick Ass da gekommen wäre? Dann wäre ja High Card im Flush Ass gewesen. Oder zählt dann die nächste Karte? Ja, dann hat sie dann. Dann zählt trotzdem die nächste Karte. Okay, nee, gut, dann verstehe ich. Der das ist die ausstechen konnte, das hat nur noch mit Glück zu tun, habe ich das Gefühl. Und wart ab. Bei Kev geht's los. Kev called. Mark fold. Ingo fold. So viel Jan called. Janine called. Aber Chance war da. Budi called. Och, Budi, Mann. Ich muss Geld wechseln. Muss ich durch. Komm, folde. Was brauchst du? Wirf einfach den 200er. Sag call und wirf den 200er rein. Call. Aurel called. Kann ich den rausnehmen? Ja. Das sieht aber nicht Colin so gut hat die Option. Aus. Doch. Ich oder wir caller. Check. Check. Ja! Gut aufgepasst. Aurel, nimm den lieber schnell weg. Mit genau, das ist deiner. Ist deiner. Sechs Spieler. Der Herr mit den müden Augen. Dunklen Gläsern. Steckt. Das ist doof, ich habe auch so Sonnenbrillen, aber da sieht man die Augen halt trotzdem durch. Ja, habe ich auch kein Bescheid. Das bringt irgendwie nichts. Wahrscheinlich nur so eine getönte Lesebrille. Sitzt der mal in Cafés in Berlin und liest. Aurel Fold. Ist eben gerade auf einer checken können. Wurde dann nicht zusetzt. So, ja, aber ich checke.
Chris hat mehr Informationen aus der Runde, ne? Ja. Spielt noch mit. Was heißt denn jetzt drei Herrschaften? Checken heißt einfach gar nichts machen. Nichts machen. Nichts machen. Muss ja nicht selbst checken. Nee, stimmt, muss ja nichts machen. 200. Kev möchte aber was machen. Bett 200. Was ist los? Was zum Stress? Es läuft schlecht, Mann. Ja, Jan, erstmal anfüttern, damit die Wirbel schön voll sind. Alter! Du hast ja nichts mehr. Nee! Woody Fold. Ey, du hast der Gable Colt. Wann hast du denn so abgefuckt? Das eine Mal. Ja. Ja. Das war, ja, zu drei. Da haben wir 4000 reingesetzt. Das ist schuld. 6000 Bödels da reingedödelt. Hm? Wie man das sagt. Ach, Mann, Mist. Oh, Mann, Mist. Ich checke. Colin, check. Check. 400. Kurz davor. Kev, Bett 400. Jan Colt. Als erstes am Dichter gehen. Ja. Was machst du da hier drüben? Colin ist raus. Verwalte. Er kann. Ich verwalte nur. Ja, der schaut sich irgendwie das nee, an. Nee, spielt halt nur gute Karten. Heads up. Aber wenn er dann die ganze Zeit so macht und dann eine schlechte Karte spielt, denkt jeder, hat was. Ja, das ist seine Taktik, genau. Aber ja, von nichts kommt nichts. Ne? Bei dir nennt sich das Eichhörnchen mühsam. Der Boss. Das ist echt von mir so, ich bin leider so ein super ungeduldiger Typ. Wir müssen noch eine Karte sehen. Ich kann, ich, kann ja, ich, nicht lange ich muss mich gerade fest konzentrieren, dass auch die richtige Karte das kommt. Das dauert 3-4-5 Stunden. Ich wünsche mir den Joker. Alle guten Dinge sind 3, glaubt dran. Ja, aber ich muss doch welche davon weggeben. Ja. 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 Das einmal schön all in. Colin ist raus. Das wäre schön. Ich bin raus. Die Chips gehören mir, genau. Das sind aber, das sind Fußballkarten, ne? Dass Colin raus ist. Das ist hier nur Achso, ja, ich irritiere die, das fällt. Colin Legend, ist ja als letztes dran gewesen. Und der Martin. Also, beziehungsweise, als der Turn kam, okay, auch noch mal, hat Colin gecheckt, Kev hat auf 400, Jan hat gecallt, Colin ist raus. Das klingt immer so böse. Colin, das ist nicht persönlich gemeint. Ja, der hat ja 400 gesetzt, der hatte keine Option mehr, wenn Jan callt und Colin rausgeht. Dann kommt der River. Ja. Wird gerade diskutiert. Ich glaube, es läuft. Wir machen einfach Leben. Spontan Werbung und sind gleich wieder da. Nein, das der River kam, Colin checkt, Kev bet 400, Jan Schmidt. Call, Colin fold. Was draußen zieht, das haben wir nicht zu erzählen wahrscheinlich, ne? Was du mir draußen gesagt hast, darf ich noch nicht raushauen. Ne? So wie ich packe einmal mit Profis. Hört sich simpel an, aber ich muss machen. Wie gesagt, ich hatte noch ein Zugdinge über Poker gelesen. Ich glaube, die töten sich da gerade in der Regie. Ich glaube, es ist ein spontaner Cage-Fight ausgebrochen, weil es hier zu langweilig ist. Könnt ihr das übertragen? Nee, also beste Show, das erzählen. Theoretisch ja. Check. Kev checkt. Da kommt das Pentagramm. Bet Jan 1000. 2000 Race. Übrigens, ne? Yes, Race so, guck von Kev auf 2000. Check und dann Race da. Yes. Jetzt. Yes. Spannend. Yes, yes. Show it. Jan called. Showdown, Kev. Darf ich das eine Karte zeigen? Na, schau beide. Mach mal erst um eine. Den Pot zu gewinnen, brauchst du beide auf jeden Fall, aber du kannst... Kannst du erst mal eine. Oh. Ja, dann die zweite jetzt. Ich darf auch eine zeigen. Achso, ja, dann mach eine. Komm, dann mal so. Machen wir das spannend. Ja, dann darf ich befürchten, dass du gewonnen. Da haben wir ein... Ich verzocke dein Geld, Buddy. Neuner Drilling. Gut. Das ist besonders viel, oder? Die nicht mehr für die Wirtschaft. Wieder der Boss, ja. Na, nee, habt ihr alle Spaß. Aber ich dachte, das merke ich mehr. Ich dachte, ich versuche meine Deal-Taktik. Ich checke nur und tue so, als hätte ich nichts. Dann lasse ich dich raisen und dann raise ich einfach das doppelte Pauschal. Ja, ich habe bei dir ein bisschen Angst gehabt, du hast nämlich einiges da liegen. Ja, aber es sind auch nur 100. Was wäre denn deine Schmerzgrenze gewesen? Wärst du bei 4000 mitgegangen? Wahrscheinlich schon, ne? Also echt schon viel weg bei Captain. Aber Fully hast du nicht, ne? Full House hast du nicht. Hätte auch Full House Gefahr, war ja da. Ja, ja, voll. Der Big Blind 100, bitte. Full House Gefahr. Full House war. Zu viele Leute einladen, habe ich Full House Gefahr. Die denken alle hier, anders. Alles gut. Ja. Schön, mal schön. Oh, sorry. Understatement. Das habe ich, hab ich nicht versucht. Opa, Vorsicht. Bist du denn des Wahnsinns, Buddy? Ich habe nichts gesehen. Nein, ich hab natürlich gesehen, dass nicht. Eine Karte rausguckt. Natürlich hat er nichts gesehen. Mark called, Ingo called. Oh, Mark ist dabei. Fold. Ja, Mann. Janine call. Jetzt aber. Entschuldigung. Ich würde ja aussteigen, aber ich hatte ja einen Big Blind. Eine Amnesie. Was soll ich machen? Hier, ich call nur. War nur ein Chip, ja. Buddy called. Aurel ist raus. Ich bin doch nicht blöd, wenn der da Colin rein ist. Colin called. Kev, Option. Check. Nee, mal check. Drüber nachgedacht, dass... Ja, ja, ich weiß, aber du weißt es ja jetzt noch nicht, sag ich dir in einer Stunde. Bitte, Buddy, zuspielen. Sechs Spieler. Guck mal, jetzt sieht sofort aus, als hättest du mehr Geld. Die Dame schon wieder. Hast du gewechselt, oder was? Perfekt, die 10 passt fantastisch.
Ja, Gott sei Dank. Colin checkt. Check. Kev checkt. Mark checkt. Ingo checkt. Janine, Bett 200. Woody Fold. Keiner glaubt hier an dich. Sag mir! Ist gut. Ist gut. Keiner glaubt mehr an dich. Die Digga hat an sich selber glaubt. Oh, Colin Fold, Kev Fold. Ja, hast dich richtig, richtig. Er wäre mitgegangen. Ich hab's nicht so voll. Heads up. Heads up. Heads up. Das ist private. Hat so, hat gecallt. Die ganze Zeit. Verdammt. Ich glaube, für die Community hat 100.000 auf Markt gesetzt. Welchen Song? Ingo? Private Property. Jawoll. Hands up. Das ist doch lecker. Hands up. Alter. Feeling ist sogar auch drin. Auf Priest Live. Also Full House definitiv. Studioalbum kommt, ja. Mark Bett 400. Von den Priest Live von 300. Wenn ich raise, raise ich auf 800, ich nicht, das müsste Minimum, ja. Vieles raus. Private Property. Private Property, was? Ja. Hands up, this is private. Janine, raise 800. War das nicht irgendwas? Er kann diese Tricks. Mark Fold. Mark, ich hab's bei dir gesehen. Du kannst diese Dinger, wie macht man das? Aber dieses Rüberschiften. Mit drei immer noch. Das sieht geil aus. Warte, du hältst sie so. Das ist, wenn man stundenlang Daumen an Hintersten, also von der Seite, nee, von außen. Ich habe genau. Schon rüber geschoben. Keiner was sagt. Den Daumen und den Mittelfinger, also den, so. Den Zeigefinger. Und hinten mit dem Mittelfinger, ja. Jetzt hinten fest. Aber dann fallen die hier so weg. Ja, das ist okay. Zu so, Hause okay, im stillen Kämmerlein üben sie dann. Die Brille? Beim nächsten Familienpokerabend. Ich übe das. Das ist das fünfte Ding, aber das ist so geil. Das ist genauso wie dieses Zusammenmischen der Chips. 7 Tage? Das darfst du sagen. Achso, eine Fliege. Ja, ich darf sagen, wenn du beim, ich sag nicht, was passiert ist, aber wir sagen, dass Japan war. Mehr das, hast dann. Ich war okay. Mit Julius Brink so, unterwegs okay. Und er mit Mario Basler. Und dann wir zwei, die man gegen. Da hab ich schon mehr. Du hast überall mehr. Du hast mich auch abgezogen. Das war schon geil. Das ist mein Geld bekommen. Ja. Aber volles Team, ne? Weißt du, wenn ich gebe das, das sehr zögerlich aus. Jetzt war's so. Aber gleich doch. Ich lerne gerade. Ich habe langsam genug analysiert, um zu wissen, wie es funktioniert. Ja, auch wie wir ja. Es ist halt krass, weil du ja auch in die Situation reinkommst. Wir sind ja hingefahren, wir wussten ja nicht, was hingeht. Aber wenn dann Analyse abgeschlossen ist, hast du vielleicht nichts. Natürlich immer so Gerüchte. Aber du weißt es am Ende wirklich nicht. Dann standen wir am Flughafen und ich war eigentlich relativ entspannt bis zu diesem Zeitpunkt, wo wir wussten, wo es hingeht. Und dann wusste ich, ich habe nichts unter anderen Kontrolle. Analysieren auch dich. Also das ist ja oh, vielleicht auch so eine Frage, fuck. Aber ich hatte und die Moderatoren schwer zu analysieren. Und die Moderatoren analysieren deine Analyse. Ich habe dich abgezogen. Wo seid ihr denn? Ich muss erstmal Karten gucken. Das ist wirklich schwer. Darfst nicht vergessen, dass die Analyse, die du anstellst, von den Moderatoren nochmal analysiert wird. Fold. Die Zuschauer, die Moderatoren analysieren. Frage, Mann. Das ist eine blöde Frage. Jetzt kann ich Woody Cold. Haben wir sie nach einer Pause gemacht. Ach so, hey, Maus. Ja, das war schon. Mhm. Noch vorsichtig. Oh, schon geil, ja, wenn du Ecken kommst. Also das ist ja immer so, man. Colin ist raus. Ein Fliegen. Ihr seid dann um 9 da und dann geht's los. Kev du weißt halt nicht, was passiert. Race 400. Alter, schon. Dann stehen wir die da. Die Option halt. Von Mark ist eine glaub, Race auf 400. Ich war tatsächlich auch sehr unentspannt am Anfang, weil ich einfach nicht wusste, was los ist. Ich habe ja die Reise nicht geplant. So. Ja, ja, klar. Ja. Und ich bin dann vielleicht vom Typ auch so, dass ich meine Sachen immer gerade hinlegen muss. Ingo Fold. Aber da bist du in Japan eigentlich im richtigen Land. Ey, Japan ist. Sind geil. Bei 400, wie du, Buddy? Ach, fuck off, Leute, echt. Ich kann so nicht reisen. Ich kann so nicht reisen. Ist ja aber geil, wenn du all in gehst und ein paar Leute mitgehen, hast du wieder genug Chips, um richtig mitzuspielen. Könnte sein. Könnte sein. Ja, aber so aggressiv macht das jetzt keinen Sinn. Oder woanders. Oder in Woodyfold. Guatemala. Nein, Costa Rica. Oder in Costa Rica. Hast du getauscht oder hast du. Costa Rica ist sehr schön. Hast du irgendwas. Ja. Achso, was du hast. Ja, ich habe einen getauscht. Ich hatte 1300. Jetzt habe ich nur noch 1300. Ich würde gerne nur callen, aber das. Santa Teresa, oder? Ja, ja. Ah, ja, genau. Da lag ich 7 Tage flach. Ja, ach, ja, stimmt. Ja, geil. Ja, geil. Also mega. Aber weil, also wenn irgendwo flach ist, dann, dann noch in Costa Rica. Ach, schade, ich bin ja raus. Ich auch. Zählt eigentlich das Ass auch als 1 von der Straße? Wie hast du das eigentlich? Wirklich? Stellt er sehr viele Fragen. In der Familienrunde, da habe ich so verloren, weil ich gesagt habe, nee, das Ass zählt nicht als 1. Gut spielen, dumm stellen. Aha. Hatte ich mir auch vorgenommen, aber ich kann die Straße eigentlich, aber jetzt eigentlich jetzt auch von König über Ass über 2 stellen. Nein. Noch wer was trinken? Geht da nicht. Ich spiele ja gar nicht. Kann ich, darf ich, ich hole mal Getränke. Möchte noch jemand was trinken? Kev checkt und mein Bett von Marc auf 600. Coke aus dem Kühlschrank. Und Kev ist raus. Aber jetzt geht's schon weiter. Geht weiter, komm mal. Ach,
Freunde. Ja. Mensch, seid ihr schnell. Du kannst jederzeit den Tisch verlassen. Oder wenn halt dann meine Analyse kommt zum Gleichen. Man kann Pause machen. Wenn halt dann deine Karten immer eingesackt und wenn du Blinds haben musst, wir setzen die automatisch. Ja, das weiß ich ja. Das will ich ja. Oh, du hast gehört, du kannst den Tisch verlassen. Du kannst jetzt eine Stunde rausgehen. Ja, genau. Du musst die Stunde. Du musst halt die Lütten ins Bett bringen, Brudi. Allerhöchste Zeit. Lütten ins Bett bringen. Ja, nicht Sesamstraße. Ja, das stimmt. Ja, das kann auch so sein, dass du der machen. Aber du bist ja ganz sicher, dass das Ass auch als 1 zählt. Andererseits, einer muss es halt machen. Der Backe bei der hier die Blinds. Das fängt irgendwann an. Du bist ja ganz sicher, ne? Bitte? Das Ass als 1 zählen kann. Ja, Mike, meinem Bruder, wenn du zuhörst, ich hätte gewonnen. Wollte ich nur sagen. Ich habe im Endeffekt trotzdem nur gewonnen, aber hätte ich früher gewonnen. Kann halt nur nicht dieses Übergreifen des König Ass. Ja, das verstehe ich, aber wenn 1, 2, 3, 4, 5 ist okay. Jan Colt. Janine ist raus. So, ich hole kurz Getränke. Ja. Ich komme alles wieder. Kannst du mir ein Bierchen mitbringen? Das kannst du dir auch erlauben, ne? So ein Wahnsinnsblatt wegzuhauen. Ist raus. Bierchen? Du die auch. Cola? Ja, gerne. Aurel, kann ich dir eine Milch oder so? Aurel auch. Wolltest du auch einen Käff raus? Hey. Vielleicht ein Aktivier. Hey. Vollkommen okay. Janine ist meine Mama. Sehr gut. Ja. Race von 300. Oh, der Tonmann. Race von Marc, 300. Ingo ist raus. Du lachst. Ich freue mich für dich. Jan Kohl. Mann. Guter Schmatzer. Hier bei uns in der Ratio. Heads up. Ja, genau, stimmt. Könntest du mir auch ein Bier mitbringen, bitte? Das wäre zauberhaft. Frauen und Ausländer hier. Zauberhaft? Auch nicht. Alle Minderheiten sitzen hier. Das hat zauberhaft, das ist einzelhaft. Janine kommt zurück auf die Minderheitenseite. Ich danke dir. Frauen und Ausländer. Bett von Mark 500. Ja. Ach so, deswegen wurde ein so Call platziert. Von Jan. Ja, aber wir machen halt ach auch so. Ja. Ach so, wir sind die Randgruppe. Wir sind die Randgruppe. Ah. Buddy, kannst du mich auch bitte beglücken? Jo. Die Frage, wer von uns die größeren Brüste hat und dann ist der Gewinner. Ich glaube, da arbeite ich dran. Mark, check. Ich weiß, was du meinst. Jan Bett 1000. Das finde ich aber ganz nett in so einer offenen Runde, dass man hier so live einfach so ein Weilchen aufmacht. Du weißt, Jan, Krafttraining ist mein Leben. Ach so, ich dachte, Burger wäre nett. Auch Burger. Danke. Jedes Mal, wenn er bei mir ist, denke ich mir, was für ein geiles Teil. Übersprungshandlung, ich bin im Spiel. Warte, wenn er nachher fehlt, warte. Alter. Ich glaube, das ist eine Zusage, dass ich ihn mitnehmen kann. Ist das so? Mhm. Warte. Noch nicht aufgepasst. Aber jetzt noch nicht, ne, Digga? Nee, Morning für die heute. Warte, ich. Was ist denn passiert? Sonst nehmen wir einen Kronkorken. Also, nehmen wir einen Kronkorken. Das ja, ist gut. Schön. Wir tauschen mal den aus. Wo sind wir? Ach, Marc, oder was? Erzähl doch mal was privat von dir. Ich weiß ja gar nichts von dir. Mark Paul. Nicht jetzt in dieser Runde machen. Wie geht's, Frauen und Kinder? Erzähl doch mal was. Wir müssen auch mal unsere Waffen hier benutzen. So, was unsere die Leute voll labern. Die Leute voll labern, Mann. Jan, check. Schau doch, setz doch nochmal. Ich mag es. Kann ich wahr sein. Ich hab den Flasch getroffen. Wer muss ich überhaupt nicht? Scan die Version. Mark, schau doch. Flasch. Alter. Nettes Ding. Getroffen. Oh, letzte Karte. Schon wieder? Ja. Ich fass es nicht. Aber letzte Karte, nice. Ey, du schummelst doch. Du und deine Zettel. Du und deine Zettel. Das ist voll krass, Marc. Er hat den Flasch. Er hat jetzt zwei Asse. Das zweite Mal die Asse. Ja, diesmal haben wir nicht gehalten. Zwei Asse sind auch nur ein Pärchen. Nee. Also sind das höchste Pärchen, das du haben kannst. Ja, ja. Das kann, könnte ein schöner Song sein. Hey, zwei Asse sind auch nur ein Pärchen. Das ist richtig. Aber zwei Asse sind auch nur ein Pärchen. Oh, fuck you. Ich habe eine Frage. Vielleicht können Sie schon beantwortet. Dieser grüne Zettel. Ja, da wollte ich nicht mehr raus. Damit du nicht runtergucken kannst. So. Werbung. Ja. Auf und drauf, Leute. Unsere Revier ist halt nicht so riesig, dass die überall die Kopfhörer im Auge haben. Deswegen ist es mit dem Scan wesentlich einfacher. Die Blinds bitte noch hier. Nee, du musst es halt die Regie hat mir gesagt, ich soll dich fragen, ob ich später den Dealer-Button haben darf. Was ist eine Bewertungsgrundlage? Ich fände es halt geil, wenn man so ein Award machen würde. Du kannst sozusagen die. Für die Privatsammlung. Ob ich den später nach dem Turnier. Ach so, so meinst du das? Wenn du das Turnier gewinnst, hast du. Genau. Ich weiß nicht, ob wir davon noch welche haben, weil das haben wir bisher nicht. Sie meinte, ich muss halt einmal initial anfangen. Ja, da steht ja schön abgewählt. Ich muss leider verneinen. Ich bin nicht für Merch zuständig. Tut mir leid. Das ist unser Dealer-Button bisher immer gewesen. Deswegen, ich weiß nicht, ob da noch ein zweiten existiert oder nicht. Ich würde einen aus Golden. Janine Colt. Muss mal gucken, Entschuldigung. Moody Fold.
Aurel Fold. Call and Cold. Wir machen das, ne? Aber du hast ja noch, du hast Race noch Kohle, ey. Ja. Race von Marc auf 400. Was geht in Minga, Alter? Berlin. Berlin. Alles gut. Ja? Gut. Der Jury gesehen. Good life. Ja, Kev hat gekommen. Du hast echt geile Fotos rausgehauen. Wo? 400. Also immer wieder bunt durch irgendwie. Ja, Ingo Family, Family habe ich gesehen. Jan Call. Call. Kenne ich. Bunt. Muss ich jetzt reinwerfen, um zu callen? Nee, aber du hast echt 300. Ob das Public war oder nicht, aber das viel. Ist noch Colin dran. Story-Zeug. Ja, ja, die. Achso, meine Eltern sind nach Berlin gezogen. Das heißt, ich hänge. Colin Call. Ich jetzt viel mit denen ab. Was aber cool ist. Ja, eben, ey. Ja, sieht happy aus, sieht gut aus. Kev called. Ist auf jeden Fall echt irgendwie schöne Abwechslung. Aha. Berlin, ey. Gecallt. 9 Jahre nicht in einer Stadt gewohnt, jetzt wohnen wir wieder in einer Stadt. Das kann man jetzt wieder machen. Der hat ja schon die Runde davor gefolgt, ja. Es gibt schon wieder Regelstress oder was? Ja, ich darf nächste Pause wahrscheinlich wieder alle Stacks zählen und sowas, bekomme keine Pizza und alles. Hängt das zusammen oder was, ey? Ich geb dir was von meinem Stück ab. Bitte, wo sind wir? Gecallt. Ja. Ich hab alle geraced, ne? Achso, wir sind auf die Runde davor. Er hat geracet, als Aurel rausgegangen ist, hat Colin gecallt, Kev gecallt, Marc hat den Race auf 400 gemacht und dann haben alle durchgecallt. True. Und seitdem ist besetzt. Jetzt müsste der Flop kommen. Nachdem alle gecallt haben. Kev ist der Letzte, der eine Option hatte, der hat auch gecallt. Ich habe übrigens das T-Shirt Lokführer der Liebe an. Also das wurde in der Community viel diskutiert, ob ich das wirklich trage. Ja, habe ich. Ich war noch im Copyshop. Falls ihr das Merch kaufen wollt, ladet das JPEG auf Twitter bei mir runter und geht in den Copyshop. Das Ding ist 41. Kev hat nicht geraced, Marc hat geraced. Keine Ahnung, ich habe einfach YouTube-Screenshot gemacht und dann drauf gedruckt. Das ist super. Wie bist du drauf gekommen, was die Geschichte ist? Er hat zweimal gecallt. Ich war hier und hatte einen Karaoke-Auftritt sozusagen auf eine mir unbekannte Musik, nur mit diesem Bild. Und dann war habe ich die Eisenbahn der Liebe erfunden und bin seitdem der Lokführer der Liebe. Fährt auch durch deine Stadt. 6 Spieler. Darf ich schon? Es war einfach wunderschön. Kennst du dieses sehr geil Karaoke? Was bei dem fährt er durch unsere Herzen. Egal, es kam echt schlechte Mucke und Russer und man sollte bleiben zu singen. Da ist der Ist das nicht in jeder Karaoke war so? Ja, aber das sind normalerweise Lieder, die du halt kennst. Und hier musst du halt selber welche machen. Ich dachte schon, das wäre so eine Geschichte, du hast deine Allerliebste gefunden im Zug und dann bist das du war ja auch so, singend aus dem Zug gelaufen, der Zug der Liebe. Dann würde ich mir genauso ein T-Shirt machen. Ja, danke. Hättest schon wieder Stil. Ich wollte erst in Wingdings schreiben, aber das wäre dann. War noch was Scrolls Regie, ne? Floppt das? Jetzt war es Comic Sans. Ja, schön. Comic Songs. Check. Ingo checkt. Jan bett 200. Janine Fold. Ich weiß, es ist ein ganz billiger Trick, aber. Colin Fold. Ein Race. Billiger Trick. Billiger Trick rauszugehen? Race. Teuer raus. Race von Kev auf 1000. Ich muss jetzt einfach warten, bis ich wirklich so Killerkarten habe. Denke ich auch die ganze Zeit, aber es kann eine Lösung sein. Und dann würfel ich euch alle so hart hier. Der hatte hier vorhin zwei Asse. Und dann rufe ich euch nächste Woche an, von meinem Küchentisch aus und sage, so Freunde, der Royal Flush. Re-Race von Mark 3000. Ingo raus, Jan raus. Kev called. Oh oh. Ah. Ist ja ordentlich was im Pott. Oh oh. Oh oh. Und alles ändert sich mit dieser Fehler. Alter, ist 3000. Kev bett 3000. Du Scheiße. Du weißt genau, dass einen das so mürbe macht, wenn du mit dem. Musst bedenken, dass ich gebe dir nur einen Hinweis: Das Glück ist mit den Dummen. Ey, ich hatte schon zweimal diese Assnummer. Was ist denn das für ein Psycho-Hinweis, Alter? Das Glück ist mit den Dummen. Dumm pokert gut, sagt man ja auch. Leider verloren. Einmal habe ich gesagt, so habe ich es auch gelernt. Das zweite Mal. Ja, ja. Das erklärt aber einiges. Das ist aber korrekt, ja. Ich mach das jetzt auch. Ich finde, wir müssen so einen Self-Discounter machen. Ja, du bist noch. Ja. Marc, keine Ahnung, was gerade passiert ist, aber weiter so. Kaufmann. Alter, jetzt hat er. So, und jetzt. Jetzt natürlich. Achso, ich habe gar keine Tausender mehr. Nochmal 3000. 13, irgendwas. In Kev, Bett 3000. Was hat er sich da eingelassen? Ja. Oh, ja. Oh nein! Oh nein! Oh, Mann. Das ist geil!
Love it, und ich hab nichts damit zu tun. Schade, du bist auch noch zum Zugucken hier, Aurel, ne? Nicht letzter, nicht letzter. Vorhin im Zug, wie mache ich das? Wie mache ich das? Zug gekriegt, erste Etappe geschafft, das ist schon mal gut. Jetzt bin ich hier, ich sitze am Tisch. Tag ist eigentlich gut gelaufen, deswegen gucke ich jetzt zu. Man muss sich das auch so vorstellen, wie ich zum Zug Vollgas renne und du schon ewig dann so gemütlich drin sitzt. Ja, genau. Also, ich hatte bitte meine, ein bisschen Ruhe. Meine, was sorry, im Griff. Bedingt Überlegung. Zug der Liebe. Oh. Eisenbahn. Hast du den König getroffen? Echt? Ja, das musst du doch wissen, du hast den doch. Ich hab den. Klar, drei Stück. Vier spielst du ja nicht, oder? Ist Ass spielen. Also jetzt habe ich schon auf der Hand Ass, König, Vier. Was soll ich noch auf der Hand haben? Aber ich finde es, ich hoffe so, dass es eher dich geil ist. Spät eigentlich. Also mir ist das egal, mir geht es nur um Spaß. Also vorbei. Ich bin halt schon tot, wenn ich calle, aber es ist auch so viel im Pott, aber... Was spielst du mit König 8-4? Wenn der so viel hätte, dann mag rechnen, das ist alles. Ach, keine Ahnung. Gucken wir uns an. Nice Call. Das ist doch ein Showdown. Love it. 2-8. Full House. Nein. Keine Ahnung, was passiert ist. Nein, weiter so. Rudi, du gehst doch nicht als Erster vom Tisch. Alter. Aber das ist auch hart. Das Glück ist doch, wie gesagt, mit wem es hart ist. Heiliges Spielmann. Ich dachte echt, du hast die zwei Könige, aber ich dachte mir, nee, wenn er mich schon fragen hat, er gar nichts. Da hättest du auch schneller gezogen, glaube ich. Ne? Na klar. Aber ich bin froh, dass er jetzt wenig hat, weil dann hat er kein Leverage mehr. Aber dein Wunsch ist nicht Erfüllung gegangen. Ich habe ihn. Ja, egal, mir ist egal, ich will nur einen Leiter. Ich habe ihn gepokert. I don't care. Ey, der hat voll viel Chips. Da liegt noch ein Grauer unter deinen Tausendern. Ja, aber du verstehst schon nicht. Dankeschön. Da muss keiner hingucken, das interessiert keinen. Ich glaube, das ist bei den Stadtplanern von Los Angeles schwierig. Warum habt ihr meinen Einspielfilm noch mal zuerst gespielt? Ganz kurz. Ja, okay. Es laufen gerade meine Bilder. Aber ich glaube, viele Leute der Community haben dort gesetzt. Von Anfang an zwei Achten sind, der floppt direkt eine Achten hin dann. Die bleibt drin, noch. War so. Da war viel Schönes dabei, Leute. Ich finde es aber witzig, wie schadenfroh du bist. Wenn es nicht um dich selber geht, dann haust du richtig raus. Ja, gut. Man freut sich ja in der Regel auch selten über den eigenen Schaden. Ich hab mich über einen gefreut, den anderen fand ich schadenfroh. Ja, irgendwie war einfach, dass wir lange hier bleiben. Irgendwie und du bist einfach ein lustiger Typ. Ja. Moment. Ich hab die einfach, die kam hier rüber. War richtig, dass ich die genommen hatte, ne? Es kam eine hier rüber. Wobei, war doch richtig. Du hast das letzte gerade bekommen, oder? Du bist dort der. Du bekommst zuletzt. Ja, dann stimmt. Alles richtig. Dann ist das nicht. Stresst du hier rum? Ja, trink mal trotzdem ein Bierchen später, Marc. Ne? Auf jeden Fall. Ja, du zahlst, Kev. Du zahlst. Und versuch mal mit so einem Tausender-Chip hier in der Bar ein Bier zu bezahlen. Ich würde die von Colin nehmen, diese goldene. Ja, damit geht was. Die Cold. Ich hab mal frei. Kannst vergessen. Tust du dein Sammelalbum? Die hast du mir gegeben. Kann nicht wechseln. Ja, du hast recht. Ja, sag einfach Call und wirf ihn rein. Oder wirf ihn einfach nur rein, das ist ja nur ein Chip. Und dann, dann kriegst du den gleich 400 so wieder. Ah, ja, cool. Ein Chip ist immer ein Call. Wir wechseln cool. Aurel called. Waffe! Colin und Kev sind raus. Race von Mark 400. Ich bin nicht gespannt, aber ich glaube, Marc hat das ein bisschen mehr auf dem Kasten als Buddy. So ein bisschen. Jan Fold. Budi? Du gleich. Sag mal, Budi oder Buddy? Budi. Budi? Oh, die sind also wieder Booty? Aber der Booty, genau. Der Nachname ist Booty, Mann. Im Englischen wird es halt immer Granit Fold. Mein Bruder hat immer den Slogan von Ronnie Coleman. Yeah, Buddy! Das ist gefährlich. Wir müssen beide so spielen. Es geht nicht anders, ne? Aber es ist halt echt. Kann ich nicht machen, ne? Booty Fold? Kann ich noch nicht machen. Das ist noch zu gefährlich. Er will die Blinds haben, er will die Blinds. Ja, auch ja, natürlich. Du wenn du callen willst, sag einfach call. Du hast ja schon 500 mehr oder weniger drin. Ja, call. Guck, das ist das Wechselgeld, Aurel, kannst du mal nachziehen, kriegst die Quittung nachher. Kling. Heads up. Was sagt man, Heads up immer, wenn nur zwei Leute da sind? Jo. Ah, ich dachte, das wäre die letzte Runde, so von wegen, auch wenn vier, vier Köpfe hoch. Genau, jetzt kann ich, jetzt raise ich. Nee. Aber bette ich. Ja, weiter so. Aurel, Bett 100. Bett, und er sagt dir weiter so. Weiter so. Ja. Race von Marc auf 600. Das funktioniert auch noch ein bisschen nicht drin im Abend. Hä? Ist Aurel hier? Megit. Bitte? Wo? Wer? So.
Was muss ich machen? 600. Ja, gut, da will ich nochmal was drauflegen. Ja, dann mach das. Dann mach das doch. Also raise. Ich habe aber so viel. Raise? Ja, ich raise. Ja, dann leg den Blauen ist das ein Minimum von 1100. Ah ja. Oder höher. Wie viel hat er denn noch? 500. 1100 reicht, weil ich habe nicht mehr so viel. Ja, stimmt. Also mache ich 1100 was rein? Braun. 1000. Achtung, er hat die Zockerbühne. Danke. Braun rein. Nämlich sein All-In. All-In. Oh, Mark Gold, All-In. Oh. Showdown. Krass. Und, Alter, haben wir schon mal das hohe Pärchen. Aber ist noch nichts entschieden, ne? Kommen wir noch zwei. Kommt nichts mehr. Nee. Und da braucht man einen Treffer. Scheiße. Straße ist auch noch drin. Ihr wollt jetzt eine Matz zeigen? Wirklich? Nee. Ja, seine Matz muss halt gezeigt werden. Ey, ihr macht Fernsehen, das ist gut. Also müssen wir jetzt wirklich warten? Nein. Oh, das ist asozial. Ich moderiere so Greenbox-Shows bei RTL, ich kenne das. Boah, ist das bitter, Alter. Das ist richtig gemein. Boah, ist das bitter. Das machen wir beim Duell mal kurz, bevor nicht klar ist, ob einer von beiden stirbt. Alter, schnell Werbung. Also die Zuschauer am gespanntesten, ne? Ja, ob einer drauf geht. Ich will gar nicht, dass du rausgehst, aber ich will auch nicht verlieren. Ich brauche dringend Geld. So saßt du auf einer Shisha-Bar in Berlin, ne? Scheiße, Mann. Warst du vorhin da drin, oder? Ja. Hier in der Ecke? Oder? Ja, so in der schäbigen Butze. Hey, ich will nicht, dass du rausgehst, aber ich brauche Geld. Kannst die Kohle für uns anmachen. Oh, es ist übel. Entweder vielleicht bist du ja dann auch wieder im Game. Regie? Du hast echt 3000 da noch, Dödel, ne? Das ist gut aus. Die Matz läuft einfach gerade und lassen dich hängen. 4,5. Ja, ich hab noch ein bisschen was. Ja, ist mehr als wie. Kommst du sonst übers Jahr? Stunde schaffe ich noch. Da ist der Strom drüben ausgefallen, ich weiß nicht. Ich bin gar nicht mal auf Sendung oder so. Aber dann würden wir einfach livestreamen bei Instagram. Same old, same old. Darf ich? Oh, warte. Ah, warte. Okay. Fuck! Fuck! Nix. Ich glaube, alles noch drin, ne? Ja, warum mal. Sehr gut. Sehr gut. Aber gut, dass du noch da bist. Ja, danke. Ich wollte nicht als erstes gehen. Geil. Aber du hast auch noch viele Chips. Ja, der Button moved, ne? Der Button moved. Sinnlos Geld verloren schon wieder. Not too bad, not too bad. Der Button ist gemoved. Gut. Kein Glück, ne? Achso, guck mal, das ist einmal Spiegelverkehr und einmal so. So Missverständnis. So auf der anderen Seite so. Kannst du doch jetzt sagen. Alles drin. Ja, Mann, ist geil. Vision Tele ist es auch. Spanisch, ne? Aber Bruder, du hast nicht mehr viele Runden, ne? Nee. Expandiert ihr? Das ist schön am Internet, dass es so international ist. Man kann E-Mails schöner am Internet. Was heißt denn Rocket Beans auf Spanisch? Rocket Datos Bananos? Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß auch nicht. Was heißt Bonos? Ja. Bonos. Ja, genau. Wahrscheinlich. Rakuto Bonos. Ja. Chili con carne. Oh ja. Ich habe auch gerade irgendwas gesucht. Carne ist ja Wort. Fleisch, ne? Nee. Das ist richtig. Das will nicht mehr. Aber Bono auf Spanisch ist nicht Bonos, ne? Das ist jetzt verarschen. Binos. Ja. Aurel Fold. Binos. Binos. Rocketatas, Binos. Bananas. Colin Cold, Kev Cold. Rocketatas, Binos. Max Cold. Ingo Cold. Jan ist raus. Janine ist raus. Udi mit der Option checkt. Und Udi jetzt all in und ab damit. Fünf Spieler. Udi checkt. Das ist wirklich dumm. Voll in Check. Aber es ist schön, wie du selber sofort anfangen musst. Mark checkt. Ingo checkt, alle checken. Alle sind gecheckt. Oh, jetzt wird's spannend. Check. Udi checkt. Zu vorsichtig, ganz gemütlich. Manchmal fühlt man sich wie ein Opa, wenn man alle jede Karte nochmal neu gucken muss. Kev checkt. Hat. Mark checkt. Ingo hat eine Idee, Bet 200. Er hat eine Idee. Ich hab gar nicht gemerkt, dass du noch mitspielst. Ja, ich auch nicht. Ich dachte aber auch gerade. Trinke ich noch ein Bier oder was mache ich? Rudi Fold. Die Bahn ist gerade weg. Ich glaube, ich bleib. Fuck, ich bleib noch. Oh Mann, ey. Irgendwie ist es aufregend. I love it. Race. Kev Race 500. Nicht gut. Alter, Alter. Mark Fold.
Ingo, der geht weiter. Ingo, Colt. Ja, der eine Reihenwurf heißt ja ohne Ansagen callen. Das heißt, achso, ist ein inkompletter Race. Jetzt muss ich Minimum jetzt auf 800, angesagt, ne? 100 noch drauf. 100 muss ich immer noch reinwerfen? Verdammt, ja. Das war es nicht so, mit einem Reinwurf ist automatisch. Ja, aber wenn du. Ja, es lag ja noch zwei. Es war diese mathematische Formel. Genau. Also jetzt muss ich 300 nachlegen. Ingo Race auf 800. Mach doch mal einen YouTube-Kanal Mathematik mit Kev. Da fallt ja alle durch in der Schule. Wie ist denn nochmal dieser YouTube-Kanal mit dieser russischen Mathematiklehrerin, die immer im Bikini... Mathematuschka? Nee, wirklich bei YouTube. Mathematuschka, kann auch sein. Mathematuschka? Oh. Finde ich lustig. Alles gut. Hätte ich auch gemacht. Guck da nochmal. Stell dir mal vor. Ihr macht so ein Merch, wie so diesen Energy Drink, den ihr mal hattet. Ja. Ingo, alle Wett 1000, Kev ist raus. Und genau diese Menge ist vergiftet aus Versehen. Ah, ich dachte, 25% auf Farbe kann man mitnehmen. Ja. Was dann? Das hast du jetzt ausgerechnet, dass du 25%. Wäre es noch schlecht. Relativ vielleicht ein bisschen ungenau gerechnet, aber schlecht. Meine, es gibt doch nur 4 Farben. So funktioniert Mathe Matuschka mit Kev. Ich überlege gerade, wie viele Dosen das sind. Und ich habe mir gern, sagen wir mal die 100.000 wichtigsten Leute. Oder die 150.000 ist irgendwas an deinen Daumen anders als an Und sagen wir nicht Tod, weil Tod ist blöd, aber die haben so schlimm Magen-Darm, dass die es wochenlang nicht vor dem Fernseher schaffen. Oder vor das Internet. Nein, hast du nicht. Was eine geile Frage. So, stell mal vor, dadurch... Im Verhältnis zu mir sind das Mädchenhände. Durch Magen-Darm. Im Verhältnis zu mir sind das auch Mädchenhände. Hier, Button ist gemoved, Leute. Ja. Alles ist okay. Einfach mit so Sachen stressen. So, ja, und wer hat denn viele Fliege fliegen? Hier bitte die Blinds. Ja. Du musst einen Big Blind setzen, Digga. Ah, gerne. Einmal einen blauen rein. Du zockst mich da immer ab mit meinem. Nein, du kriegst Wechselgeld. Ja, okay, Mann, jetzt entspann dich doch mal. Ich kann mir dich in so einem Späti in Berlin vorstellen. Kostet Bier 1,30 und auch so 1,50. Aber ich krieg aber noch also 20, also Entschuldigung. Ist es okay, wenn ich das Pfand gleich sofort zurückbringe? Nach der Hand gehen die Blinds hoch. Oh nee! Nach der Hand. Was heißt, nach der Runde, oder? Ja, Small Blind 100, Big Blind 200. Ihr seid doch wirklich, das ist doch auch radikal. Runde starten noch die Alten. Colin Colt, Kev ist raus. Mark Colt. Ich kann mich erinnern, was ich hab. Ingo Colt. Ich glaub, die wollen nicht raus, Ekeln, Budi. Jan Folt, Janine Colt. All in. Budi, all in, 1100. Oh, Budi, das ist so schlimm schon. Ja. Musst du nicht aufstehen eigentlich? Wie auch? Macht ihr das nicht mit dem Aufstehen? Du musst doch aufstehen. Kann er machen, wenn er mag, aber mit seinem Knie würde ich ihn niedersetzen. Diese alte Sportverletzung vom Pokern. Richtig wenig habe ich mir unter dem Tisch, habe ich es mir ins Knie angestoßen. Aurel, komm. Nee. Aurel, fold. Was haben wir denn da? Ohne Flop sogar. Du kriegst noch Geld, ja. Ohne 400 kriegst du noch zurück. Also du kannst auch einfach folden. Ist auch eine Möglichkeit. Echt? Also, ja! Kann ich noch deine Karten gucken? Ich hab keine mehr. Achso, die Fußballkarten meinst du? Was geht online erstmal? 100 noch, Colin. Mhm. Call. No. Colin called. Ey, Mann, lass doch mal Budi drin jetzt. Was soll denn der? Mark Fold. Gib ihm doch mal was. Aber er wird doch sowieso gewinnen. Das heißt, er kriegt viele Chips. Oh, ja, ja. Hoffen wir mal. Ja, jetzt. Ich hab keinen Bock, dass er rausfliegt. Guck mal hier. Was denn? Ja, ich weiß. Ein ganz normaler Blick. Ja, nein. Komm, Dani, du kannst dir das leisten. Normaler Blick. Ja. Wenn er das gewinnt, dann hat er so, ja ganz viel immer, wieder. Dann ist er wieder. Wenn er das gewinnt, dann hat er das. Ja. Was muss ich? 600, ne? Nee, warte, was hast du da gemacht? 1000. Was hat er da hingemacht? Ach, du hast ja auch 1000. Ach, alle haben hier. Ist so gut was im Pott jetzt? Na, guck mal. Ja, ist nett. Für Budi. Also, das ist Budi. Weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht war. Alle legen zusammen für dich. Ist für Budi. Wir legen für dich zusammen. Für meinen Abgang. Da sind Zinsen. Ab jetzt ist ja Splitpot, oder? Für die anderen? Ja. Ab jetzt ist für die anderen ja Splitpot, ne? Was? Hä? Split Pot. Er kann ja nicht mehr mitsetzen. Ja, aber vier Spieler und einer ist Olin. Oha. Oh. Alter. Was? Die kleben auch aneinander, ist völlig gut. Ja, ist Budi hat krass. Keine Option. Das ist noch mehr. Genau die Karte, die auf der Hand ist. Ja, zweimal in der Form. Schlecht gemischt. Scheiße. Hat er nicht gehört. Scheiß Karten. Doch, ich glaube, Karten hat gekonnt ignoriert. Ich glaub, ja, genau. Hat dir schon mal jemand, als du mit professionellen Spielern gespielt hast, auf den Tisch gekotzt? Nein, aber es kann ja wirklich noch nicht vorgekommen sein. Okay. Es ist noch was so anderes auf dem Tisch gemacht.
Aber es gibt vielleicht alles gut oder nicht gut jetzt mal, wenn du das so ein siehst. Wütender Spieler hat noch am Boden geschmissen. Meinst du jetzt hier beim Wirklich dann oder meinst du bei Hast du niemals erlebt, dass man so richtig ausgerastet ist, den Tisch so nimmt und wegwirft? Nein. Colin, check. Ja, was weiß ich, was du jetzt anfangen willst? Ich weiß nicht, Ingo, Bett 1500. Ich geh mal raus aus der Booty Foundation. Janine, was ist denn jetzt? Recht und Verfassung. Colin Fold, damit können wir Showdown machen, das zurück, genau. Showdown, Alter. Karte bitte. Jetzt kommen wir das Ass, die 10. Da haben wir unruhige Zehner. Und da haben wir, wie schon erwartet, ein Ass. Da muss die 10 kommen. Nee, du müssen sich. Nee, nee, was nee. Ja doch, nee. Wir brauchen eine 10. Zwei Zehnen, oder? Nee. Nee, bei 10 hast gewinnen? Du Full House. Eine 10 Full House. Oh. Alter. Die 3. Kommt die 10. Ah, die ist drin, das habe ich im Urin. No. Wollt ihr noch Brudis Mats abspielen? Ja. Oh. Seat open. Ich wollte auch gerade checken, es war so. Oh, ja. Na, muss ich machen, ey. Ging nicht anders. Ja, ist auch gut. Ging nicht anders. Aber gut, mit dem Ball hast du nicht gemacht. Das ist du, ne? Du bist nicht Letzter, sei froh, ey. Ja, und? Aber es wundert mich, dass Aurel nicht Letzter ist. Ja, mich auch so gleich. Ich spiele aber nie mit. Doch gar nicht, was ich hier vorhabe. Da kommt Jochen, der lacht schon. Nee, das ist enttäuscht. Läuft gerade deine Mats eigentlich? Oder? Nee, traurig. Ah, Budi darf jetzt zum Interview. Wahrscheinlich, ne? Ich bin raus jetzt, ne? Nee. Nee, kriegst du nochmal 10.000. Wie gesagt, ich schön, dass du mitgespielt hast. Ja, Leute, ey. Wir rinnen Big Brother aus. Hört was warst du gerade? Warst du eben gerade Big Blind? Ja. Nee, da vorne war der Button. Ach, Budi. Nee, ich glaube, das ist bei Aurel gestimmt. Aber vielleicht das gleiche. Ja, warst du eben gerade? Warst du eben gerade Blind? Jetzt Big Blind. Achso, Entschuldigung. Aber da ist sogar kein Big Blind. Ich war Big Blind. Ja, ich war, wenn jemand raus ist? Ja. Ah, ich war okay. Big weil du ja nicht den Big Blind überspringen darfst. Ja, ja, genau. Dann passt das ja. Ach so. Er darf nicht den Big Blind überspringen. Das war Mistake. Aber haben sich jetzt erhöht? Habe ich das richtig gesagt? Ja, die haben sich erhöht. 100 bitte von Aurel. Und zweimal Big Blind. Hat er die noch? Nein. Nee, du bist der Small Blind. Aber die haben sich erhöht dadurch. Und fliegen kann man jetzt aber eigentlich auch langsam mal, ne? Die werden ja wahrscheinlich. Ich mache jetzt. 50 kannst du sowieso nicht. Behalte doch einfach hinten. Für schlechte Zeiten? Die Noten, ach so, ja, genau, für die also als so, oh, guck mal, oh, der hat aber, das ist ja nur ein Picker-Tower, der kann aber nicht teuer sein. Ja, dann müssen wir nicht hier so viele Chips umherwerfen. Ich hab's ja verstanden. 200, danke. Stark, wie es ist, ich krieg noch einen Huni raus. Du bist Schwabe, nicht? Das merkt man gar nicht. Oh, sorry, genau. Die hättest du gern gehabt. Ah, ich war ein Joker. Ich fand die Verwirrung, das sollten wir wirklich umsetzen, weil du gemeint hast, ob Ingo noch in der Hand ist. Ich kenne ihn ja auch nur als die Off-Stimme. Wir sollten ihn einfach in die Regie setzen. Ein leerer Stuhl. Ingo sagt dann immer Call oder sowas aus der Regie raus. Die Stimme aus dem Off. Endlich mal nichts sagen. Nimm die Fliegen. Kev called. Sieht zu viel aus, aber ist nichts wert. Mark called. Ingo called. Das Interview von Buddy schon vorbei. Jan fold. Dann ihn fold. Oh, ja, ich überlege nur. Lass doch einfach die Schlange. Oh, lass die Schlange liegen oder auch noch ein paar. Aber das Gute beim Aurel ist, man sieht nicht, wenn er überlegt. Nee. Ja. Vor allem, wenn er die Brille nicht aufhat. Das ist einfach die krasseste Überleggeste, die es gibt. Ist, die Brille aufsetzen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schmeichelt. Ja, so. Leere. Ja. Brille noch Poker heißt das Spiel. Der Brille läuft. Wir sind in Hamburg. Genau, die Regel. Ich guck nochmal. Snapchat, Pokerbrille. Freunde. Ja, was denn? Komm. Du kriegst noch 100 daraus. Dankeschön, das hart. Ja, genau, ich bin irritiert. Den raus. Ich hab jetzt wäre fast über den Tisch gesprungen, hätte ihn rausgerissen. Ich krieg noch 100 da. Aurel Fold. Ja. So. Wir hatten doch früher nichts. Colin checkt? Im Schwabenland. Außer Bausparverträge. Ich weiß zu viert. Nicht. Oh, fuck. So, die Karten sind immer so ärgerlich, ne? Bei dieser kleinen Käsekacke kann ja jeder ein Pärchen auf der Hand haben. Bei den großen Käsekacken aber auch. Aber da hast du dann. Ich hab vorhin so einen Artikel gelesen, man soll vorsichtig sein, dass man nicht zu heiß läuft. Colin, Bett 500. Bei dir, das Risiko Poker, ist überschaubar. Ja. Das Risiko ist sehr überschaubar. Du bist in so einem Rush, in so einem Win-Rush, du kannst gar nicht aufhören. Nee. All in, all in. Marc ist raus.
Ingo called. Zu dritt. Jetzt packst du aber die harten Geschütze aus hier. Na, jetzt will er es wissen. Hm. Colin bet 1000. Kev fold. Ah. Ingo called. Ingo, ne? Ja, das wird keine Flasche. Die Füße stillgehalten. Jetzt ab. Jetzt. Poi a poi. Wie der Spanier sagt. Oh, Leute, ihr habt eine Straße gehabt. Ich nicht ganz. Das hab ich überhaupt nicht gesehen. Die Hand wird noch gespielt. Du darfst doch jetzt nicht. Hab ich doch vorhin auch schon gelernt. So. Vielleicht blöffe ich ja nur. Du spielst ja gar nicht mehr. Da ist ein rückwirkender Bluff. Das weiß die Regie noch. Der ist neu im Poker. Das weiß die Regie. Lexikon, der rückwirkende Bluff. Für vor drei Runden. Ja. Da, hab ich da hatte ich auch eine Straße vor drei Runden. Genau. Mit meinen Karten von am Anfang könnte ich jetzt. Ja. Hätte ich jetzt richtig krass. Ich habe letzte Woche mal Colin Bett 2000. Da hatte ich einen Royal Flush bei Mama. Ingo called. Showdown. Colin. Na los. Muss ich beide auf einmal? Das ist so süß, wie bei so einer Spritze. Muss ich das sagen? Ja. Straße. Schön natt. Was? Hier. Ja, aber er hat eine Straße. Achso, die hohe Straße mit der neuen. Super. Alter. Gut gespielt. Ich hab, wisst ihr was, jetzt darf ich erzählen. Der hat ja keine Straße. Ich hab am Anfang eine 203 gemacht und dann kam direkt die Straße, aber die hätte ja gewonnen, ne? Ja. Geil, gut, dass ich das weggeworfen habe. Ich meine, die 7 hätte ja gereicht. Ich hatte die 7 und, glaube ich, eine 4, aber gut, dass ich nicht mitgegangen bin. Ich hatte 4 Asse und 2 Könige und hab aber gedacht, ey, heute lass die anderen auch mal. Zögerlich bei guten Sachen. Ich bin leider... Was heißt zögerlich? Er hat doch 2000 jetzt. Ja, so zum Schluss dann noch. Das Doofe ist, die Zuschauer sehen ja, was man hatte. Jetzt bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht mehr so sicher, ob ich die 7 hatte. Ich hatte 2 Asse. Ich meine, die Kommentare. Aber ich hab die weggeschmissen, weil ihr mir das eh nicht geglaubt. Die 8 kam erst zum Schluss. Ja. Aber da hätte ich mal. Das hatten auf jeden Fall die Nattstraße beschert. Also für die Zuschauer? Das sind keine Lügen, das ist Taktik. 100, 200, die Blinds. Dafür, dass ich das erste Mal Spiel finden, macht das Spaß. Find's auch. Mark folded. Ingo called. Ach, wir sind bei 200, ne? Bedrohlich, ne, wenn 200 die blind sind. Jan called. Janine ist raus. Ich schau mir das mal an. Aurel called. Von außen. Ich mach kurz eine Pause. Mann, das war jetzt wirklich auch anstrengend, die letzten. Ich versuche ja echt noch dahinter zu kommen. Willst du vielleicht noch auf Saturn ein bisschen Fernsehen gucken? Fold. Ey, umso fold. Mehr ich mir so angucke. Ich kann dir die Watch Ever App unterladen. Watch Ever, Alter. Gibt's das noch? Der Spieler? Watch Ever? Das heißt jetzt anders, oder? Es gibt bestimmt schon Telekom gekauft. Ja, Watch Ever gibt's ja. Nach der Werbepartnerschaft mit Til Schweiger ist es zusammengebrochen. War so. Ja, Til ist auch dick geworden in letzter Zeit. Einfach ein toller Typ geworden. Das habe ich nicht gesagt. Colin, Bet 500. Man hört ja viel von. Nein, ich sag's nicht. Es ist nicht, dass 500. Mich interessieren würde, aber. Ja, bitte? Ich habe nur eine Schlagzeile gelesen. Ihr könnt mich alle mal. Til Schweiger zu den Medien. Rastet wieder aus. Ihr könnt mich alle mal. Kev Fold, Ingo Fold und Jan Cold. Heads up. Til gegen alle. Til gegen alle, du weißt, das ist ein Film. Läuft 2 Stunden lang von einer Explosion weg. Wie viel hat eigentlich dieses Wasser in seinem Restaurant gekostet? Darüber wurde sich irgendwie pikiert. So geil, ja. Wie teuer war das? War das 10 Euro oder sowas? Nee, 9? Leitungswasser. Sehr teures Wasser. Für gutes Leitungswasser. Ja, Leitungswasser. Colin checkt. Nachweislich Leitungswasser. Aber gut, Volvic kostet Jan schon checkt. Weniger, oder? Volvic, hä? Was kostet denn so eine Flasche Volvic? Warte mal. Und wo steht eigentlich dein scheiß Vulkan, Mann? Den habe ich Kämpferherz, ne? Jan Kämpferherz. Oder so. Ich muss... Kämpfer. Achso, ich bin dran. Der mag einfach nur sehr gerne Wolvik. Das schmeckt ihm so gut. Und Vulkane. Colin Bett 1000. Jan called. Showdown. Kämpfer Colin. In mir. Diesmal brauchen wir die 8 zur Straße, Leute. So. Habt ihr die? Ach, wir spielen ja noch. Joint. Wir müssen eigentlich nur zeigen. Da hat sogar 2 Achter. Ach, komm. So. Kann er sich 2 Sträßchen bauen. Dann kannst du die Wahrscheinlichkeit eliminieren, dass er nochmal 8 hat. Hm. Oh. Der da konnte ja kein Schwein mit rechnen, dass Leitungswasser am Schluss noch kommt. Das ist doch allemal besser als Wolvig, also.
Was denn? Gefiltert durch den tiefsten Kalk, Mann. Hier, was sagst du denn dazu? Bitte? Ich muss noch ein Schloss wenig mitgegangen. Ich hatte eigentlich recht gute Karten, aber wenn jemand so dick mitgeht, so sicher habe ich mich da noch nicht gefühlt. Werbung? Oh yeah. Oh yeah. Ist Werbung gerade? Nee. Duffman. Ja. Ist gerade Werbung? Nee. Was? Gleich, wieso? Ja. Also die Schimpfwörter werden noch ein bisschen zurückhalten. Nein. Achso. Ingo, ein nicht unwesentlicher Teil von diesen Chips gehört eigentlich dir. Ich weiß gar nicht, wie man sich fühlen soll. Ich weiß nicht, das ist nicht. Ich fühle mich gut. Nee, das war ich schon Werbung mit Recht hier. Ja. Es kommt die lange, die Pizzapause. Jetzt? Es gab, ja, Pizzapause? Gab keine Meldung. Was heißt keine Meldung? Lass mich hier einmal kurz durchzählen. Ich traue hier keinem. 7, ich meine, ja. 15. Ich traue euch allen gar nicht. Nicht von der Wand bis zur Tapete, Freunde. Ich würde dir nie was tun. Ich weiß nicht, die Musik kommt eigentlich von... Du kannst ja auch keinem was tun. Die kommentieren dann noch. Ist egal, was hörst du, dass die kommentieren? Okay. Da kommt noch die Musik. Anderen Anlässen ziehst du. War der heiße Scheiß. Wer hat mir Chips geklaut? Was ist denn da? Also eine Dating-Seite? Ja, das Swipe, ich weiß nicht, den Girl gefällt, Swipe oder ein Junge oder wer auch immer. Darf ich noch ein Bier haben? Verdammte Hupe. Möchtest du ein Bier? Aber sehr gerne. Hast ein Match mit einem Bier? Kannst du auch gleich aufmachen. Ist das wirklich eine seriöse Plattform? Oder habe ich mich nur ums Pimpern? Hat jemand weggenommen? Entschuldigung, ich weiß es nicht. Ja, Lebenslauf musst du schon eingeben. So. Der hier ist noch. Ja, nee, ich meine, wenn du halt, kannst du schon, kannst du alles. Rafa oder Bullshit gesehen, dass da die Tinder-Fails. Kannst du das wirklich so spielen? Dealer liegt bei. Das ist, also, das ist schon okay. Ich meine, wenn du das alles richtig Date und. Hast du Bumsen, Fingo? Hast du geöffnet schon? Okay, nee. 100, 200? Warte mal. Ja, ist schon da. Sind wir schon da? Ja, da muss man auch vielleicht mal kurz noch die Bierpause. Ja, das tut mir sehr leid. Das tut dir sehr leid. Danke dir. Dass du hier noch. Das ist Gourmet, das hier schon. Bier noch. Das ist auch nicht. So. Da hört man es auch floppen. Ach, geht schon weiter. Ja. Ich muss noch mal zählen. Alle da, ja. Achso, sorry. Der Jan hat gerade im Ranking festgestellt, dass da eine Differenz steht. Ja, das sind 200. Ja. Mhm. Mhm. Wurde nicht richtig gerechnet. Ja. Alles da. Achso. Legt los. Alter, hat er nachgezählt. Ingo Kalt. Krass. Ich hab auch gesagt, dass die vorher mal nachgezählt hat oder so. Ich habe gar keine Ahnung. Ja. Schlange ist 200. Ne? Aurel called. Muss ja auch 200. Boah, ich call auch. Oh, bin auch dabei. Colin called, Kev called. Die Option checkt. Bei mir stimmt's. Fünf Spiele. Bei mir stimmt's nicht. Im Ranking fehlen mir 200 Euro. Who the fuck cares? Hä? Ich habe hier 11.200 liegen und da standen 11.000, liebe Regie. Aber das ist, weil die 200, das sind die du von zu Hause mitgebracht hast. Okay, willst du verarschen im großen Stil und bringst 200 Euro in Chips? Kev checkt. So. Ich hab gecheckt. Kev hat gecheckt, Marc setzt 500, Ingo ist raus. Aurel, echt? Aurel ja, geht auch raus. Colin called, Kev called. Ich scanne mal, was du da die ganze Zeit wegschmeißt. Ohne Scheiß. Zu dritt. Ich glaube, es war was Gutes, weil er wieder die Zockerbrille auf hat. Das hat bei Aurel, glaube ich, nichts zu tun. Es gibt kein Schema. Es gibt check. Noch keine Kameras. Noch gibt es kein Schema. Du wirst im Laufe des heutigen Abends... Eventuell auch der kompletten Karriere. Marc, Bett 1000. Das Ding ist. Aurel, wenn du das Ding noch zurückbekommst, dann schenke ich dir noch ein. Also, wenn du das ganze Ding gewinnst. Ah, ja. Dann würde ich dir einen 50er geben. Und genau, eine neue Sonnenbrille. Nee, ich sag's, wie es ist. Also, ich glaube, dass ich relativ gute Chancen habe, nach Hause zu nehmen. Ach, scheiße, Flugmodus. Ich glaube, teurer wird. Sorry. Colin Fold. Das ist aber ein Wildcard-Bonus. Ja, danke sehr. Du magst es richtig froh, dass er nicht raus ist, ne? Ja, Minimum. Kev, Race 2000. Wenn man es auch einmal machen kann, das ist so. Schon mal ein Schicksalsabend hier. All in 2000
von Mark 2150, also 150 zum Call. Ach, dann will ich die letzte Fliege noch los, nice. Willkommen von Kevin. Schau, Arroganz kommt vor dem Fall. Jetzt kommt der sympathische Zug raus. Straße. So. Jetzt er hat schon die Straße, ein hat er Kreuz? Schon. Sieben. Wir Straßen plus Flush Draw. Sieben brauche ich nur. Aber nicht im Kreuz. Sieben, aber nicht in Kreuz. Also was braucht er? Warte, was braucht er? Sag mal kurz, was braucht er? Sieben nicht in Kreuz, dann gewinnst du. Damit du gewinnst, sieben nicht in Kreuz. Das ist das Einzige, was du jetzt haben kannst, damit du gewinnst. Zur Errettung, ja. Sieht richtig scheiße für dich aus. Kommt nicht. Flash kommt dafür. Wow. So sieht's aus. Oh Mann. Ja, nett. Not too bad. Da ist er wieder. Sehr gut. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Schön. Die Hälfte ist wieder drin. You need a chip in a chair. Geil. Ich dachte mir, die sieben kommen. Vielleicht kommt's hier. Ja, es gab noch mehr an den Schienen. Ja, 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 wenn du schon vier von der Straße hast, allein im Flop, dann... Ja, das ist ja gut. Steht, ne? Das ist mir auch nicht so weit. Das jetzt, ja. Moment ja, identisch gedacht. Ich kann das leider nicht unkommentiert. Da kann ja keiner mit rechnen. Was hattest du? Du hattest neun, ne? Neun Pärchen hatte ich schon und acht. Also mir hat nur die sieben gefehlt. Ja, geil. Aber er hat auch noch Flaschen. Wenn die sieben bekommen, dann... Auch wieder so eine Option, mit der man gar nicht gerechnet hat, Flaschen. Nee. Für mich gar nicht präsent. Das verteilt sich wieder. Du hast über 20.000. Das ich glaube, Chip Leader war ich, glaube ich. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt seid, glaube ich, ihr, ne? Weil ihr habt. Ihr zusammen nicht. Seid jetzt Chip. Wir sind beide. Janine. Ja, nee. Das ist ja nicht umsonst. Colin ist da, guck mal, der hat da seine. Hast du so viel, hat sich das so viel gekostet? Die blauen, ne? Nee, nee, das hat mich jetzt. 3.000, wie war das? 3.000. Das ist Colin. Ich glaube, ja, ich komme gut dabei, so der aber jetzt blaue vergisst man immer. Glaub, Lines steigen. Ich sage mal, solange ich noch zwei Fliege habe. Jetzt ist eigentlich schon alles möglich. Wir haben das erst vor zwei Runden Freunde, was ist denn los? Wir wollten Aurel raus haben. Danke, Regie. Ich habe mich gerade erholt. Jetzt wird schon wieder erhöht. Was, schon wieder erhöht? 2-4. Ja, ich weiß. What? Ich mach doch auch. Wir keine Ahnung. Das wäre mein. Aber wenn es halt nicht funktioniert, ist es richtig scheiße. Einmal. Wenn man diese blöde Sprüchenglauberei, wenn die funktioniert. Naja, wenn du einen hohen Bleib spielen musst, dann ist die Chance, dass du spielst. Das ist ja echt cool, wenn es ein Comeback geben würde. Aber ich habe schon, das war der Plan. Ich habe 5% alles in allen Geldes. Du nicht bezahlt. Also wenn du nicht anfängst, einfach immer nur Karten zu zahlen. Die Chance ist, ich gewinne 5%. Nee. Ist nee. Wahrscheinlich nicht so. Ja, nee. Habe ich angesagt. In jeder Spiel muss man so wissen, auf was. Das jetzt das auszurechnen. Zu einfache Mathematik. Ja, es wird wahrscheinlich schlimmer. Es ist wahrscheinlich dann sogar 1%. Ja, ich also. Okay, die Runde noch mit alten. 100 und 200. Der neue Mathematik-Kanal mit Mathematuschka. Nee, wird schon jetzt. Ah, das wäre gut. Das ist echt sweet, ey. 100, 200 Blätter hier. Ah, nicht erhöht. Wir dürfen noch und jetzt Jan. Noch einmal so. Das Gnadenbrot dürfte nochmal mit 200 Blind spielen. Jan Call, Janine Call, Aurel Fold. Echt jetzt, warum? Hat die Brille nicht auf. Stimmt, da war was. Ich glaub nicht. War nicht optimal. Naja. Colin Colt. Slytherin. Kev Colt. 600. Mark Race auf 600. Da kommt der Profi raus, ne? Er weiß ganz genau. So, wir beherrschen guck, dieses YOLO-Game, aber du, das Mid-Game ist ja wohl bekannt, ne? Den noch? Oder nee, was den einen grünen zurück, einen blauen rein. Einen grünen zurück, einen blauen rein. Das macht Ingo Colt. Weil die Pots sind ja auch nicht mehr ohne. Jan Colt. Ja, deswegen habe ich auch noch. Janine Colt. Aurel, komm. Bin schon raus. Colin Fold. Kev Fold. Wundert man sich beim Aurel, dass der jetzt mal. Aber vielleicht ist es ganz gut, dass du mal einmal aussetzt, mal kurz durchschnaufst. Ja, ach, du spielst mal wieder mit, Janine. Das hast du ja auch gemütlich gemacht, die letzte Stunde. Ja, ich spiele halt einfach gute Karten, wenn ich welche habe. Oh, das warte, muss ich mal. Janine spielt nur gute Karten. Janine spielt nur gute Karten, das ist vollkommen richtig. Jetzt drehen sie alle durch. Deswegen, jetzt sind alle nach der Pizza richtig motiviert, da musst du ein bisschen passiver spielen. Mark checkt. Ah. Ingo checkt. Jan bet 2000. Janine called. Schnell. Mark ist raus. Ja, krass, ne? Wollte uns rausdrücken mit seinem 600. Ingo ist auch raus. Ah, das ist jetzt. Heads up. Diese Geldverschiebung, die gleich stattfindet hier. Na? Na? What you do, my friend? What you do? Why you want to know now? Jan, bet 2000. You want to know now? You want to know? I want to know now. We play high or what? Janine, wieder mit dem Insta-Call. Instagram, hast du gesagt? Instagram, ja. Insta-Call. Ja. Die Straße mit der 10. Den Buben. Ach, da war schon was drin. Ja, ich hab schon übersehen. Ist ja noch ein vollständiges Gebiss, aber die Backenzähne fehlen. Ja. Und die Eckzähne.
Und die vordere Das Teufelchen namens Aurel auf Janins Schulter. Ich bin ganz froh, dass ich diesen Booker-Profi an meiner Seite habe, der mir hier und da mal so ein kleines Stichwort zukommt, damit ich nicht so überfordert bin mit der Gesamtsituation. Was haben wir denn da? 6, 18, 12. Ja, okay, komm, dann machen wir mal. Janin checkt auch. Ja. Showdown. Jan. Dann okay. Mein König. Da meine Dame, two pair. Sweet. Oh. Nein, so wie sie guckt. Da Fuck. Haben wir Alter. Geil. Two pair hinten raus. Der Treffer. Dass dieses Ast sich da noch rettet, ey. Aber war es nicht letztes Mal auch schon so, dass die letzte Karte den Arsch gerettet hat? Dass dieses Ah, oh, das Ast da hinten. Man soll nicht gierig werden, Aurel. Man soll nicht gierig werden. Sagte sie und die Chips ja. Voll in Händen. Aber sie riskiert. Sie war ja die ganze Herrlich. Zeit nicht vorne. No risk, no fun. Ja. Ah, der hat wehgetan. Ja. Jetzt bist du auf jeden Fall Chip-Leader. Ich weiß, danke. So. Yes. Nee, nicht du. Erhöhen wir. Zeigen ihr Spiel zusammen, dann nur zur Hälfte. Da war viel Schönes dabei, Leute. Ah, jetzt haben wir. Jetzt wird erhöht. So. Sofort teurer. Zur Strafe sofort. Die Blinds steigen auf 250. 500. Jawohl, jetzt 250, 500. Okay, dann rennen wir. Jetzt musst du deine 50er wieder. Ja, jetzt verstehe ich auch den Sinn. Das ist für mich sehr teuer, Leute. Wir wollen uns raus. Unsere Regie ist immer maßlos. Die egal. Haut auf den Putz, wie noch was. Warum, ey, ihr Penner, ey, wisst ihr? Jetzt. Scheiße. Denken, ihr habt so viel, könnt aber was abdrücken. Wenn du noch weiter sowas sagst, erhöhen die wieder. Das ist deine. Ich will sie nicht anfassen. Oder? Ja, ja. Aurel? Ja, hat. Sorry. Dealer-Button ist bei Marc, oder? Ich, ja. Ja. Jo. Achso. Weißt Technik. Du wahrscheinlich eben. Ja. Nee, Technik ist sehr wichtig. Hier ist er doch. So, Janine Kott. Ich bezahle. Aurel ist raus. Colin ist raus. Mal zwei Asse wegschmeißen. Hm? Kev called. Marc called. Ist halt nix. Ingo ist raus. Called. Jetzt muss ich den Mace Ring Tower hier abbauen. Bitte sehr. Gecheckt? Ja. Jan checkt. Vier Spieler. Wenn das nicht so klappt mit dem coolen Umlegen, dann versucht man irgendwas anderes, ne? Der Trigger. Bet von Jan, 500. I bet you will, ne? I das ist ja der Minimalbett, ne? Das ist ja nicht hoch. Machen wir einen Taui draus. Aber er ist paralysiert, also ich warte noch. Er war noch auf. Sie ist so hübsch. Janine fold. Ja, wir waren eine Race. Frau. Das ist das Einzige, was du sagen kannst. Taui ist Minimum Race, ne? Race, nächstes Mal bitte früher sagen. Hab ich doch gesagt, Race reingeworfen. Ja, weil der schon. Du warst paralysiert. Der war schon drinnen. Nee. Wir Race mal von Slow-Mo. Kev. Können wir nochmal schauen? Ja, nochmal Slow-Mo bitte. Race auf 1000 von Kevin. Und ein Fold von Marc. Also, weiß nicht. Jemand in der Regie. Ja. Ich darf noch? Ja, klar. Jan, called. Ach, sorry. Sonst platzt der Knopf gleich. Ja, der platzt. Ich spür's schon. Bett von Jan, 1000. Das war der letzte 1000. Race auf 3000. Geht aber schnell. Kev, Race 3000. Ja, ging schnell, ne? Sagen wir jetzt, haben wir hier. Das sind 200er. Ja, das sind 1000er. Gecallt von Jan. Vielen Dank. Schön, schön. Rübergeschoben von mir. In Gomez. Gut, das ist der Gut. Das haben wir auch. Bin ich? Ja, ja. Klar. Das ist ja, der hat da ja so viel liegen, ey. Das ist doch. Hau alles rein. Dann, ey, wenn ich dann will, ich will nicht vorm Aurel draußen sein. Das ist ja schon auch, das ist auch ein innerer Antrieb gerade. Deswegen. Ich check it. Jan checkt. Wie viel hast du denn, darf ich fragen?
Nee. Kannst du erzählen. Boah, Augen sind so schlecht. Warte mal, sind 1000, Alter, ich bin innerhalb von einer ganz kurzen, nein, ist ja auch egal. 10, hier. Was haben wir denn? 5, 14, 9, 17, 2, 1, 19, glaube ich. 19? 4, 5, 9, nee, 2, 1. Ja, 19 müssten richtig sein, sagte mir die Regie. Ja, da fehlen nämlich wieder die 200. Ich habe hier nämlich 2, 1 liegen. Ja? Guck mal hier. Taui, 1400 plus 5, 1900 plus 200 sind 2, 1. Also tatsächlich, mir fehlen 200 auch in der Liste. Oh ja. Gemogelt. Irgendwer hat hier... dir Geld geschenkt. Wer war das? Also, warten wir jetzt noch ab? Also 2100. Ja, 2100. Also, du bist an der Reihe. Race, also 2100. So, 2100. Bett von Kev. Jo, komm, scheiß drauf, Ori. Das war Paul. So, vielleicht war das sehr dumm. Damit habe ich nicht gerechnet. Dann Showdown. Fünferpärchen nur. Nur ein Fünfer. Ja! Ja! Drilling. Sehr gut. Fünfer. Oh, ist das ein geiles Scheißspiel. Ich dachte, ich ekel dich raus. So kurz davor. Jawohl. Habe ich aber ordentlich was verkackt. Sehr gut. Alter. Sehr gut. Aber dass du auch den König nicht hattest, oder irgendwas los. Ja, es war wieder risky. Da habe ich mich, während ich da das Geld reinlege, geärgert, aber jetzt funktioniert es. Jetzt geht es dir besser. Jetzt geht es mir besser. Hast du aber gut Paroli geboten. Ja, das sieht aber nicht so aus. Warte mal, Blut, aber es war sehr gut. Aber genauso habe ich die anderen beiden verloren. Ja, stimmt. Dem Count von Jan könnt ihr jetzt 400 draufrechnen, weil der war nicht korrekt. Nee, 200 angefehlt. Ach so. Ja, aber jetzt hast du das All-In gewonnen, das heißt jetzt sind es 400. Aber nicht bei mir abziehen, Regie, ne? Also... Oh, kann ja beim Aurel abziehen, das fällt dem nicht auf. Ab. So, ja. Small Blind, Big Blind. Ach so, scheiße. Oh Mann, aber hätte ich am Anfang so viel gesetzt, wärst du dann mitgegangen? Weil, ich meine, du hast ja schon Muffensau ein bisschen, ja, oder? Voll. Ja. Aber du hast einen Drilling, das darf man auch nicht vergessen. Ja, aber wer weiß. Small Blind bitte noch. Mann. Small Blind, please. Was war das immer? 250. Und habe ich jetzt wieder. Gutes Gefühl, ne? Zahlst gerne. Ja, sogar, wenn du schon wieder deine Zockerbrille auf hast. Weiß man nicht, was passiert. Ein Happening. Lass mich raten. Fold. Also ja, was machst du? Was ist der Blind? Nein, kein Blind. Du bist dran. Oh ja. Jetzt kriegst du nichts mehr zurück. Aurel called. Colin called. Kev ist raus. Marc ist raus. Ingo ist raus. Jan ist raus. Und die Dame checkt. Zahlst du sogar 2,50 für nix, ne? Ist dir egal. Ja. Guck mal, dritt. Ja. Aber es gut was gekriegt, ne? Saftig. Ja. Also, ja. Saftig. Bam. Also, und das hast du. Ich hab ja vorhin gut. Sie, den, ne? Nur nicht den Karo. Das ist wie Faden. Pfannkuchen am Sonntagmorgen. Vorbei. Schmeckt. Ja. Vor allem, weil ich auch vorher, ne? Und am Samstag Janine besoffen. Janine fold. Ja? Hättest du nicht checken können? Ja. Scheiße, ja, stimmt. Ich war die Erste. Mein Fehler. Gut. War, weil ich so geile Karten Die Zockerbrille hatte. Ist kaputt. Ich wusste, was ich damit machen soll. Weg. Das ist mir zu heiß. Das Poker-Räuspern. Das nicht beim letzten Mal kommen können. Dann sieht es besser aus, weißt du? Ich vergesse meine Karten, die ich vorher hatte. Immer weißt du, was gefehlt hat? Beim Boot hat die Battle-Brille gefehlt. Beim was? Beim Boot hat die Battle-Brille gefehlt. Die Battle-Brille. Verdammt. Das war aber ein Fehler. Scheiße, ich vergesse es. Aurel, Bett 500. Ich wie viel der neben dir hat. So, muss er zieht dich jetzt Battle, aus. Battle, Schade, das ärgert mich. Ja, aber das hätte ich vorher gegen dich gerne noch mit das auf war jetzt auf und die ab, ganze Zeit verloren. Nee, den ganzen ja, Stapel da verloren. Der war bitter. Aber wärst du wirklich reingegangen, hätte sie dir nicht ganz ehrlich gesagt, oh, komm, geh rein. Das war Aurel. Race. Ist ja eigentlich scheißegal, man muss ja gar nicht rechnen. Groß. Quatsch, looten und leben. Einfach nur mehr, als er hat, hinlegen. Dann sag doch einfach All-In. Ja, so. Ja. All-In. Colin Ollin. Colin Ollin. Alles reinschieben da. Zack. Ist ja nicht, ist es reicht ein Chip. Ach so. Sag Ollin, werf einen Chip in die Mitte. Reicht. Ja, die Fliege, ne? Spanische Fliege ist hier. Haust du alles raus oder? Oder Foles. Ollin. Yeah. Aurel called. Show down. Aurel? Zeig eure mal. Karten bitte. Jetzt wird's nice. Jetzt wird's. Hat er ein Ass? Holy shit! Alter, wäre das das Ass gewesen? Da haben wir noch die Chance auf eine Royal Flush, würde ich sagen. Das habe ich noch nie gesehen. Alter. Okay. Also die fertige Straße gegen einen Königstreffer. Gummibärenpunkte, wenn er das schafft.
Ficky Fickmeister und seine Fickfreunde, ey. Splitball ist noch möglich. Fuck, fuck. Splitpot ist der noch möglich. Der funkt eigentlich immer die ganze Zeit. Ja, wenn jetzt ein Bube kommt, dann eine 10. Der KGB. Jetzt nur noch der Bube. Splitpot ist noch mal möglich. Bube, dann hast du Split. Was? Bube, dann ist Split. Ansonsten gewinnst du. Oh! Das gibt's doch nicht. Unfassbar. Das ist ja unfassbar. Das gibt's nicht. Ist das unfair? Herbeigerufen. Ist das gemein? Guck, was liegt denn da schon wieder auf dem Tisch? Alter, kein Karo mehr gekommen. Alter, wie räudig. Hat er einmal gespielt. Mann, Alter. Das war sogar der Moment. Ja, gut. Wo die Zockerbrille kaputt gegangen ist. Ist wunderbar. Aber hier, ich brauche auch noch 50er. Ich weiß, was du denn? 4 grüne und 2 violette. Wo ist jetzt der Mann? Der Button moved, okay? Danke. Kennt ihr das, wenn man Käsepizza gegessen hat, dann riecht die Finger dann auch nach Kotze? Das ist eine schlechtere Pose. Nur weil du. Ja, das habe ich aber auch gedacht. Nein. Aber es ist. Vielleicht liegt es an meinem Bart, meinst du auch. Aber jetzt habe ich doch trotzdem Geld verdient, oder? Vergessen meine Kameras dabei. Die Blinds, ja. Nee, ja, heute ist es also nur Internet. Ein bisschen, also 200 oder was war jetzt 500, das glaube ich. Oh, Aurel kommt zurück. Runner, ja, aber Runner, Straight. Genug, Mann. Das war richtig. Das war richtig räudig wenig. Das war das beste Blatt, das du jemals hattest, oder? Ja, Mann. Runner Straight zum Splitpot. Nee, ich hatte nichts. Nicht schlecht. Wie viel Prozent war das? Und jetzt muss ein Big Line mit 500. Schwinden gering, also. Das war ja, aber nur 2% Splitpot oder so. Ja, das hatte ich aber. Ich hatte das ja auch nicht den ganzen Abend über. Das ist selten. Man nennt sich auch daheim den Kalkulator. Ja, ich habe den Taschenrechner eingebaut. In den letzten 40 Jahren ist mir das 4-mal passiert. Einmal in Las Vegas, dann war ich noch in Castrop-Rauxel. Genau da, das war ganz schlimm. Da habe ich mein Kadett verloren. Das war ganz schlimm. Beim Splitpot? Also ich habe jetzt noch die Hälfte vom Kadett. Colin Fold, Kev Fold. Dem haben die Reifen gereicht. Fold, Kev Fold, Mark Fold. Wow. Ingo Fold, Jan Fold. Hätte sich gern gefressen an mir, ne? Aurel. Ja, check. Guck mal, wie kurz. Schnee Cold. Ich auch. Und Aurel checkt. Heads up. Mich hat was angefressen und konzentriert. Alter Spaßmacher, du. Bad Race, Bad, ich voll, Bad, voll Bad. Das sich selbst vorliest. Ich bin, ne? Jo. Das ist so geil, wenn man einfach rüberguckt. Janine, Bad, 1000. Die ist halt ein Wrecking Ball, ne? Die macht dich kaputt jetzt. Ah ja, da viel Geld. Schönen Abend noch. Ja. Ciao, Buddy. Ciao, Buddy. Toi, toi, toi. Alles Gute. Geil. Ich bin raus. Aurel, fold. Wer geht da hinten eigentlich immer ganz leise die Treppe zum Dachboden hoch? Mogli. Da, schon wieder. Da habe ich alles, was Simon, der wohnt auf dir. Verloren. Ja. Oder Matthäus. Ich habe gut bei mir. Oder Matthäus. Boris Becker vom PC habe ich gehört, ne? Nachdem der jetzt 4 Millionen da gewonnen hat. Til Schweiger? Hat er gewonnen? Was? Wo hat er 4 Millionen gewonnen? Was hat er gekauft? Nie gepokert da. Button bitte. Weiter. Aurel Small, Colin Beck. Was war Small? Schönes Buy-In mit irgendwie 110.000 oder 111.000. Hat er vorher noch die Bank angerufen vorher nochmal und gesagt, Herr Becker, nee, hat gesagt, 10.000 Euro hat er selbst bezahlt und 100.000 gesponsert. Hat ein Darlehen aufgenommen. 10.000 Eigenkapital. Das Gefühl, ich bin schlauer geworden. Ich habe kein Glück mehr. Das Gefühl habe ich nicht. Dann müsste ich aber mehr Glück haben. Was ist? Siehst du, als langfristige Investition. Ja, ja, aber schau, die dicken Jahre sind so ein bisschen, ne, dass man... Ja, also das ist nicht Cold. Das Problem. Ich würde auf jeden Fall wieder mitgehen, aber wenn du... Ingo Fold. Ja. Ich kann dir gleich erzählen, was für einen Käse ich hatte. Janine Cold. Ja, wirst du sehen. Dann kannst du dir nur einen Käsetoast machen, aber mehr auch nicht. Oral? Jan ist raus. Damit. Mhm. Aurel ist auch raus. Verwunderlich, warum eigentlich? Aber war nix. Ah. Was ist denn der Gelblatt auf die Sonne? Gar nichts. So, ne? Check. Check. So. Wer ist denn hier gerade? Janines Chip. Ja. Zu dritt. Erschreckender brauner Berg da. Das weiß ich jetzt. Erschreckend finde ich. Also erschreckende braune Berge. Ja, zu dritt. Janine hat gecallt. Oh Gott. Auch hier. Jemand mit? Was? Wie? Wo? Janine hat gecallt? Was denn? Wie war's? Hä? Ne, wir warten auf den Flop. Ja, ja. Janine, ja, so. Colin und ja. Marc sind im alle. Pott noch. Recht. Ja. Er hat gecallt. Hello.
Is it me you're looking for? Ich krieg nochmal alles vorgebetet von anderen. I just called. Und jetzt sind wir da. Jetzt kann der Flop kommen, hoffe ich mal. Ich teile ihn einfach aus. Zack. Zack. Colin checkt. Mark Bett 700. Interessant. Johnny Cold? Ja. Ne? Ja. Man muss auch nicht jeden Scheiß mitmachen. Versucht mich ja reinzuquatschen. Lass mich jetzt im Wochenende mit war ich alles noch am Ende. Jeden Trend. Nur eine Fliege hat sich da reingemogelt. Ne? Magisch. Magische Fliege. Von Aurel. Spanische Fliege. Wundert mich, dass tatsächlich an diesem Abend noch niemand den naheliegenden spanische Fliege-Gag gemacht. Sogar du hast auf die magische Fliege gerade Ich habe auch schon spanische Fliege gesagt, echt? Aber du hast nicht zugehört. Oh, wow. Also, Alter. Marc checkt. Funktioniert auch nicht. Janine checkt. Okay, dieser Witz war kein guter Mann. Nein. Ich kann dir noch einen schlechteren erzählen. Wer sitzt im Wald und murgelt? Ah, ja, gut. Ja. weißt du das einfach nicht? Nein, komm. Mogli. Ja, okay. Aber dass du den nicht kennst, ich meine, Marc, aber es hat zum Lacher gesorgt. Wer spielt im Dschungel Poker? Ich weiß nicht, ob es mal nach Dschungel nennen kann. Verständnis ja! Wenn wir quasi beim Mindesteinsatz 500 sind, muss er jetzt aber, also wenn er quasi der Erste ist, muss er nicht auf die 1000 gehen, wenn er muss nicht verdoppeln. Nein, der Mindesteinsatz ist ja 500, den hat er gebracht. Und es geht, nee, du musst nicht beim... beliebig. Okay, ja. Achso, den kannst du quasi... okay. Alles klar. Das heißt 800. Okay. Das hatte ich immer nicht. Aber wenn ich jetzt raisen wollte, dann müsste ich auf, warte. Ja, sag. 1600. 16. Ah, okay, einfach. Okay, alles klar. Der erste Raise ist immer das Doppelte. Oder mehr, richtig? Oder all in. Oder mehr, ja. Minimum. Oder ich gehe halt einfach all in, ja, klar. Ich habe ja nicht mehr so viel. Ist richtig. Aber vielleicht mag ich dich gerne und möchte, dass du noch eine Runde mitspielst. Achso, ja, dann, wenn du so gut getroffen hast, dann lieber nicht. Who's knows, who's knows? Called. Showdown. Ich habe nur Dame hoch. Ich habe nur Ass hoch. Dame hoch. Oh. Ass hoch. Oh. Kackeiern. Die Dame hat's gewittert. Wahnsinn. Ja, man, so zögerlich, wenn er bessere Karten hat, ist er besser. Okay, das wird jetzt übel. Das war unschmuff. Eieieiei, was ist hier? Das Anfängerglück. Wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile. Ja. Hast du viel braune Chips? Mann, jetzt sag doch mal. Sag doch mal, komm. Kannst du dich an das eine Mal, weißt du noch, das eine Mal, wo ich dir da mal... Da hab ich doch mal, wo wir Fisch essen waren, genau. Da hab ich mal den Fisch, hab ich mal bezahlt. Genau, wär, okay. War noch mit 3000 Euro so, waren das doch. Das war ein schöner Nachmittag. Misch nochmal? Das war noch Pause. Die auch? Wieder. Im Borchardt. Nee, genau. Oh! Mein Joker. Ein Ass von zwei. Nein. Ist das so die Regel, wenn einer guckt, dann dürfen alle sehen? Okay, ich habe einen Nachteil offiziell jetzt am Tisch, ne? Ja, das ist richtig. Aber den Emotionen hattest du vorher auch schon. Das ist die Karte, die Karte, die du nie bekommen hättest, ein Bube war. Und jetzt wissen es alle. Ja. Verdammte Scheiße, wenn ich jetzt so Zuckung im Mundwinkel habe, dann kann jeder deuten, du hast ein Drogenproblem. Ich finde es immer schön, wenn der Dealer falsch austeilt, weil der Button zum Beispiel falsch liegt, und sich dann die Leute aufregen, was wir für Karten wieder abgeben müssen. Mhm. Die hätten sie niemals bekommen. Und diese regen sich dauert trotzdem auf. Doch, das war so. Hätte ich gewonnen, dann hätten wir das Haus nicht verloren, Schatz. Wäre das Schicksal gewesen. Es war so knapp, du darfst jetzt echt nicht sauer sein. Hey, der wäre drin gewesen.
los. So und so viel Tischen. Jetzt geht richtig los. Jetzt geht richtig los. Im Sino. Meine Glücksstunde ist vorbei, das weiß ich schon. Dann setz doch richtig krass. Das würde ich jetzt auch tun. Oh nein, nicht der Raphael. Oh nein. Sino in Nacko. Ich mach das auch. Mark Fold, Ingo Fold. Jan Cole. Du siehst, das ist nicht gut. Ariel Fold. Lieber nicht. Es haben alle gefoldet bis auf Jan. Und Colin ist jetzt an der Reihe, der called. Kommen die nicht mit vor lauter Informationen eingeben? Er hat jetzt und Kev Scheiße gesagt. Checkt. Er darf nicht Scheiße sagen, oder was? Nein, auf gar keinen Fall Scheiße. Sag mal, Aurel, wann... solche Regeln hier. Nein. Wann kann man bei dir Pokertraining machen? Die Aurel Merz Poker Academy, die Aurel Merz Poker Masterclass in Berlin eröffnet relativ bald. Voll den Check. Im Aktuellen Springerhaus. Jan kann auch einen Online-Kurs machen. Ist das euer Ernst? Colin checkt, Kev checkt. Ja, ist checkt. Los, alle sind müde. Alle scheiß Karten. Master Game. Müde. Check, check. Check. Showdown. Ich hab auf die Farbe gehofft. Geht hier um die Blinds. Was ist da? Nix. High Card 9, High Card Bube. High Card Dame ist gut. Oh Mann, ey, hätte nicht das Peak noch kommen können? Ich glaube, ihr werdet sowieso nicht mitgegangen. Ja, das ist ja einfach. Da hätte man ja jetzt mal pokern können. Ja. Wärst mal lieber mitgegangen. Ich wüsste gern, was du weggeworfen hast. Scheiße. Das war wirklich richtig. War noch räudiger. Zwei Asse. Nur zwei Asse. Ja, zwei Asse. Nee. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du immer so eine Käse auf der Hand hast. Ich habe wirklich Käse auf der Hand. So eine 8 und eine 5 oder so. Ich folge dir jetzt die nächste Runde und spiele bei dir mal mit. Nee, glaub mir, das ist wirklich Shit dabei. Können wir ja mal so eine Fun-Runde machen und ihn einfach copy-pasten. Ich glaube, die letzte Runde ist definitiv mein Untergang. Okay. Ich spür's irgendwie. Willst du meine Notizen haben? Hier, warte. Call. Ich muss mal wieder... Nicht Einsatz anpassen. Colin called. So. Das ist mal ein richtig schöner Name. Ja, Colin ist noch nicht dran. War nur ein Witz. Aurels Karten, sind die da? Meine sind ja? So. Sehr gut. Ingo, ist ja so teuer im Moment. Nee, mir fehlt immer noch einer, ne? Mhm. 500 ja. Muss ja. Oh, Race gleich direkt. Ingo, Colt. Nee. Jan Foldet. 500. Ja. Foldet. So hell hier, ich sehe das gar nicht. Aurel gehend. Ja, ich bin aber voll dabei. Was brauchst du? Ich habe gefoldet, sag ich mal kurz. Wenn du mitgehen willst, 500. Hier ist ja gerne, vielen Dank. So viel du willst. Darf ich mal gucken? Aurel called. Colin ist raus. Kev called. So mit Marc, check. Wenn man schon 300 drin hat vom Blind, da kann man 500 mitnehmen. Ich mach gar nichts. Wichtige Geschichte gerade. Aurel, ist das für dich viel Geld jetzt? Ist es im professionellen Poker, Marc, ruhiger? Vergiss meine Karten immer. Definitiv. Okay. Jackie. Kev checked. Mark checkt. Das ist ja übrigens checkt. Online spiele ich sowieso ganz ruhig. Aurel checkt. Machen wir das schon wieder. Alle checken. 500. Bet 500 von Kev. Mark fold. Ingo fold. Kannst du das nicht so billig davon machen? Ja, wenn das so teuer ist, ist das immer also so. Auch 500. Aurel. Colt. Das ist halt am Ende immer so. 500 zurück. Dann wird es immer teuer. Dann musst jetzt so wir haben es alle gesehen. Mhm. Sonst wird es hier auch nie ein Ende. Ja. Hat er jetzt das erste Mal drunter geguckt? Ja. All in. Was? Kev, all in. Er kommt nicht all in. Hä? Warte. All in ist ja nur. Ja, all in ist alles, was du hast. Das, was du hast. Ja. Also, er covert dich ja. Du kannst jetzt wegschmeißen. Ja. Er war zu faul, dein Zeug zu zählen. Deswegen. Kannst du dein ganzes Zeug. Ja, irgendwie? Chill. Ich muss kurz überlegen. Chill. Ich finde es aber nett, dass du meine Faulheit nochmal erkannt hast und. Ich glaube, der hat eine 4 bekommen. Als das macht man das aber. Hier ist meine Glückszahl. Das ist ja vollkommen korrekt. Jetzt muss ich kurz raffen, weil. Also, das ist das und das ist das. Jetzt müssen wir die Regeln kennen. Dre, Flasche das höchste. Soll ich dir kurz. Das muss man. Darf ich dir kurz was. Aber wenn jetzt ein Joker kommt, kannst du dir aussuchen. Ja, ganz das ehrlich. In der bei einer 7 muss er 2 ziehen. Wie würde sich das Spiel wirklich mit einem Joker verändern? Das wäre doch so bitte, geil. Hier. Oh. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, dass das so nein, doch. Hat das verboten? Wir dürfen nicht zusammenspielen jetzt. Mach mal, jetzt hab mal einmal Eier und schmeiß mal den Scheiß an. Ja, mach ich auch. Wenn sie in die Hand redet, so, wie viel ist das? Dann gebe ich 2. Nee, ist egal. Showdown.
Zwei Pärchen. Scheiße, nichts! Seat open. Scheiße, nichts! So kann man vom Tisch gehen, ne? Scheiße, nichts. Gut gespielt. Beim Bluff muss man, also, bevor er was gesetzt ich wurde. Ich weiß, aber Reaktion irgendwie dachte ich mir, weil ich eine Ass hatte, dachte ich, der Bluff hat gar nichts. Ich dachte schon, dass die Dame getroffen hat, unsicher bist. Ja, aber du hast so gewirkt, dass du auch gar nichts. Das wäre ein geiler Sendungstitel, Aurel. Oh, wo ist der Mann? Das geiler wo ist der Mann mit dem Mund? Willkommen bei Scheiße nicht. Das ist einfach der Titel der Poker. Boah, war das ruhig. Was hat denn nicht funktioniert? Eine Seite. Kommt er durch oder kommt er nicht durch? Aber wann hatte ich denn jemals nichts? Oder wollte ich einmal zocken? Ja, weißt du nicht. Ich hatte niemals nichts. Alter. Ich hatte immer irgendein Pärchen im Bus. Niemals nichts. Ja, stimmt. Sie hatte mal nichts im gewonnen. Okay, mal das war High Card Ass hast du doch gewonnen. Ja. Aber das ist ja nicht nichts. Aber bitte schreib deine Pokerbiografie. Mit zu zweit am Tisch und einer setzt so 2,30 € auf irgendwas. Du bringst 2,30 €. Jetzt kommst du erstmal nicht als Vorlage. Was für 2,30 € vorher? Nee, aber du hast alles unter Pärchen ist für mich nicht so. Mach das so Spaß und doofe. Jetzt will ich auch schwach. Wiedersehen, Mäuse. Tschüss, Aurel. Bis gleich. Tschüss. Komm doch nochmal wieder. Dürfen wir tauschen? So. Ja. Warum macht er das denn? Nichts. Aber das hätte. Also, hat ja aber schon ein bisschen also, Mucken. So als du mit High Card Ass gemacht hast, dann hätte ich auch wieder. Ich hatte keinen. Ja. Er fühlt sich ja nicht betrogen oder so. Nee, wenn 1000 drauf liegt. Ich glaube, Marc wird es schon beschweren. So, also, als du mit Ass gewonnen hast, da hast du einfach mit einem größeren Nichts gewonnen. Es ist richtig, aber es ist ein Ass nichts. Wie gesagt, aber erst damit war schon nicht. War schon hätte er sie, aber hättest du anders gespielt, hätte ich es auch nicht gemacht. Du warst so zögerlich. Ich war gerade noch überlegen, ob ich All-In setze, aber ich habe gedacht, du würdest so oder so callen irgendwie. Ich weiß auch nicht. Mit Ass hoch, glaube ich, hätte wahrscheinlich meine All-In gecallen. Deswegen habe ich nur wenig gesetzt. Aber wenn du Small Blind bist, brauchst aber ich bin ja jetzt schon Dealer, also bin ich jetzt 500. Gehst davon aus, dass du da hier gut. Kann man hier auch so, guck mal, kann man hier so. Fliege macht mich verrückt. Ich habe mich so gefreut, als ich an los geworden bin. Das ist ein moralischer Haufen, weißt du? Michael Jackson. Ich glaube, du hast damals hier dieses Fingerskateboard gehabt, ne? Hatte ich das mal? Ich hatte mal eins auf jeden Fall. So wie du hier mit dem Moonwalk überzeugt hast? Sagen wir so. Scheiße, nichts. Jan Fold? Scheiße. Fold heißt das jetzt immer, ne? Scheiße, nichts. Dann den Colt. Colin Fold. Ich höre sie da draußen Kev. Schon. Oh, Colt. Warum macht er das? Ich gehe all in. Hätte doch gewonnen. Ja, hätte ich. All okay. In. All von in. Mark. Wie viel ist das? 3200. Stimmt. Ja. Ingo Colt. Oh, ich bin gezockt, ich merke das schon. Eine 500er wieder zurück. Oh, danke. Das fühlt sich gleich viel besser an. Der König des Rückgelds ist leider gegangen mit Aurel Merz. Janine Foldet. Das ist Ponto, ne? Kev Colt. 3500 gesamt, ja? 200. 3200. Oh, schön. So, wir haben ein Mainpot. Oha. Drei Spieler, einer All-In. Der Flop. Check. Ingo bitte. Check. Ingo checkt. Kev checkt. Habe ich da gerade die hat einer getroffen? Wir haben eine Emotion gehört gerade. Was ist da passiert? Wer hat getroffen? Jetzt ist die Frage. Oh, das sieht gut aus. Ingo, Wett 2000. Ich gehe all in. Kev, das sieht noch besser aus. Oh. Ja, dann mache ich das wohl auch. Ne? Call? Ingo, called. Mir das gerade gefällt. Showdown, bitte. Also ich habe mich damit recht sicher gefühlt, aber so. Werden wir sehen. Ass-Pärchen. Ass-Pärchen. Ich bin schon Bube. Oh komm, jetzt darf nur kein Bube kommen. Nur kein Bube. Keine Acht. Aber nee, Acht habe ich ja auch dann. Full House. Ja, aber wer Splitpot? Ah, das ist dann egal. Ach, da gehen wir beide. Alter. Tisch genommen. Kann es sein, dass ich jeden vom Tisch habe? Doppelter Seat. Doch, Booty open. Ernsthaft. Ihr zwei gerade durch das Ding. Wir sind gerade. Asse, Achter, König, kickt. Yes! Woo. Aber das war auch ein geiles Blatt, ne? So was Schönes habe ich selbst. Ja, ist wunderschön. Von ihr. Aber hätte auch anders laufen können, das war ja klar, hätte anders laufen können. Oh Mann, ey.
Machst du ja nichts. Ja, komm mal. Mann, das war gewinnt man, mal verliert man. Ne? Dankeschön, Jungs. So ist das. Oh, viel Spaß. Sag doch, mich kann man nicht einschätzen. Ich bin wie. Niemand hat was anderes behauptet, Kevin. Bitte beruhige dich. Bis gleich in der Ritze. Ich bin einfach zu oft in der Ritze. Nicht schlecht. Alter. Das war echt. Das war. Ja, das war, ich glaube, er hat übernommen, Janine. Wie viel hast du jetzt? 40.000? Janine kann das besser erzählen, ich zähle das nicht. Ich bitte, spiele ja, genau. Die Janine kann so richtig gut zählen. Irgendwie müssen wir auch mit den Kopfhörern machen. Also entweder die Kopfhörer von den Kameraleuten leiser drehen oder irgendwie den Kanal zumachen. Also das ist dumm, wenn die Leute es hier am Tisch hören. Ja, jetzt ist gerade echt ein bisschen. Weil ihr in der Regie brüllt. Ich wusste, dass ich es getroffen habe, aber ich wusste jetzt nicht, ist das jetzt wegen ja mir, ist das ja, wegen ja, ihm, klar. Aber ja, ja, aber ist ja schon eine Information. Ist das leider nicht Fall das erste Mal. Aber dann finde ich krass, dass er mitgegangen ist, ne? Weil er, wenn er kein. Ah, ne, er hatte auch das Ass. Ja, deswegen haben sie ja, das ja war halt super das kritisch. Okay. Aber guck mal, hätte ich zum Beispiel Ass irgendwas anderes gehabt? Hätte Bube, ne? Auch. Mhm. Nee, hatte Dame. Nee. Was hat er denn? Hätte. Fahrrad könnte, Kette wollte, wäre. Splitpot. War doch kein Splitpot. Das gefällt mir gar nicht. Was denn? Nee, das hat ist jetzt der König den Jungen geschlagen. Man fühlt sich plötzlich so arm. Was, Splitbot? In Relation nein, zu dem, was hier sonst so nee teilweise liegt. Ja, aber du hast ja gerade gesehen, wie schnell das geht. Ja, du kannst schon. Ja, mit einem ja, genau Spiel kannst du ja den kompletten Scheiß verlieren oder so, dann auch immer ja so. Wir hatten eben gerade den Big Blind beim Ingo. Das heißt, alleiniger ja Big Blind bei Jan, bitte. Ja, zwischenzeitlich, das ist einfach der YOLO-Modus. Mal, klappt da mal nicht. Was, Big Blind bei mir? Alleiniger Big Blind. Nee, der Chip geht weiter. Ich hatte doch den Dealer. Ja, der bleibt da. Ach, der bleibt da, wenn welche raus sind? Ja, hier sind so ja so ein paar Leute weg. Also okay. Verstehe. Und dann muss ich was? Small. Big. Alleiniger Big Blind. Alleiniger das Big Blind? Ja, Käse. Du darfst den Big Blind nicht überspringen, deswegen. Du warst eben gerade nicht Big Blind. Achso, du musst jetzt alleinigen Big Blind 500. Jetzt geht geil. Rein. Dann darfst du ihn behalten. Rein. Und das Rollen bitte called. Na, komm, bleib schön hier. Oh, es ne gehen die wir müssen warten. Die 500 gehen nicht auf. Ach, wir müssen warten? Nee. Ja. Kev kann noch in Ruhe seine Chips nee sortieren. Nee, ich wollte nur die Fliegen loswerden, ich habe 50 zu wenig. Tausender sind schon so viele. Die letzte Runde, der Herr Schröckert. Herr Schröckert? Dreimal Call. Und jetzt hat Jan die Option. Bla. Raised auf 1000. Dann called. Colin called. Kev called. Geht zum Dicke. Ja, jetzt wird hier, ich glaube, es könnte schnell zu Ende sein alles. Was habe ich denn überhaupt? Ja, jetzt haben wir nicht mehr viele. Wunderbar. Der erste Family Pot des Abends. Family Pot? Family Pot. Alle am Tisch. Alle. Ach, Ich? Jo. Bet 500 von Jan. Janine, Race 1000. Colin re-raised 2000. 5000. Kev re-raised 5000. Muss auch schon wehtun, wenn man mitspielt jetzt. Was hast du wieder gedacht? Jan? Nein, nein, called überhaupt nicht. Nur, das ist einfach. Aber guck mal, ich kann mir wieder viel verlieren, weil er es jetzt gewinnt hat mehr als ich. Alle haben so das Gefühl, der Point of No Return ist gerade unterschrieben. Aber es ist geil, dass alle mitmachen, ne? Also, das ist echt ein dicker Janine Haufen. Called. Wie könnte es anders sein? Colin called. Junge, Junge, Junge. Das ist schön viel Geld. Knatze. Die 10 ist natürlich gefährlich jetzt. Mit 10 Ass immer noch besser drin. 10 Ass würde jetzt gewinnen gegen. Weil bei Straße zählt auch die höchste Karte, oder? All in. Jan, all in. Er hat wieder die Regie gehört. Boah! Das glaube ich kam von woanders her. Ich glaube, das kam von oben. Ach, ihr müsst das jetzt zählen eigentlich. Die Losers Lounge. Warte mal. Das muss erst gezählt werden, wenn jemand fragt oder. Ich frage. Entschuldigung. Wir haben 3, 4, 5. Wirklich die Absicht hat mitzugehen. Warte mal, ich zähle mal hier, ne? 3, 4, 5. Um die 9200. 6. Was haben wir? 6. Was ist das hier? Doch. 7.
Ja, komm, egal. Janine Fold. Wie viel ist das? 9200 ungefähr. Ich glaube, das ist weniger, ne? Ich habe weniger. Ich glaube, dann bin ich auch all in. Dann sag Call. 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 Ja, damit auch. In out. Call and called. Kev ist raus. Showdown. Alter. Wer zeigt denn als erstes? Ich oder er? Das ist in dem Fall egal, weil noch eine Karte kommt. So. Also eigentlich du. Er hat wirklich die 10. Ach, das Ass! Da Junge. Haben wir. Lecker, lecker, Sträßchen. Lecker. Das ist schön. Mit einem zusätzlichen Flush Draw. Da haben wir 2 Pair. König Bube kann noch retten. Boah, Flush könntest du auch noch kriegen. König. Straße hast du schon. Heiliger Bimbam. Nicht schlecht. Und der Flush ist komm da. Komm nicht. Ja. Wahrscheinlich ein Seed Open. Dann. Verdammte Scheiße, ey. Set was Amal Seed Open. So was geil. Also das. Damals hier. 6. Ich war mir echt nicht sicher, ob du was hattest. Ne, das war echt. Ich? 7. Wir haben ein Haar mitgegangen. Ja. Okay, aber dann. Seed Open. Wir haben noch ein bisschen länger gezögert, ne? Und als ich gesehen habe, was Colin mitgegangen hat, ich mir, nee. Das ist mir zu viel Risk. Du warst der entscheidende Faktor. Ich hab das sehr möglich mit der. Das Colin? Ja. Hat er gut gemacht. Alter, jetzt aber, ey, Entschuldigung. Hätte ja auch mal gesagt. No, alles mein. Schnitt, alles weg. Wahrscheinlich wollen ja die Blinds wieder erhöhen, oder? Not too bad. Not too bad. So. Wir haben es erreicht. Was denn, 500.000? Das Alter, erste. Junge, guck dir diesen Turm von Tausenden an, Alter. Das erste Mal. Dass kein Interner den Tisch gewinnen kann. Oh. Ihr müsst nächsten Monat nochmal kommen. Wir müssen nächstes Mal nochmal kommen. Oh, wir wollten im Dezember. Das große Kniffelturnier bin ich auch dabei. Ja, das große Kniffelturnier. Danke, dass du mir beim Chip. Sehr gerne. Ich bin so ein bisschen amazed. Das ist schon viel. Meine kleine Alter, Schwester hat früher als schlecht. Lieblingshobby gehabt, Kohle zu zählen. Die war als Kind hat die mit einer Hingabe Geld gezählt. Wir hatten auch immer so ein Geld, also so ein Pfennigglas. Eine Maschine? Nee. Achso, ich dachte, jetzt so eine geile Geld. Wir waren sehr reich. Ja. An ein Pfennigstück. Und immer Pfennigstücke. Hey Janine, bei dir liegen noch 2000er unter den 500ern und. Bei den Grünen noch 2 Graue dazwischen. Not too bad. Ja, sieht man nur von hier, glaube ich. Das ist so wie im Portemonnaie noch einen Zehner finden. Ja, genau. Ich habe vorgestern 50 Euro verloren. Ich ärgere mich so doll. Die guck ganze mal, hast du die Zeit. Hände in dein Handy reingeschoben? Nee, ich habe die. So, Small Blind, Big Blind? Mit, Entschuldigung, mit. Regie wird noch erhöht. Oder nächste Hand. Ob Blinderhöhung ist. So, hier die und hab dann irgendwie. Das sind ja 50. Okay, da waren ja. 55 oh Euro drin. Mit einem 5-Euro-Schein habe ich bezahlt und am Ende war nichts mehr drin. 50 Euro von euch. So alles, was ihr wünscht. So, also, die Blinds sind 501.000 so. Jetzt. 501.000. Hättet ihr gedacht, dass ihr am Ende dabei seid? Ganz ehrlich, ich hab's nicht gedacht. Ich hab. Nee, ich hatte wenig Erwartung. Ich kann nichts. Also auch random. Jetzt fangen wir an hier, ne? Jetzt wird gezockt. Woo! Und was haben wir hier? Nice, 2 Jollies. Jetzt fängt er an. Die sind schon erhöht. Jetzt fängt er an mit dem Trash Talk, Alter. 500 du machst mich richtig unsicher. Ja, ich spiel mit. Karten sind da? Was? Ja, dann habt ihr die? Nee, warte. Gut. Ich spiel mit. Kev, called. Jan called. Ich raise. Janine, raised 2000. Kev called. Jan called. Das war schon großes Geld. Danke. Zu dritt. Ich? Jo. Also. Ja, ich voll checken können. Ach fuck. Ich vergesse auch immer. Das war der gleiche Fehler wie du vorhin. Das gleiche Missgeschick. Janine bet 1000. 5000 Race. Kev Race 5000. Stimmt, ne? Janine Call. Heads up. Check. Janine checkt. Nochmal 5000. Kev, Bett 5000.
All in. Janine, all in. Wie ist das? 4. Ja, ich muss ja nachlegen. Deswegen. 5. Weil machen wir gleich. Ich gehe mit. 1,5. Ich gehe mit. Kev also. Called. Showdown. Alter. Das sind 2 Paare bei mir. 2 Paare? Dame und 3. 2 Pair. Ach so, das Dreierpaar. Entschuldige. Gegen einen Flush Draw. Ja, stimmt. Kreuz gewinnst und du. Und der König hilft auch Kreuz, noch. Kreuz, König gewinnst du. Oder nur. König oder Kreuz. Kreuz. Nein! Wie viel musst du zahlen? Flush kommt an. Wie viel musst du zahlen? 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 6, 2, 4, 6, 8, 6 haben wir noch nehmen. 7, 7, 400, 7, 500, 8000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 900, 9000, 100, 200, 300, 9300. Oh, so ärgerlich, ne? Die Statistik war ja theoretisch auf meiner Seite. Das ist, nur, Statistik. Das ist Pech in dem Fall. Alter. Aber naja, kann man nichts machen. Ich muss halt so ordentlich gehen. 300. Aber nicht schlecht, dass du auch wirklich damit mitgegangen bist. Ich meine, du hattest ja nichts. Ah, das war nicht schlecht, also. Bam. Mit was hat sie jetzt gewonnen? Sie hätte nur mit Kreuz und König gewonnen, sonst alles andere verloren. Aber was hattest du, Pärchen, Dreier und? Ich hatte Pärchen, Dreier und Pärchen, Dame. Ja, okay, König wäre ja. Und ich hatte High Card Ass. Wuhu! Soll ich dir auch noch helfen? Ich klau dir auch nichts. Vielen Dank. Jetzt, aber das ist, vielleicht schaffe ich es ja noch, ne? Weil es sah schon mal wieder so aus, aber es ist ja, bei mir sah es gerade auch echt kacke aus. Wird nichts mit Los Angeles hier. So, big. Hier, small. Janine. Boah, sorry, jetzt. Ich small? Was, ein Taui? 500, ne? Boah, das tut weh, das sind. Oh Junge, das tut richtig weh. Oh, da kommt so eine Käse. Die Karten tun noch mehr weh? Richtig weh. Ich hatte die ganze Zeit, man hat sich gewöhnt an so viel Spielraum, ne? Jetzt schnürt ihr das den Hals zu. Jan fold. Oder Nicole? Ich bezahle. Kev checkt. Es kommt aber nie das, was man braucht. Check. Kev checkt. Beide checken. Sag mal, ey, bin ich. Ich muss auch immer gucken. Geist ist nicht mehr ganz auf der Höhe, ey. Was ist denn los mit mir? Check. Rein check. Na komm. Nein, ich checke. Diese Runde noch nicht Risiko. Nächste Runde muss ich schon gehen. Eine Bordperrung. All in. Rein checkt. Kev, all in. Okay, was anderes kannst du auch nicht machen. Ja, nicht mehr viel, das sieht zwar viel aus, aber ja. Das sind ja nur noch 1000, 2, 3, 4, 5, Fold. Kannst du haben. 5, 300, irgendwas. Den kannst du haben. Ist aber leider auch nur so ein kleiner Wermutstropf, ne? Weil jetzt habe ich eine Runde Luft, in der nächsten bin ich ja wieder im Zugzwang. Button Move, ne? Vielen Dank. Oh, Small Blind, yes. Warum musst du den Big Blind machen? Ja gut, das ist ja, okay. Fall der Jan aus der Portokasse. Das ist wirklich so. Achso, sorry, leg man, schmeißt den nicht so hin. Nee, bloß weil du viel Könnte davon kaputt. Hast, ja, dann musst du nicht respektlos damit umgehen. Ich tu dir gleich hier weg, ich will nur kurz 1000 Haufen machen, weil... Ach, scheiß drauf. Ich muss schon zählen, Alter, wie ein Eichhörnchen vor dem Winter. Haben sie ja immer dann... Wie lange muss man die denn da drauf liegen lassen eigentlich? Hm. Eigentlich nur ganz kurz. Vielleicht auch einmal rüberziehen, dann kannst du schauen. Janine, fold. Kev, called. Der Mann mit der Option raised auf 3000. Ja, komm, ich spiel auf Google all in. Kev, all in. Wie viel sind das? Sind das überall? Ja, das sind jetzt 2... 7.000, 6.000. 3. 7.350, wird mir aufs Ohr gesagt. Hat 7.350. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, es sind 6.350. Ah, ne, ja, richtig. 7.350. Hier. Ja, warte, ich hab noch irgendwo 50 Cent in der Tasche. Called. Showdown.
down. Jetzt aber. Na komm, kannst zeigen. Ja. Mit der Hand spiele ich. Oh, und er dominiert. Mit der. Hm. Wer dominiert? Du. Ach so. Dame Bube. Ach so. Na, Dame 10 suited. Aber zwei Kreuzen zu. Oh, und. Das ist da nicht schön. Trifft ja die das 10 auf dem Flop. Nicht schön. Das könnte ja immer noch König sein. Kein Herz bei den Händen, kein Flush möglich. Bube trifft. Hab ich gewonnen? Bube ist gut, ja. Jawohl, ja. Oh. Pärchen, Bube. Ernsthaft? Ja, sweet. Klar, du hast ein 10er-Pärchen, er hat ein Bubenpärchen. Nice. Fuck. Ich hab damit ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich auch nicht. Raus. Oh, ein bisschen Glück. Back in the game. Not too bad. Das Pech kam auf den Flop, Glück kam hinten raus. Also. Das Glück kam hinten raus. Sag ich immer, wenn ich am Klo bin. Flüssiges Gold. Und am Ende. Ja, wenn man so bitter verlieren würde, also. Okay. Ah. Small habe ich, ne? Kein Blind, nice. Ich hab Small. Du hast Small, ich hab Big. Was ist Big 1000? Ja. Aber ich brauche noch zwei oder drei solche Runden, bin ich erst wieder ebenbürtig. Ich hatte mal ein Turnier, das Vergnügen. Ein und derselben Turnier. Einmal mit Damen gegen Bube-Dame zu verlieren. Mm. Wurde ein Flush am Ende. Einmal mit Königen gegen Dame-König. Wurde eine Straße draus. Oh Mann. Mann, das ist bitter. Beide waren natürlich Short-Stack. Beide waren angesetzt. Kev called. Ich glaube, du hast schon viele lustige Partien gehabt, so. Eher haarsträubende. Ich check. Jan foldet. Janine checkt. Jetzt ab. Check. Janine check. 1000. Kev bet 1000. Raus. Und fold. Käse wär's bei allem. So kann man auch Geld sammeln. So sammel ich. Hier das Eichhörnchen. Ich meine, Marc ist zwar jetzt raus, aber der war auch mal so arm dran wie Kevin. Und jetzt hat er einmal mal All-In geschnappt. Mal, der Aurel ist so verzweifelt gewesen. Er hat einfach am Ende auch einfach seine Brille. Die beiden Blinds von euch. Das ist eine Idee. Die ist ohne Scheiß, die Brille ist so dreckig. Kein Wunder, dass der einfach hat nicht nichts gesehen hat. Wenn das wirklich seine Lesebrille mit Stärke ist. Die Blinds bitte noch. Hier ist es nicht Uno oder was? Achso, 500. Ja, tut wieder weh. Ach so, was? Ich habe Big Blind. You play 1000 or you don't? Jan called. Falsch, so. Nie called. Kev checked. Eine Runde zu dritt. Family Table, woo! Ich meine, bei drei Spielern ist jetzt nicht mehr so die Kur. Das ist schon schön, finde ich. Ist schon schön. Ich bin ein Schwimm. Es ist schon ein bisschen spannender geworden. Janine bet 3000, Kevin fold. Jan called. Ja genau, macht euch gegenseitig arm. Jetzt ab. Jetzt spielen wir für ihn. Sechs. Das weiß ich zu schätzen. Sechs. Fräulein Michaelsen mit 6000. Das ist schon knackig. Acht. Das ist ein. Entschuldigung. Inkompletter Race. Ach hätte so mindestens auf 12. Richtig, du hättest auf 12 erhöhen müssen. Ach so. Ja. Das heißt, 2000 Euro ist das gecallt. Okay. Ist einfach nur gecallt. Open Fold.
Sorry, hast du nicht gesagt? Ach, fuck, ist das ja erst... Oh. Oh nein, entschuldige. Open oh, Fold? Fuck, nein. Oh, normalerweise ja. Fuck. Was heißt das? Ja, ich bin raus. Ich hab's weggeschmissen. Oh nein. Oh, oh, das tut mir leid. Nein. Alter. Soll ich's trotzdem... Ja, zeig mal. Ich kotze im Kreis. Nee, zeig's nicht. Komm, ich will's gar nicht sehen. Alter. Nein. Warte mal. Wär, oh, du ja, hast verloren. Nein, ich hab... Oh nein. Sie hat gewonnen. Nein. Ich hab mich noch einfach nur um eine Runde Drilling vertan. Achter, du hast nicht... Splitboard wär's gewesen. Wie? Nee. Sie hat doch Drilling 8er? Nee, 10er. Und er hat einen 10er. 7, 8, 9. Ich hab mich nur um einen Runde vertan. Die hatten beide einen 10. Ja, aber sie hat doch einen Drilling. Ja, Straße ist höher. Aber er hat keine... Achso, Straße ist höher? Ach, nein. Ach so. Nein. Ich hab mich da nur getan. Oh, das tut mir leid, Janine. Das tut mir sehr leid. Das ist... Oh. So will man das eigentlich tut dir überhaupt nicht doch, leid. Weil so will so man, will man überhaupt nicht gewinnen. So will man gar nicht gewinnen. Genau, wenn du sagst, ja, man muss sparen und haust dem Laden irgendwie die Puppis raus. Nein. Das ist ein Sparen. Aber mich freut es natürlich trotzdem. Oh, es ist ärgerlich. Oh, bin ich dumm. Oh, ich bin unfassbar dumm. Das ist nicht ungünstig. Das ist nicht ungünstig, das ist dumm. Oh, jetzt bin ich wütend. Jetzt bin ich wütend. Jetzt bin ich wirklich. Aber du hast versprochen, dass du im Kreis kommst. Wirklich böse. Ich bin wirklich böse. Oh, oh. Das ist in dem Moment auch so ein stechender Schmerz. Oh, es ist furchtbar nein, dumm. Mach's oh, nicht. Oh, Mann, ey. Hör nochmal auf. No. Big Blind, bitte. Hier. Soll ich mich. Der ist bei 1000. Oh. Oh, ist das. Unschön. Kevin, wenn du nur einmal unschön sagst, ich hau dir das Ding ins Gesicht. Ja, das ist schon ganz schön kacke. Kotz im Kreis. Hier, piss dich, Mann. Eine Scheiße, ey. Ich bin mit. Kev, Colt. Hä? Du, es war nur der Blind. Fold. Hä? Es geht weiter mit den guten Entscheidungen. No? Was, warum? Ich hab ja, nur den Blind gesetzt. Ich hab gar nicht geraced. Ja, du steckst mich an, ey. Wir haben eine Scheißecke jetzt. Wir haben eine Scheißecke jetzt. Ich lass mich viel zu sehr ablenken von allem gerade. Ich denk noch die ganze Zeit, was ich mir mit dem Geld kaufen könnte, wie viel Cheeseburger. So, jetzt bist du mit der dummen Aktion dran. Boah. Ich hab schon ein paar dumme Aktionen in dem Spiel gemacht. Ich glaub, das. Die Regie weiß das ganz genau. Ich hab schon ein paar krumme Dinger gemacht. Guck mal, ihr habt da seine wertvollen Karten vergessen. Wollt ihr vorhin später das Bier kaufen? Ja, so, die Blinds. Will einer von euch haben? Du wolltest ja die Glitzernden haben. Hast du wenigstens etwas. Was? Korrekt. Verfickte Scheiße, ey. Ah, sweet. Warte mal. Ihr dürft die Karten behalten. Aber super, das, super nett. Das ist Werbung. Ah, okay. Das heißt so, bevor ich beschwer, dass ich die wegnehme, bleiben jetzt einfach liegen. Nimm einfach. Nein, die bleiben liegen. Ich meine gerne loswerden, ehrlich gesagt. Außer sagen alle, das ist nochmal neu. Wollt ihr alle, dass ich nochmal neu? Sagt ihr alle, das sind Scheißkarten? Oder will jemand das überhalten? Wir ist. Ihr müsst euch nur einigen. Wir ist Schnuppe. Ja, komm, wenn es allen egal ist, schmeiß rein. Ja, ist wirklich Wurst. Gleich mal. Das ist wirklich. Schon ein ganz einzigartiges Erlebnis. Ist doch Werbung. In meiner Zeit, in der ich poker, hatte ich das noch nie. Pokers? Ja, die Karten gehen zurück. Oh, es ist ärgerlich. Ich hab gedacht, wir sind durch. Bin ja, ich dumm, ey. Nee. So, selber. Immer wütend sein muss, ja. Ist ja das Allerbeschissenste von allem. Und hier sind noch nicht so viele am Tisch, auf die du... die ganze Zeit bei mir? Nee, wir haben den gerade rübergemoved. Ja? War schon richtig. Ich finde halt nicht mehr so viele am Tisch. Ich meine, ich freue mich, dass da hier so Laser festgewachsen, weil ich den später mitnehme. Also. Ich bin dabei. Das ist nur der Blind, by the way. Das sieht nur viel aus. Das ist nur der Blind dieses Mal, nicht das Abhaus. Kev called. Jan called. Option mal gecheckt. Weil die Fliegen werde ich jetzt nicht mehr los mit dem Huni. Button friendly. The grid. Button friendly placement. Jan bereut jetzt schon Fold. It's a fold. Ich bin ein Idiot. Aber das ist zum dritten Mal. Jetzt, ne? Ich bin so irritiert von so viel Geld. Ich check. Der Mann kann das. Fettnäpfchen. Immer gut. Check. Von 3000 darf ich oder ist das zu wenig?
Ich blicke mittlerweile nicht mehr durch. Na, 1000 ist Minimum, also 3000 kannst du gehen. Ja. Kev-Bett 3000. Kev-Bett 3000. Kev, was ist los? Ist das dein Wettbüro? Kev-Bett 3000. Punkt. Darf ich dafür Werbung machen? Ich werde gerne Testimonial für Kev-Bett 3000. Ich würde gerne, dass du hier so ein T-Shirt machst. Wir können das neue System, das mir sich untereinander wetten, abkaufen kann. Oh. Ein Call. Das ist kann ein nettes man? System. Gibt's ja. Glaube ich. Boah, ich bin gerade vor Lachen so verschluckt, ey. Ich spür's jetzt die ganze Zeit im Hals, ey. Das war aber echt. Das war wirklich geil. Kevbet 3000. Soll ich check? Ja, das hört sich gut an. Kevbet3000.de. Wettet jetzt! Kevbet 3000. Kevbet 3000. Wettet jetzt. Das Wettbüro. Euer Miro Klose. Ein Call. Boah, jetzt muss aber auch Kevbet 3000 gewinnen. Showdown? Nee, nicht zeigen. Nein. Setzrunde. Ich check. All in. Kev, all check. In, Bett, Punkt. Kev, all in. Warte. Wie viel sind das denn? Ja, das sind 3, 4, 5, so, 6? Ja. 6, 7, 8, 9, 9200. Nee, das meine ich. What? Der hat irgendwie. Der hat, wenn er spielt, hat er. Das denken die Leute die ganze Zeit. Ich weiß nicht wieso. What? Ja, weil du immer hast, weil du immer zeigst und immer hast. Weil du immer hast? Oh, das hätte ich jetzt gern gesehen. Spiel doch mal für mich. Jetzt kann ich mal die Rolle von Aurel einnehmen und hätte geguckt. Dann hört ihr auf. Da, wo es spannend wird. Grün ist das zweitkleinste, ne? Jo. Mal jetzt kriegt er hier schon wieder. Oh, jetzt, ich habe den Überblick über mein ganzes Geld verloren. Nee, das Ding ist aber nur, ich komme mit den Farben durcheinander, weil ich kenne es nur so, dass da halt Zahlen draufstehen. Liebe Community, wenn ich schlau wäre, würde ich mir jetzt Kevbet3000.de reservieren und sie ihm verkaufen. Das war wirklich die. Für 10.000. Smallblind, das hat funktioniert. Big Blind. Big? Big. Ein Brauner. Guck mal, das Brauner ist sicher, gut. Das ist ein Taui, Alter. Sorry. Die ist für die letzte. Ich habe nicht geguckt. Oh Mann, darf ich die doch bitte haben? Hm? Nein. Hätten wir uns den 3 gegeben, ich würde gerne so frei tauschen. Wachado. Achso, ich? Ja, mach ich immer wieder. Jan fold. Boah, seit dem Lachfall. Nee, ich hab gefoldet. Was ist los? Ich bin, ich check. Janine, gefoldet. Nachdem ich mich so abgelacht check. Habe, ey, ist irgendwas in meine Luftröhre reingekommen. Wieso hast du gelacht? Hast du mich ausgelacht? Also, hast du mich das ausgelacht? War vielleicht witzig, ein bisschen Humor, der führt dir überall rum. So, wie kann man das verschlucken? Eins, zwei, drei. Das ist die Form des Stringbets. Wie heißt deine Seite? Entschuldige. Einzeln fallen lassen. Oh, Entschuldigung, das war mir nicht klar. Was bedeutet das jetzt? Ich darf nur 1000. 1000. Oh, schade. Okay, Entschuldigung. Für den Bett 1000. Ich hätte es eigentlich angenommen, aber ich bin raus. War mir zu. Ja, normalerweise nimmt man es auch an, aber. Schade. Sorry. Stringbet 3000. J-Bet 3000. J-Bet. J-Bet. Das war mir nicht klar. Ich muss streng sein, sonst tanzt ja. Jeder auf dem Tisch. Ich ja, stimmt, weil sonst wenn irgendwann ich nicht war davon ausgegangen, dass ich zu viel auf der, in der Hand move. Hatte. Also. Und deswegen habe ich es vereinzelt. Die Fliege gemacht. Ist weggeflogen. String ja, okay, Bet heißt es dann? Bitte? String Bet heißt es dann? Ja, die ist einzelne Frage. Wenn man das einzelne, okay. String Bet. Ich glaube, wegen psychologischen Faktor, weil du so angucken kannst, von wegen so, ah, wie viel willst du mitgehen? So, nee, ich, ja, hatte, ich wusste, ich habe aber du viele. Hast mir auch gar nicht angeguckt, deswegen. Das war blind, immer noch. Achso, ich habe das nur als... Deswegen am besten immer ansagen, einfach, was, nee, was du setzen willst, 500, wenn du 3000 sagst. Die blauen sind 500. Achso. Du hast keine grünen. Aber, achso, die sind 200 hier, ne? Ja. Ach, deswegen komme ich durcheinander. Ja, das ist reicher, ne? Ja, wirklich so. Ich dachte, ich habe mehr. Ich raise auf 2. Janine, raise 2000. Kevbet 3000 würde jetzt gehen, oder? Ja. Kevbet3000.de. Kev Race 3000. Kev Race 3000. Kevbet 3000, bitte. Aber das war jetzt ein Kev Race 3000. So also genau nehme ich es nicht bei der Homepage. Jan Out 200.
Ja, unfolded. Ding, 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 ding. Achso, ich muss zahlen dann noch weiter. Taui. 1,5. Ah, nee, Entschuldigung. 1000. 1000, ja, sorry. Ja. Mathe. Ich nicht so Mathe. Recalled. Nicht so meins. Ach ja. Er ruht sich da aus, ne, mit seinen Tausendern. Und wir spielen hier wirklich. Check. Have check. Ich raise auf 3. 1, 2. Nein, raise, bet 3000. 2, 3. So. Bet. Ich bette 3. Kev out. Kev ist raus. Ups. Ich hatte eigentlich so schöne Karten, ne, aber ich hatte Angst. Eigentlich, ne? Ich darf zeigen, ne? Natürlich. Ja. Ja. Aber wenn da schon Ass und Dame liegt, wenn eine sogar getroffen wäre, die bin ich so im Arsch. Schneemänner gefoldet. Schneemänner, sagt man? Ja. Warum denn? Man könnte auch Brillenschlangen sagen. Zwei Brillenschlangen. Kannst auch zwei Nullen sagen. Harry Potter oder so. Ja, zum Beispiel. Die Null mit Gürtel, ne? Zwei Madame Trelawneys. Leider nicht erfunden. Was denn? Den Schneemann. Den Schneemann. Wer hat's erfunden? Gibt's sonst noch irgendwelche anderen Sachen? Wer hat's erfunden? Asse, Pocket Rockets. Bleib's bitte noch. Ach ja. Gibt's sonst noch irgendwelche Sprichwörter wie für 2,8 Schneemänner? Cool. Sowas? 2 Einsen ist das. Die 2 Einsen, ja. Kennst du ja. Asse werden Pocket Rockets, Könige manchmal King Kong. Oh, King Kong, das gefällt mir. Und 2 Damen? Ich weiß nicht, ob das ein spezieller, fällt mir gerade keine ein. Ass 8 ist Dead Man's Hand. Ass 8? Ja. Ah, weil man nicht weiß, ob man mitgehen soll, weil die 2. Karte Käse ist. Aber wieso Dead Man's Hand? Hat irgendeine Bedeutung, aber ich weiß nicht. Ach. Bitte. Entschuldigung, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es ein Film ist. War gerade so interessiert. Ein Call von Kev. Ich weiß das nur von... Jan called auch. Check. Und hier ist das Ding, wo check. Man auf 21 kommen muss? Blackjack. Blackjack. Weil da ist ja, glaube ich, da sagt er 15 und Blackjack. Ist genau das Schwierige. Weiß denn nicht, hä? Weiß man nicht. Bitte? Nochmal. 15 mal Blackjack ist der größte Käse. Achso, ja. Das ist, naja, es kommt immer auf die offene Hand des Dealers an. Ich fange nicht an. So wie gucken. Ach, ich fange an. Da haben wir von Jan ein Bett 1000. Dame ist Jan raus. Jan Bett 1000. Kev ist auch raus. Dealer ziehe ich rüber, ne? Ja. Merci. Na, aufpassen, da gibt's eine glatte und eine raue Seite, nicht, dass die rau unten liegt. Oh, ist aber ziemlich gut geslidet. Ja, beide sind eigentlich ganz... Aber einer ist noch so ein kleiner Grat drin. Kev, würdest du es gerne haben, wahrscheinlich, ne? Ich finde das richtig cool. Also, ich würde es wirklich gerne haben. Mein Gaming-Zimmer da hinten schön auf meine Regale stellen. Ist eine gute Erinnerung. Was ist denn in deinem Gaming-Zimmer drin? Das ist alles Mögliche. Von meiner Freundin habe ich einen leuchtenden Pac-Man gekriegt, dann ein Foto von uns hängt da, dann irgendwelche Minecraft-Figuren. Schön, dass du im Gaming-Zimmer erstmal Kram von deiner Freundin hast. Karten? Gut. Ja, ich überlege gerade, das sind 200er, ne? Karten. Also. Ins Kästchen, bitte. Das ist jetzt der Big Man, ne? Jo. Ja, ist doch schön. Oh. Sie hat doch mal echt gute Ideen gehabt. Ich habe noch gar nicht geguckt, Leute. Ich bin niemals drauf gekommen, gar nicht geguckt, hier. Hier. Nein, so. Schlimmste ist, wenn du die riesige Grotte auf der Hand hast und wegen dem Big Blind mit musst. Call von Jan. Ich bezahle. Call von Rani. Und ein Check. Ich bette 2. J-Bet 2000. Nein, Kev out. 2000. Kev, fold. Jan call. Heads up. So geil, ich komme mir vor wie ein Idiot, weil ich alle 2 Minuten auf diese Karten gucke. Das ist einfach nur eine. Ändern die sich nochmal? Ich check. Und den Check? Aber das Licht ist auch sehr begünstigend, dass man das vergisst, das ist wie in so einem Verhörzimmer. Jan Bett 1000. Ich hab sie gesehen. Gecallt. Check. Muss man das so auch im Casino machen, dass du deine Hände so offen hinlegst?
Keiner weiß, dass du Karten unterjubelst. Ich will jetzt hier so unter dem Tisch noch ein anderes Deck reinmischen. Ja. Pokémon-Karten. Nee, ich meine, es kommen ja keine Karten mehr. So. Was macht der jetzt echt? Zahlen wir uns hier. Janine gerade gecheckt. Jan, Bett 1000. Janine gecallt. Und Showdown, Jan. Please show. Now you may show. Ja, show. Da haben wir einen Bubentreffer. Gegen Vierer-Treffer. Bube ist gut. Wow, aber on the edge, ne? Yes. On the edge. Yes, Leute. But with the four pair is also very edgy. Much more edgy. Yes, but still a pair. And it's right. The end of the game, so you cannot right. Only wait for the picture cards. Right. Get old and great. Button moved. Vielen Dank. Sehr gerne. Ich hätte den ganzen Abend schon auf meinen Füßen sitzen. So, small, big. 500, ne? Yes, yes. Mich ärgert das, dass ich keine Grün mehr habe. Jetzt komme ich durcheinander. Das ist ganz ärgerlich, wirklich. Möchtest du welche haben? Reinsetzen. Ja, ich gerne. Ganz viele Grüne. Du kannst gerne welche haben. Wirklich ernsthaft. Ja, dann gib mir bitte 10 Grüne. Leute, hier. Warum wollt ihr jetzt tauschen? Ja, okay, dann nicht, wenn du dann sauer wirst. Sauer nicht, nur genervt. Also nicht, hast du keinen Spaß. Das bin ich sowieso. Ich bin schon, oh nein, Final Table. Dann ist der Tag gelaufen. Ein Call. Noch ein Call von Kev. Die Option. Nur der Blind zur Erinnerung. Ja. Check. Zu Dritt. Kev checkt. Bett von Jan 2000. Fold. Fold. Ich gehe aber all in. Kev, all in. Wie viel sind das denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ne, es sind schon 15. 15? Es sind schon 15? Achso, ich hab den. Zähl mal den Blind nicht mit. 15. Dann müssen da 16 sein? Ne, fehlt noch ein Flieger. Oh, da die Fliege. 16. Ne. 17.200. Na, fuck. 5. 10. Das tut ihm noch nicht mal weh, ne? Ja, das ist das Traurige. Haben wir 15, 17. Da sind noch zwei drin. Ah, sorry. Nur noch ein 200er. Wenn. 17, 200 waren es? Ja. Ich will von dir zuerst sehen. Wir können sowieso schon aufdecken. Ja, er hat ihn nicht gecallt. Also wenn doch, er hat schon reingelegt. Hab's reingelegt. Achso, okay. Die Linie ist sorry, ja. Das war also mein... Ja, bei mir ist, weil die Linie sehr weit hinten ja, ist. Okay. Vorm Kasten. Ist sozusagen, zeig du. Vorm Kasten ist gecallt. Showdown. Wen zeige ich als erstes? Oh nein. Alter. Da war ein Königtreffer mit der 9. Alter. Nein. Königtreffer mit einer 3. Jetzt muss die 3 kommen. Ich bin so im Art. Alter. Ist das ein Scheißspiel? Gib mir die 3. Ist das ein Scheißspiel? Gib mir die 3. Nein. Warte. Ey, die letzte Karte hat, das ist unfassbar. Please. Ich glaube, ich bin raus. Wird Pot noch möglich? Das Splitpot? Nein, die 9 nee. Kickt. Nein. Ach, Alter. Ist zu niedrig. Oh. Kev. Spaß hat's gemacht, hey. Kev. Seat open. Schön. Puh. Bist zum Ende dabei gewesen. Wart jetzt oh, wir beide Heads up. Ja, sag mal, danke schön. Ja. Geil also, gespielt. Danke. Ich glaube, 4 fehlt nicht mehr zum Sieg, aber du hast noch Chancen. Glückwunsch, ja. Hat Spaß gemacht. Dreimal all in und dann bin ich raus. So, Jan. So, Janine. Was wär's dir denn wert? Kommen wir doch mal aus der Ecke. Naja. Alter Vater, ey. Not so bad, my friend. Not so bad. Das war eine Nummer. Wir beide mal im Heads-up beim Poker. Hätte ich auch nicht gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Oh, Alter. Auch echt krass. Aber vor allem, dass du vorhin mit dem und wir jetzt im Finale. Das ist mir auch ein bisschen unangenehm.
Das Gute ist, wir tauschen noch Nummern. Dass man dir das bei dem Bild nicht ansieht. Alter. Ach du Scheiße. Vor allem die. Ach, wir machen eine Pause. Ja, direkt ins Zettel. Ja, komm. Gisse, schickst mich einmal all in und dann. Bei Raab hat man jetzt schon 25.000 Euro gewonnen. Echt? Ja. Fabian Dieter ist jetzt steuerfrei. Bei Jan, oder? You get. Also außer du bist Eltern oder so, dann musst du Steuern zahlen. Aber ja, wenn du so einmalig oder zweimalig da bist, dann als zweiter 25, als erster 50. Gut. Respekt. Okay, jetzt ist ja was? Dadurch, Small Blind Bayern, Big Blind. Achso, ich darf erst mal gucken. Und Jan ist dran. Jan called. Check. Dann ihn check. Gecallt und gecheckt. Achso. Ja. Zuschauer sind nicht mehr da. Ach cool. Dürfen nicht mehr mitspielen. Alle weg. Haben wir jetzt App. Deswegen muss ich gar nicht mehr warten für den Flop. Schön. I check. Hier zuerst. Oder? Nee, doch. Alles gut. Rennin, check. Drei. No way. Jan, bet 3000 und Rennin, raus. Small blind. Ach nee, ich muss gar nicht, ne? Stimmt ja. Doch, ihr seid jetzt immer in den Blinds. Ah, stimmt. Wir müssen immer, wir sind immer in den Blinds. Ja. Small blind, big blind. Ah, ich lege mir schon mal so Stapel hin. Ich lege die fertige schon mal vor, genau. Gecallt. Option raised auf 2000. Stimmt, ne? Und gecallt, ja. Ja. Ich raise auf... Jan bet 2000. Ich muss auf 4, ne? Wenn ich raise, gehe ich auf Minimum, 4. Ja oder höher. Janine, raise 4000. Cool. Jan called. Jan bet 2000. All in. Janine, all in. Mach ich mit. Ah, ist Jan called. Egal. Du willst hinlegen? Ja. Dürft ihr. King Kong. Gegen nichts. Sag das nicht. Wenn jetzt noch ein Ass kommt. Ja, aber dann. Das weißt du nicht. Nee, wenn jetzt noch ein Ass kommt, dann gewinne ich. No stand. Ass, die einzige Karte. Wirklich? Ja. Nein. Ja. Seat open. Das ging aber schnell. Open. Ja, ich habe keine Chance gegen dich. Crazy. Kommt jetzt nicht so eine Fanfare, weil man gewonnen hat? Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Darfst du jetzt alle einpacken Scheiß und mit nach Hause nehmen? Trinkgeld? Das ist wirklich ein Tausender. Danke. Das ging jetzt aber schnell. Ja. Na, wie lange habt ihr das letzte Mal? 1 Uhr. Und nur zwei am Tisch, wie lang? Rück und ach so, eine Stunde, ein bisschen mehr. Aber mit dem ja, aber die Zuschauer hätten es nicht mehr hören wollen, wenn dann Jochen da in der Kommentatoren, jetzt schieben sie schon wieder die Chips sich gegenseitig hin und her. Ja. Und, aber dass ich nochmal jetzt zwei Könige kriege, ich habe heute schon zweimal einen... Gut gespielt. Komm ran. Komm, Janine. Nee, du hier, nee, du. Dein Siegerinterview. Ja, ja? Wir beide. Komm, Janine. Ich bin da.